ich jetzt der Einzige, der hier verkleidet ist. Und hier ist der Gastgeber des heutigen Abends, Colin Gerbe! Einen wunderschönen guten Abend aus dem Delphi Show Palace. Mein Gott, man versteht ja sein eigenes Wort nicht! Leute, wir haben doch keine Zeit, was ist denn hier los? Leute, kommt doch mal runter hier. Nee, ihr kommt nicht runter, dann komm ich runter. So, meine Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier im Saal und natürlich auch da draußen an den Empfangsgeräten zu Battle of the Beans. Denn ihr wisst natürlich alle, warum ihr hier seid. Rocket Beans feiert 3 Jahre, heute auf den Tag genau. Wenige Meter von hier. Ja, 2015... Mist, als wäre es gestern gewesen, vor 3 Jahren, wurde wenige Meter von hier entfernt der Startschuss gelegt für das, was wir heute sind. Für Rocket Beans TV, für das, was die 4 Jungs und Arno, die 5, das vergisst man ja gerne, und manche andere mit euch schweife ab. Wir sind heute hier, um ein wenig zu feiern. Wir wollen natürlich ein wenig in die Vergangenheit schauen. Wir wollen schauen, was ist in den letzten 3 Jahren so passiert. Wir wollen natürlich auch in die Zukunft gucken, denn 3 Jahre Rocket Beans ist natürlich bei weitem nicht das Ende der Fahnenstange. Ja. So, allerdings, wenn man über Rocket Beans spricht, kommt man natürlich an den Menschen nicht vorbei, die quasi mit ihrem Namen für das Programm stehen. Und mit wem könnte man besser einen heutigen Abend zelebrieren, als mit denen, die damals vor 3 Jahren gemeinsam mit Arno zusammen das Projekt Rocket Beans aus der Taufe gehoben haben. Deswegen einen donnernden Applaus bitte für Simon, für Budi, für Nils und für Etienne. Heute mal. Ihr geil Dudes. Budi. Und Nils. Ihr geil Dudes. Wo ist denn eigentlich? So, ihr habt doch genug applaudiert, ne? Also. Meine Lieben. Oh, Dankeschön. Soll ich den hier noch machen? Den hier, pass mal auf, soll ich den noch bringen? Ja, bring den, bitte. Okay, Andreas, jetzt nur für dich. Er hat mir extra aufgeschrieben, weil ich wusste, ich würde den einzigen vorbereiteten Gags verkacken. Wir haben ja hier ein Live-Event, ne? Und Tickets für Bohnen-Events sind ja mittlerweile wie Kryptowährung. Jeder will sie haben, ohne zu wissen, was man sich da eigentlich kauft. Ja. Ja. Und wer hat sie umsonst bekommen? Ja. Es gibt auch immer Leute, die kriegen dann was umsonst. Völlig zu Unrecht, das sind wir in dem Ja, Moment. Definitiv. Von euch hat keiner was umsonst bekommen. Aber ihr bekommt dafür jetzt mehr, als ihr eingezahlt habt. Wir haben einen fantastischen Abend vor uns. Es ist fantastisch, den mit euch gemeinsam zu begehen. Und ihr wisst tatsächlich fast nichts, ne? Ihr wisst wenig darüber, was heute passiert. Etienne. Ich weiß nicht mal deinen Namen. Na! Du hast mich doch damals angerufen. Egal. Ja, ich hab dich angerufen, du Arsch. Nee, stimmt nicht. Nee, tatsächlich, wir wissen, wir wissen, dass, wir haben ja diesen Teaser da gedreht, das ist ungefähr, was wir wissen. Also, okay. Da ist das sehr wenig. Das ist in der Tat sehr übersichtlich. Ihr habt ja auch ein bisschen im Almost Daily gesessen und tatsächlich, Geheimniskrämerei ist nicht unbedingt die Stärke, glaube ich, von Rocket Beans. Hier arbeiten so viele Menschen auf so dichtem Raum. Du musst doch mal schnell umgezogen gerade. Ich glaube, wir haben die Leaks gefunden, weil nichts ist an uns rangedrungen an Infos über diesen Abend. Das heißt, wir waren wahrscheinlich bisher immer diejenigen. Und mit wir meinst du dich, glaube ich. Nein, das kann man ja so einfach. Auch du. Also Simon, der ist doch, quasi das personifizierte Buch mit 7 Siegeln. Ich habe extra, alle 300.000 Donny Insta-Stories mir angeguckt. Nichts entdeckt. Gut. Und ich weiß immer noch nichts. Ja, dann wollen wir euch doch heute mal ein wenig gemeinsam aufklären. Denn Battle of the Beans heißt das Ganze natürlich nicht umsonst. Ihr wisst, 3 Jahre, das sind 3 Jahre voller Shows.
voller Wettbewerbe. Mhm. Und was wir heute hier machen, ist tatsächlich 8 Shows, die wir im Programm hatten, die ja mehr oder weniger erfolgreich gelaufen sind, die teilweise noch im Programm sind, in Miniaturform hier heute auf die Bühne zu bringen. Und ihr vier, jawohl, ihr dürft in jeder Disziplin gegeneinander antreten. In jeder von diesen Wettbewerben gibt es einen Punkt. Und wer am Ende des Abends am meisten Punkte hat, der ist dann wirklich die ultimative Mega-Superbohne. Und dann ist ein für alle mal klar, wer von euch der Coolste ist. Ja. Na, der Beste! Damit kann ich leben. Wirklich, als aktiver Beef-Champion, kriege ich da irgendeinen Bonus? Du fragst, ob du einen Bonus bekommst, überlass das doch den anderen drei. Ich bin ja nur die neutrale Schweiz. Naja, weil ich ja der aktive Beef-Champion bin, da müsste ich vielleicht einen kleinen Vorteil kriegen, finde ich. Der nächstes Jahr kriegt er... Es gibt ein Handicap. Ich will nur die Regeln verstehen. Das wäre ja das erste Mal. Ja, am Wollen scheitert es ja in der Regel nicht. Ja, also. So, aber ich kann euch beruhigen. Also es geht heute um Geschick, es geht um Wissen, es geht um allgemeine Fähigkeiten, es geht um Intellekt, all das, was... Ah, scheiße. Ihr habt lang genug Zeit, euch einzugrooven. Und ich würde sagen, wir öffnen mal den Vorhang, denn dahinter befindet sich jetzt das allererste Spiel. Oh, sind wir alle aufgeregt, was? Sehr. Ja! Ihr Lieben! Wo ist Gregor? So sieht's aus, als allererstes... Als allererstes wollen wir heute eine Runde Nerdquiz spielen. Das wird sehr, sehr spannend. Wer hat Bock auf eine Runde Nerdquiz hier? Alles klar. Dann würde ich sagen, Nerdquiz, ab geht's. Einen Riesenapplaus für den Meister des Usos, Gregor Katius! Ich bin sehr froh, dass ich das machen darf, wenn ihr noch Energie habt. Ja. Da habe ich auf jeden Fall die beste Reaktion des Tages. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Nerdquizzes. Und ihr wisst, wie wir uns begrüßen im Nerdquiz. Das klappt tatsächlich. Schönen guten Tag. Hallo Gregor. Oh Mann, ich bin einfach nur froh, dass es nicht Andi ist. Moment, da habe ich eine Überraschung für dich. Leute. Ich weiß, es ist früh am Abend, die Energie ist zwar noch da, aber ich hoffe, ihr seid auch bereit dafür für ganz exzellente und exquisite Fragen aus dem Nerdquiz. Muss ich euch groß allen die Regeln erklären? Ah, ja. Simon vielleicht. Ja, ich wollte gerade sagen. Also, ihr werdet, ähnlich wie es im ausgewachsenen Nerdquiz ist, einige Fragen gleichgestellt bekommen. Sie sind ein bisschen weniger, nämlich nicht 5x5 Fragen, sondern 5x2 Fragen. Es gibt zwei Punktekategorien, nämlich 500 und 1000 Punkte, und die Fragen befinden sich alle im Rocket Beans Kosmos. Das sollte euch vielleicht dann einmal helfen. Ihr habt statt exquisiten Buzzer exquisite andere Soundmöglichkeiten, um euch zu melden. Können wir einmal kurz testen? Viermal zwei Fragen, natürlich. Ich höre gerade Ede, ich glaube, es ist vielleicht sinniger, statt Tröten. Kannst du draufhauen? Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist schon bei der Wahl der Instrumente. Auch das ich bin nicht schon in der ersten Minute hier irgendwie, aber so eine Klingel oder so ist natürlich schneller. Wir wollen aus diesem Grund solche Diskussionen vielleicht vermeiden. Zu spät. Okay, bei euch allen löst die Geräte noch einmal aus, damit ich sie einmal hören kann. Und Ede, bei dir zähle ich ein Klatschen auf den Tisch. Ja, aber da zählt dann auch bei jedes uns Klatschen auch auf den Tisch. Nur ich. Weil da kommen manche. Naja, ihr müsst mal denken, wenn ihr klatscht, dann zähle ich das für Ede. Ihr habt ja die anderen Drückmöglichkeiten. Okay. Leute, lasst uns einmal auf die Fragenkategorien für heute gucken, denn heute geht es mit folgendem Feld. Klingklang, RBTV-Klassiker, wer bin ich und heimliche... Stars.
Oh je. Heimliche Stars. Aha. Wunderbar. Ein dezentes Klatschen. Man muss ja auch nicht für alles applaudieren. Da stehen nur ein paar Sachen. Nein. Wir machen nach den üblichen Nerdfest-Regeln. Und Nils, du stehst ganz an der Seite. Du darfst jetzt erst auch ganz an der Seite. Ich stehe hingestellt. Die Frage aussuchen. Ich stehe auch ganz an der Seite. Ja. Hau doch, aber weißt du, vor der Sendung, ne, wir standen eben da oben, haben uns ein Bier gekauft und haben gesagt, gekauft, egal was sie heute mit uns machen, wir lassen uns nicht auseinander dividieren, wir streiten uns nicht, keine wir haben Competition noch nicht mal heute. Angefangen. Und es hat nicht mal angefangen. Ja, aber wer streitet denn? Vor allen Dingen hast du die Brandrede gehalten, ey. Wir lassen uns nicht auseinanderbringen. Nee. Wir werden versuchen, ich uns zu brechen. Eine wir haben heute einfach nur Spaß. Auseinander. Nils, wähle ja eine Kategorie. Ich finde das super, weiß, dass du anfängst, Nils. Wie ist es denn? Werden eigentlich denn die Zahlen noch verdoppelt? Wir sind cool, ne? Es gibt kein Verdoppeln diesmal. Es gibt entweder 500 oder 1000 Punkte. Und am Ende wird dann abgerechnet und wir sehen, wer diese... Okay, Runde ich nehme RBTV Klassiker für... 1000. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du den Teufel. 500. Für 500. Okay, 1000. 1000. Hey. Ja, das ist ja nichts, den ich... Der Preis ist heiß hier. Oder du nimmst... RBTV Klassiker für 1000. Hände an die Geräte. Hände nehmen die Buzzer. Ja, also... Was war 1.000? Du bist dir sicher? 1.000, Mann. Okay, RBTV-Klassiker für 1.000. Bei welchem Spiel wurde X-Lord 300... Simon war am schnellsten dabei. Bitte die Antwort geben. Ich war auch... Ja, Mann, ich dachte, ich weiß es, aber ich weiß es nicht. Ich weiß, Nils war dabei und hat's gemacht. Also, was kann es gewesen sein? Ich würde weiter sagen, es gibt natürlich die 1.000 Punkte auch abgezogen. Das, ne? Wenn nein, das war eins der ersten Spiele, die wir gespielt haben. Das war mit diesen Riesenmonstern. Drei, Riesenmonster gegen, zwei, wie ist das Spiel? Eins, und das vorbei! Ich weiß es darf nicht. Man, also er kriegt minus 1000, aber... Du darfst doch, also wenn ich gesagt habe, es ist vorbei, ist leider jetzt erstmal Simon, du hättest die Antwort geben können, ich muss dir die 1000 Punkte abziehen. Ihr dürft gerne natürlich nennen, aber ihr kriegt die Punkte nicht dazu. Evolve, du bist der Einzige, der sich den Namen noch gemerkt hat. Aber das meinte ich doch! Kein Mensch kennt das Spiel heute noch. Ja, ich meinte auch, die richtigen Lottozahlen zu wählen. Hat mir trotzdem nichts geholfen. Ah, das tut mir sehr leid für den Simon. Na, ich hab's verdient. Simon, ich muss dir leider 1000 Punkte abziehen erstmal. Aber so fing das mit dem Bier. Der Drops ist noch nicht gelutscht, es ist noch nicht gegessen. Es geht weiter. Ja. Nils, du hast gewählt, keiner hatte die richtige Antwort. Da bin ich nochmal. Da Simon die falsche Antwort gegeben hat, gebe ich das Fragerecht noch einmal weiter an Budi, der sich was aussucht. Du warst oft genug dabei. Wie viel? Wer bin ich 1000? Wer bin ich für 1000? Ihr kriegt über eine Person aus dem Rocket Beans Umfeld gleich drei Fakten gestellt. Und wenn ihr meint es zu wissen, euer Gerät auslösen. Ja? Okay. Wer bin ich für 1000? Diese Person hat seit 2008 ihren eigenen YouTube-Channel. Gregor, du machst dich wieder selbst. Ja. Wer hatte damals einen Kanal außer Gregor? 2004. Diese Person hat einen Twitter-Namen, der aus einem 16-Bit-Klassiker stammt. Ede. Chess Ashley. Der hat's wirklich gemacht. Gregor, Körnerbach. Das ist so schäbig. Ja. Aber doch nicht 2008. Ich möchte einmal darauf hinweisen, dass die Fragen nicht von mir heute stammen. Der dritte Hinweis wäre gewesen, wies neben Hauke den höchsten Promillegrad auf dem Sender auf. Das wurde nie gemessen. Hauke? Aus welchem Spiel, Ede? Dein Name oder was? Phantasy Star 4. Ja, und das ist richtig. Ich war's, Gregor. Wunderbar. Selbstbeweihräucherung für 1000. Na gut. Ich hätte es. Ede, 1000 Punkte bei dir. Wähl die nächste Kategorie. Ich muss kurz überlegen. Ja. heimliche Stars für 500. Psch. Heimliche Stars für 500. Hände an die, was auch immer ihr da habt. Gregor. Leider falsch, 500 Punkte. Nein, ich lasse es noch nicht gelten. Ich dachte gerade, du hast jetzt Bier gepackt. Heimliche Stars für 500. Wie heißt die knochige Freundin der Micha Bros? Budi. Dixie. Was? Wie bitte? Oh nein! Dixie, doch. Darf ich lösen? Budi, du darfst, was ist deine finale Antwort? Trixie! Nein, Leute, das ist doch...
Trixi. Ja. Ich habe es auch schon so gelten lassen, dass man noch, solange ich dann sage, es korrigieren will. Nee. Trixi ist gesagt? Richtig und wir Trixi haben... Super, Buddy. Das war aber jetzt tricky gestellt, als du gesagt hast, der Satz fing ja an, wie heißt die knochige Freundin der Micha Brothers? Ich habe gesagt, ich habe die Freundin noch nie kennengelernt von ihr. Sie erzählen immer, sie hätten eine. Ja, sie haben beide zwei sehr dünne Freundinnen und es sieht trotzdem noch aus wie eine. Und dazu haben wir eine kleine Matz vorbereitet, übrigens. Die Leute nennen mich One-Hit-Micha, aber wer will, kriegt gerne Nachschlag. Kein Nebel bei Chatwell? Nicht mit Krogmann, Freunde! Was geht hier ab? Geil! Ach, 500 Punkte für Budi. Wähle er die nächste Kategorie. Klingklang 1000. Klingklang für 1000. So. Klingklang ist eine Schreibfrage. Ihr könnt gerne eure Geräte aus der Hand legen. Gleich werdet ihr eine Melodie hören, die man schon mal häufiger auf dem Sender gehört hat. Ihr müsst mir nennen, aus welchem Format, in welchem Zweck und Sinn diese Melodie entstanden ist. Aber diese Melodie wird nicht direkt zu hören, sondern wir haben jemand ganz Spezielles hier dabei. Ich bitte um auf die Bühne. Hi Leute. Wirt hat ein ganz besonderes Talent. Er kennt alle Melodien, die jemals in Rocket Beans Kosmos gemacht wurden. Und er spielt die... Kazoo. Alter, was geht? Deswegen nennt man mich auch Klingklang. Also Leute, das war 500, oder? Klingklang. 1000 war das. 1000 war das sogar. Tschüss, Wirt. Du weißt, welche bei 1000 gemeint ist? Weil bei mir steht es nicht. Okay. Dann bitte ich einmal die Melodie. Jeder hat natürlich Punkte zu bekommen. Es werden keine welche abgezogen. Also wenn ihr mehr richtig habt, dann werdet ihr auch alle die Punkte bekommen. Wirt, ich bitte. Okay. Alles klar, Leute. Ihr dürft aufschreiben. Kann ich das nochmal hören, bitte? I'm sorry, I'm erreicht. Yes! Okay. Oh Gott, ich hoffe, es stimmt. Ein Sender, alle Formate durch die Hände der Chefs, die sich mit jedem in- und auswendig kennen. Das war doch von Rocket Beans, ne? Ja, natürlich. Ja. Nicht der andere Sender mit B. Ich wollte es nennen, aber... Alright, jeder was geschrieben, dann zeig mir eure Zettel, Nils. Was hast du aufgeschrieben? Ich habe gedacht, das muss irgendwas mit dir sein. Spiele mit Bart. Spiele mit Bart. Simon, was hast du geschrieben? Von Spiel zu Spiel unterschiedliches Intro. Ja, aber ich wusste irgendwas, was ich noch nie geguckt habe. Alter. Es tut mir leid, das zu sagen, Nils. Da wärst du wahrscheinlich der Einzige hier im Raum. Ich hab die Leben. Ich mag die. Simon. Ich glaube, es ist New Game Plus. New Game Plus. Oh Gott. Budi? Nein, und was ich war mir so stehen? Sicher. Erwachsene Männer hören Jan Tenner, was vollkommen Erwachsene Männer hören Jan Tenner. Ede? Mein Lieblingsformat auf dem Sender. Spiele mit Bart? Nee, aber komischerweise... Zeig gar nicht, ich akzeptiere es. Speedrandale. Speedrandale. Hätte auch sein können. Es war... New Game Plus. Herzlichen Glückwunsch. Ich mein, super, super gespielt. Er ist Redakteur bei New Game Plus. Ja. Das ist so traurig, ey. Also, da es eine Schreibfrage war, kein Abzug für die Leute, die was falsch hatten. Simon hatte aber richtig gelegen und bekommt damit die 1000 Punkte zugeschrieben. Erstmal noch ein kleiner Applaus für Wirt. Vielen Dank. Super, Wirt. Ich geh wieder zurück. Das schäme ich mich. Simon, die nächste Kategorie bitte von dir. Ich hätte gerne Klingklang 500. Also, Klingklang hat eine Melodie aus... Egal. Wirt, komm wieder raus. Klingklang für 500. Spiele er die Melodie.
Wollen wir alle gleichzeitig? War das nicht das Ende? Ja. Habt ihr alle schon aufgeschrieben oder braucht jemand noch Bedenkzeit? Ihr habt alle. Okay, ja. Dann sehen wir nacheinander mal hin. Nils, was hast du? Unsere französische Sendung, Moi, Moi. Ja, moin, 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 moin. Da steht Moin, Moin, er hat so richtig. Wo ist denn die Kamera? Ich will das. Simon, ja, was hast du? Moin, Moin. Moi, Moin für dich? Budi? Moin, Moin. Moin, Moin. Ganz Ede? Moin, Moin. Wundert mich, dass Sie das wissen. Ja, wer hätte das gedacht? Also, du zeigst gerade Nio, Nio, aber das ist auf den Kopf gehabt. Absolut korrekt. Es ist Moin, Moin. Oh Gott, die ersten Punkte. Hast du gerade Donny getrötet, oder? Jeder von euch bekommt 500 Punkte. Ja, sehr gut. Schön. Oh Scheiße, ich habe ja auch Minus. Regie, sag mal, können wir überhaupt einen Zwischenstand uns mal angucken, wie viel es gerade steht? Oder seid ihr noch am Rechnen und Abakus hin und her schieben? Ich höre noch nichts. Ich denke mal, da wird noch berechnet. Dann lasst uns weitermachen. Die Kategorie gerade. Tschüss, Wirt. Ich hätte dich einfach stehen lassen. Wer hatte die Frage gerade gewählt? Das war Simon war das. Ja, du lagst auch mit richtig. Darfst auch nochmal die nächste Kategorie dir aussuchen. RBTV Klassiker, bitte. RBTV Klassiker für 500. Hände an die Soundgeräte. Du brauchst so ein T-Shirt eigentlich, aber egal. Jetzt muss ich aber antworten. So. Sind auch alle bereit? Ja. Okay. Am 4. März 2015 stürmten unsere Viewers of Love. Kacke! Ja. Nils war ein bisschen fixer. Ja. Ich will jetzt gleich wissen müssen. Okay, was ist die Antwort? Ich hoffe, dass die Antwort Sanji ist, weil wir haben den invaded und mit Liebe. Was? Sanji. Ja, scheiße. Du hast Sanji gesagt. Sanji. Ja. Du hast Sanji gesagt. Nein, er hat Sanji. Ihr seid solche Pimmel. Er hat Sanji gesagt. Du hast es richtig gut gemacht. So. Aber ich weiß wie nicht, lautet die Antwort? Was ist deine Antwort? Ja, wir haben den User Sanji invaded mit Liebe. Und er ist daraufhin hat seine Mutter angerufen. Und ich kenne die Frage nicht, aber ich gehe davon aus, dass das richtig war, weil du arbeitest für mich und. Was sollst du jetzt schon noch sagen? Also Sanwi ist deine Antwort, Nils. Ja, also wir haben, das ist so heißt der Typ, den wir in Welt haben. Sanwi ist deine Antwort. Boah, du, gib mir Hinweise, die sind doch ja, okay. Gib dir Hinweise. Ich will nur wissen, was du einloggst. Also, pass auf, ich formuliere die Antwort etwas langatmiger, nehmt euch Zeit. Wir helfen uns doch. Wir haben... Gib mir deine Antwort, verdammt nochmal. Auf Twitch, in Bonjour. Das will ich doch gar nicht wissen. In Bonjour. Haben wir den Twitch-User Sunwee invaded? Wir haben gesagt, alle Viewers of Love gehen jetzt auf seinen Twitch-Channel, wo nur zwei Leute zugekommen sind. Hat hier überhaupt drei Leute zugekommen? Und er hat überhaupt gar keinen. Man kannte ihn nicht, er war sehr unbekannt. Und dann ist er ausgerastet, hat seine Mutter angerufen. Das muss reichen. Und dann hat er noch Counter-Strike gespielt und er war erstaunlicherweise sehr gut. Blutgruppe B. Und Nils, es wäre vielleicht nicht gerade so, dass wir eine Matz vorbereitet haben, wo wir das gleich nochmal alles zeigen. Wie lautet deine Antwort? Das war meine Antwort. Ich will die Antwort wissen. Sanwee hieß der. Sanwee hieß er. Jetzt gibt sie dem Mann doch endlich. Okay, ist eingeloggt. Sanwee ist eingeloggt. Ich muss da echt hart sein, Nils. Du bist mies. Ich muss da echt hart sein. Nein. Ich muss da wirklich hart sein, weil Sanwee ist nur ein Teil des Namens. Ihr habt 41 oder so ein Shit. Sanwee 41. Nein. Das ist eine Bad Sun 41. Budi, was wär's gewesen? Die 1 fehlt noch, Sanwee 1. Sanwee 1. Wir schauen uns mal eine kleine Matze an. Du mieses Schwein. Das gibt 2. We are going to change. Und los geht's. Alle rein. Also der Name ist Sanwee 1. Ist gerade. Alle hätten gern gesehen, wie er ausrastet. Er hat sich gefreut. Es tut mir leid, Nils. Das habe ich nicht gesehen. Die 1 gehört leider untrennbar dazu. Sanwee 1. Sanwee 1 hätte ich auch zählen lassen. Die Geschichte wurde sehr schön vermittelt von dir. Warte mal, Sanwee 1. One. Und was hättest du gelten lassen? Sanwee 1 oder Sanwee 1. Die Zahl, die richtige, hätte ich noch gebraucht. Ey, nur weil irgendein so Dödelmann sich vor dem registriert hat. Weißt du denn, kannst du dich denn noch erinnern, welche Zahl bei X-Lord im Namen war? Hast du vorhin gesagt? Ja, du weißt es aber nicht. 5. Nein, aber es ist mit X. Ich wollte dir helfen. Das war irgendwas mit 3. 13. 7. 13.
Wo ist X-Lord? Weißt du, ich muss dir leider diese 500 Punkte abziehen. Ey, das ist... Wann bin ich das? Zart. Also. Yes! Nee, so. Jetzt. Wir haben übrigens gerade den aktuellen Punktestand. 500 Punkte für Simon. Ich hoffe, das ist Ede, wenn ich den von hier sehe, mit 0. Es ist Nils mit 0. Ah ja. Rudi hat 1000 und Ede hat 1500. Das ist fucking Evolve. Sonst wäre ich jetzt... So, zwei Fragen haben wir noch über. Wer hatte die Frage gerade gestellt? Ich höre aus der Regie, die Zeit ist um, ehrlich gesagt. Wer hatte die Frage gerade gestellt? Simon. Das war Simon, ja. Nils hat leider nicht richtig beantwortet. Ach, ich gebe das Fragerecht noch einmal weiter. Ede ist dran. Ja, wie, ihr wart doch alle schon mal. Ist okay, mach. Sie gelten spezielle Regeln heute. Welche Kategorie, Ede? Competition. Es gibt doch zwei Ausdrücke, nur noch zwei. Was gibt's denn noch? Heimliche Stars 1000. Heimliche Stars für 1000. Hände an die Geräuschgeräte. Heimliche Stars. Zum Release der Eduard Laser Actionfigur lief ein Werbe... Simon. Oh, Thaddäus. Fucking Thaddäus! Der beste Eduard Laser! Ist gut. Alter, was geht mit dir? Ich stelle die Frage kurz zu Ende. Lief ein Werbeclip über den Sender. Welcher Mitarbeiter trat dort als Eduard Laser auf? Wir sehen einen Clip. Ich bin euer Eduard Laser. Ich habe euch etwas Laserstarkes mitgebracht. Der Eduard Laser Actionfigur. Oh. Hey, Thaddäus! Simon, 1000 Punkte für dich! Alter. Ja. Eine Kategorie ist noch über, die darf ich traditionell selber wählen, nämlich Wer bin ich 500? Wo ist das? Da ist es. Großartig. Ihr kriegt wieder drei Fakten über einen oder eine Rocket Beans Mitarbeiterin. Und er soll dann nennen, wer es ist. Hände an die Soundgeräte. Der mittlere Name lautet Sascha. Will da jemand schon? Will da jemand noch nicht? Diese Person brachte Ede und Nils mal mit einem Samurai-Schwert um. Und? Boah, Budi. Ich glaube, er hat... Nee, das ist falsch, glaube ich. Scheiße. Ey, du Budi, du hast gebimselt. Du musst jetzt auch falsch, wenn dann nennen. Dennis? Der letzte Hinweis wäre gewesen... Ist richtig. Liebt Pizza. Ja! Wer hätte gedacht, dass jemand noch außer Dennis diese... Das hätte eigentlich hier hätten sein müssen, ne? Ihr beide. Ja. Wir haben eine kleine Matz zur Auflösung. Late Nights war das, Late ja. Das Assi-Chick. Oh. 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 Das ist ja mega geil. Wie war denn jetzt das im Zusammenhang? Alles klar, das gibt noch mal auf Budis Punktestand 500 Punkte. Und wir schauen uns mal den Punktestand an. Wir haben einen Dreier-Gleichstand. Das sind deine Fans. Das ist die Vorlage. Dankeschön. Machen wir heute ist schön, dass mir keine weiteren Fragen aufgeschrieben wurden heute. Aber dann bekommt jetzt niemand einen Punkt, oder? Wir haben einen Dreiergleichstand, Regie. Soll ich mir einfach eine Frage irgendwie ausdenken? Nee, dann doch. Nur nichts bekommen. Wer hat das gesagt? Ach, es gibt wirklich nur einen Gewinner pro Disziplin, oder was? So werden. Nee? Okay. Also, ich möchte protestieren, wenn alle einen Punkt bekommen. Wenn jeder von uns dem Nils 500 Punkte abgibt, dann hat Nils gewonnen. Ja, das ist eine gute Idee. Ihr könnt es auch gerne am grünen Tisch euch zuschanzen. Das ist eine sehr gute Idee. Wenn ihr denn wollt. Eine saudumme Idee. Das ist eine gute Idee. Ja, oder aber wir alle kriegen halt... Nee. Nee. Auch nicht. Okay. Die Sendung so, das war's mit so. Battle of the Beans. Also, wir werden... Oh! Können wir denn nicht alle eigentlich... Leute! Ich habe die perfekte Idee, die mir nicht gerade direkt genannt wurde von der Regie. Die drei Leute, die noch über sind, sind noch im Rennen. Ja, wir werden das Gleiche aber mit euren Soundgeräten machen. Und Wirt hat noch einen Song für euch.
zum Aufschreiben wieder? Nee, diesmal nicht zum Aufschreiben. Diesmal müssen wir es tatsächlich. Mein Stift. Oh, Simon, zu machen. Wie jetzt? Stift? Komm heraus! Nein, Stift! Nee, wir brauchen. Wir müssen. Du musst wir müssen nicht buzzern. Bereit. Wir müssen. Wir müssen buzzern. Wird es gerade irgendwie nicht da? Perfekt! Okay, dann stell doch einfach eine Stichfrage. Was war denn der Song vielleicht? Oh, danke, Budi. Er ist auf dem Weg. Da ist er! Oh, großartig! Du brauchst eine Keule. Ich gebe dir das Mic einfach mal hier. Oh Gott, du kommst mir ganz nah. Okay, musst du unten tröten. Tröt mal da rein. Oh, ist das das schon? Ist das das schon? Nein, das ist... Okay, also, wer ist gerade noch aktiv dabei? Wie, wer ist raus? Ja, alle bis auf Nils, oder was? Nils auf Nils, alle bis auf Nils, also. Wie oft willst du okay. das noch sagen? Wirt, du machst den Sound. Ich versuche darauf zu achten, wer zuerst... Simon, nicht aufschreiben, sondern das Ding klingeln lassen. Ja? Wir müssen es einmal, weil sonst schreibt ihr alles auf und okay. da gibt es keine Möglichkeit. Alles klar. Wirt, leg los und ich achte. Okay. Ede! Schlecht, ist das schlecht. Ach, verflixte Klicks. Weekly Wahnsinn. Ja, aber dann müssen wir ja noch ein Stechen machen jetzt. Ede ist raus. Ja. Nur noch Budi und... Hast du noch eins? Ja, hab ich. Er hat noch eins. Oh, Glück gehabt. Also, ihr seid jetzt beide raus? Wir beide sind noch da. Das war's. Das war NDA, ne? Für die Leute, die es nicht gewusst haben, es war Neue Deutsche Abendunterhaltung. Also, Simon und Budi, nur noch im Rennen. Klingelt, wenn ihr meint, es zu wissen. Wir hat zum Glück noch eins. Okay, und du wiederholst es, bis jemand macht, ja? Verflixte Klicks? Nee. Simon sagt verflixte Klicks. Das war das. Warte, war. Aber was war's denn? Wirt, was wär's gewesen? Es wäre das Chat-Duell gewesen und damit als ohne Skills, der wenigsten ohne Schlechte gewinnt Budi! Nehme ich alles mit. Budi, ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Budi. Dankeschön. Ja, du warst der am wenigsten Schlechte, wie so exakt. Oft. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke, Danke dir. Ego Gratius, meine Damen und Herren. Fantastisch. Ihr kommt einfach mit mir nach vorne. Kommt einfach mit. Nehmt die Flaschen mit. Einfach hier nach vorne. Wahnsinn. Unglaublich, was hier schon wieder, was hier für eine Energie im Raum ist. Und es geht gerade mal, ja, um einen verfickten, lumpigen Punkt. Ein Punkt. Von ja. Den wurde gerade gespielt. Von der, da sollen noch einige folgen. Oh, hier werden schon. Oh, Matt Nice. Sehr gut. Vielleicht mal kurz einen Szeneapplaus für einen weiteren sehr gefeierten Mitarbeiter. Chris Pogo, meine Damen und Herren. So, gut eingegroovt. Ja. Hoffentlich wird das im Laufe des Tages ein bisschen komplizierter. Wir gucken mal kurz auf den Punktestand, den haben wir, auch wenn er noch nicht hochgradig spannend ist. Der erste Punkt ging gerade an Budi. Ausgesessen, könnte man sagen. Ja. Aber das wird sich noch alles ändern. Ne? Also 7 Spiele haben wir noch auszuspielen. Habt ihr euch jetzt ein bisschen warm gezockt? Ja, ne? Ja, ich bin richtig. Das war sehr befriedigend, von der Seite zuzuschauen. Wie vieles in meinem Leben. Egal. Meine Lieben, bevor wir jetzt zu sehr lachen, ne? Ein Thema, was ja auch untrennbar mit Rocket Beans verbunden ist, ist Musik. Metallica, Gwen Stefani, Pink, die hatten wir alle nicht hier, aber... Legst du schon wieder los? Nein, auch ich. Du dir das entgehen lässt. Nein, wir wollen das ja nicht in ein Tollhaus verwandeln. Also jetzt noch nicht. Nein. Aber es gibt musikalisch natürlich eine Konstante seit Bestehen dieser Firma. Teilweise in wechselnder Besetzung, aber eine Band, die zumindest immer mit, es war nicht alles schön, aber mit viel Ehrgeiz dafür gesorgt hat, dass es immer eine musikalische Untermalung gab. Ja, die sogenannte Hausband, auch bekannt als Neue Deutsche Schelle. Und sie sind heute Abend auch hier und bringen ihre größten Erfolge für euch auf die Bühne. So. Meine Lieben, und damit gebe ich ab an Hannes, an Felix und an Tim und ihren ganz großen...
Hit. Hallo. Danke. Danke auch Colin. Ja, ihr wollt einen Satz heiße Ohren. Wir haben natürlich Tim Lim dabei und Feli und Hannes. Hallo. Wir droppen jetzt mal ein bisschen Scheiße, ne? Und ihr wippt alle mit und bleibt natürlich nicht sitzen. Nein, bleibt LOL nicht sitzen. LOL und Roffel. Roffel und LOL. Nein, noch nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, kick it! Ah. Yeah. Ah. Es ist die pure Angst am Mike, der die harzigsten Blunts an die Junks verteilt, der sein Koks mit deinem Anwalt teilt. Ich mach dich zur Nutte in der Haftanstalt. Mir pisst keiner ans Bein. Ich bin der, der pisst. Ich bin der, der dich trifft, der dir deine Würde nimmt und danach deine Bitch. Jeder, der mit Dumm kommt, wird von mir gefickt. Und zwar klick, klack, boom. Wie bitte? Klick, klick, klack, boom. Ich töte für die Ehre, ich töte für den Ruhm. Biatch, was willst du schon tun? An die lebende Legende kommt einfach keiner ran. Der Inbegriff vom Gangster, der einzig wahre Mann. Bares in den Taschen, klares in den Flaschen. Schutzgeld von jedem Laden auf der Straße. Bitches blasen mit Ferrari 180 auf der Straße Richtung Hafen, wo Waffenladung auf mich warten. Shit rauchen, missbrauchen, Messer ins Gesicht tauchen. Kopfstapel wie Misthaufen. Ist auf dem Sonntag nichts, worauf ich Bock hab. Ich geh lieber in die Küche und ich koch was. Dann werd ich mit meinem Crystal Mass das Licht wie Prisma breches bis zuletzt. Jede Bitch perplex, bis der Kiss nachlässt. Der Shit, der schmeckt und ist heiß begehrt. Bitches, denn er mit Heisenberg. Keiner werden eingefällt, im Keller eingesperrt. Und dank dem Fahrradschloss werden auch Gäbel zu Preise werden. Nicht weit im Wert steht der A wie im Kreisverkehr. Kristalle kochen ist meistens die Reise wert. Doch bevor es losgeht, mach ich reinen Tisch. Hab mich schließlich zu lange hier schon eingemischt. Ihr weißt es jetzt. Science, bitch! 175.000 Euro in den Socken drinne. Such lieber das Zweite, so wie Bitches bei einer Vogelspinne. Ich gewinne immer, sobald ich das nicht gedimmt hab. Kriegen Mütter in den Hintern für die Sünden ihrer Kinder. Neue Felgen auf dem Cadillac, Federtrack im Shake Deck. 10 kW Bassystem, scheiß auf den Affenfilm. Jedem Finger ein Juwel, nix Kristall, Diamant. Küss sie an, aber sie nicht vor. Ich hab abgezählt. Leistest du Widerstand, muss ich deine Verwandten quälen. Und du kannst deinen Sohn aus seinem Mutter gefickt in den Rand zu schälen. Blumen auf den Friedhof für die Schwulen von der Kripo. So viel Kohle wie Don Vito. Attention, mi amigo. Wieso hast du keine Ehre? Pack dein Kopf aus und zeig ich dein Kopf am Sonntagstraining. Mit deiner Fettrotz-Boxer. Bring mir ein Drink, sei ein nützliches Kind. Und träum weiter davon, dass du mal bei Glücksrad gewinnst. 2018! Halt die Fräse, du Hurensohn! Battle of the Beats! Ho! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Fick in die Schwanzloch! Wahnsinn! 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 Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, sowas hat das Delphi noch nicht gesehen. Und ich kann es beurteilen. Vielen Dank, Jungs. Wir sehen natürlich noch mehr und wir hören vor allem noch viel mehr. Habt ihr so Lieblingssongs, auf die ihr euch potenziell schon freut? Ich weiß, was kommen wird. Sag heute mal, Abend? Hier. Ja, heute Abend. Vielleicht erfüllen dir auch Wünsche. Ich glaube nicht, aber vielleicht haben wir ja Glück. Und es wirkt wie nicht abgekartet. Ja, ich bin natürlich da subjektiv und würde mich freuen über Swayze. So, da schauen wir doch mal. Ich sehe den Tim da oben schwitzen. Ich sehe den Hannes ganz dringend den Textzettel ausdrucken. Gut, das schauen wir nachher. Wir machen jetzt eine ganz kurze kleine Werbepause. Wir sind gleich wieder da. 7 Spieler haben wir noch. Ihr könnt natürlich mitmachen unter dem Hashtag Battle of the Beans. Eure Meinung abgeben und ihr im Saal. Ja, jetzt kurz Pischon gehen oder was auch immer. Wir sind gleich wieder da. Willkommen, bis nachher. Macht's gut. Wahnsinn! Oh, da ist fantastisch. Ja. Ups. Moin, moin. Herzlich willkommen zurück zu eurer Feier. Ne? Das muss man ja an dieser Stelle mal sagen. So hat jeder seine Zeit genutzt. Die Hälfte der Leute ist schon gegangen. Ja, ja, stimmt. Da habe ich wohl ein bisschen vollmundig hier von Toilettenpause und so geredet. Ne? Ihr könnt auch die nächste Matz-Alternativ nutzen. Je nach Spannungslage. Ich habe gerade die brandheißen Zahlen bekommen. Nicht, um den Druck bei euch zu erhöhen, aber einfach mal kurz zu sagen, wie viele Menschen gerade mitmachen. Wir haben hier 350 im Saal. Vielen Dank, dass ihr hier vor Ort seid. Zweitbeste Quote.
so ja, viele Mitarbeiter. Bei Circle Sanctuary auf jeden Fall. Und wir haben aktuell in der Spitze irgendwas über 23.000 gehabt, die uns draußen zuschauen. Vielen Dank an euch. Ja, vielleicht geht da ja noch ein bisschen was. So, meine Lieben, wir sind zurück. Battle of the Beans heißt das Ganze. Wir feiern unseren dreijährigen Geburtstag und unseren dritten Geburtstag, um ganz korrekt zu sein. Und wir spielen Spiele. Eins haben wir gespielt, 7 Folgen noch und das nächste wartet direkt dahinter. Gibt es bei euch jetzt irgendein Spiel, wo ihr sagen würdet, alter Verwalter, das ist gar nicht meins? Tilt, Flipper. Also, ach, scheiße! Andreas, können wir... Ja. Also wirklich jetzt ein Computer... Ja, irgendwas, wo du sagst... Nee, allgemein, eine Disziplin. Weil die Disziplin, das habt ihr ja schon gemerkt, das sind quasi Shows, die wir im Programm haben, die wir ja in Miniaturform heute Abend hier wieder zelebrieren. Irgendjemand so, der sagt, boah, das wäre so gar nicht meins. Royal Beef. Okay, ich merke schon. Ja, gut, du bist super relaxed natürlich. Wir sind der pfeift sich auch einen Bier nach dem anderen. Ja. Ich hatte gerade als einziger keines. Gibt vielleicht schlechtere Pläne, aber ich würde sagen, wir wollen uns alle zusammen nicht weiter auf die Folter spannen. Vorhang auf für das nächste Spiel. Es wird die Mini-Lädchen-Show. Ja. Wir... Das Schöne an diesem Spiel ist jetzt tatsächlich, ich glaube, keiner von euch hat es jemals gespielt. Ihr wart alle bisher nur Zuschauer. Habt euch darüber lustig gemacht, über die Dummheit, über die Unfähigkeit. Heute tauschen wir mal. Habt ihr Bock auf eine Runde verflixte Klicks? Dann ab dafür! Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Verflixte Klicks. Freunde, macht einen Riesenapplaus für Florentin Will. Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. Hallo, Dankeschön. Freut mich, große Ehre. Hallo, Dankeschön. Und einen wunderschönen guten Abend zu dieser fantastischen neuen Ausgabe von Verflixte Klicks! Völlig richtig. Aber Verflixte Klicks, das sind nur Worte. Was sind das hier? 4 Leute, die vor dem Greenscreen sitzen. Was ist das eigentlich, Verflixte Klicks? Und im Grunde ist es sehr einfach zu erklären. Wir schauen uns Videos an und versuchen zu erraten, wie viele Klicks sie haben. Aber wir spielen heute eine besondere Edition. Und zwar schauen wir uns heute nur Videos aus dem Rocket Beans TV-Kosmos an. Das heißt, alles Video, die ihr potenziell schon mal gesehen haben könntet, vielleicht sogar schon Erfahrungen damit gemacht habt. Und es läuft heute ein bisschen anders ab, denn bei den Proben wurde sehr viel gegeiert. Gegeiert? Sehr viel gegeiert. Wer hat gegeiert? Deswegen, ja. Hey. Was? Wir alle geiern mal. Geiern ist menschlich, okay? Wir sind auch nur Menschen. Das heißt, wir geben eure Schätzungen heute ab, indem ihr eure Schätzungen einfach auf den Zettel vor euch schreibt. Und dann werden die Schätzungen gleichzeitig offenbart. Wir spielen insgesamt 5 Runden, das heißt, wir werden 5 Videos sehen. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt die Runde. Ihr seid sehr still. Bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt aus den 416 Folgen. Das war gerade so. Ja, okay. Das ist doch 4-3. Also 4-3, was ist das für ein Format? Wir schauen mal ins erste Video. Ein absoluter Klassiker der Rocket Beans Eon. Und was ich vergessen habe zu sagen, Nils, ja. Dir wird heute die ehrenvolle Aufgabe zuteil. Na? Dir gehört die Maus. Oh, warte mal, das bedeutet? Was? Ich kann... Die Maus. Oh. Die heilige Maus, heute in Nils Händen. Du darfst... Ich um zu sehen, wie einfach es ist, eine Maus zu bedienen. Ei. Darfst du die Maus heute bedienen? Guck mal, das bin ich, die Maus hier. So. Klick einfach mal los und beschreibt, was ihr seht. Und mich würde natürlich nicht nur eure Schätzung interessieren, sondern natürlich auch, wie ihr darauf kommt. Bitteschön. Soll ich Play drücken? Drück Play. Ja, guck mal, das geht doch. Guck mal, das geht doch. Darf ich jetzt machen?
So, was seht ihr? Situation, darf ich jetzt Pause machen? Du darfst aufs Skip gehen, okay, nachdem, wo du hin möchtest. Warte, ganz kurz. Das war von dem Operation Klimansland Nummer 2, glaube ich. Klimansland wurde den Webvideopreis zurückgeholt hat. Wieso hast du den Stopp gedrückt jetzt? Weil ich reden wollte und dann hast du aber geredet und dann dachte ich erst, ich habe doch Pause gemacht, wieso redet denn noch? Ja! Habt ihr auch gedacht, ne? Hast du schon mal verflixte Klicks geguckt? Lass das Ding laufen. Ich guck mal, ob das nochmal funktioniert. Nein, aber bei verflixt, ja, okay, gut. Fischkarte? Was ich außerdem noch vergessen habe zu erwähnen, jetzt mach doch dies, an. Es gibt heute keine Fischkarten. Ja, aber ich hab... Hey! Die Fischkarten gibt es einzig und allein auf den T-Shirts gedruckt im Rocket Beans Shop. Kauf das Zeug! Na gut. Keine Fischkarte für ich euch. Mach wieder an, ne? Schaut mal rein. Sorry für die mach jetzt an. Programm, für den Programm. Oh, ist das Gunnar? Der ist ja schon lange nicht mehr da. Was wir hier sehen, ist eine Live-Situation. Wir sind hier in unserem Situation Room. Ja, könnt ihr euch noch erinnern? Ja, natürlich. Also, ja, gestern wäre. Auf welchem? Das ist das Video, was bei uns lief, oder? Richtig. Bei, da muss man ein bisschen runternehmen im Vergleich zum Klimasland. Ja. Die haben ja ein paar mehr. Richtig. Ich weiß, das heißt, ich weiß, Simon, wie, in welchem Bereich liegst du? Was schätzt du? Ich weiß ziemlich genau. Ich schätze 70.000. Gut, dann schreib das doch einfach mal auf deinen Zettel, bevor es die anderen wissen und geiern können. Nee, 71.000. Ey, ist lustig, 73 wollte ich sagen. Nee, zu spät, du musst jetzt eine andere Zahl suchen. 70er sind durch. Oder? Jetzt, die dürfen nur noch die anderen nehmen. Vergiss es, da kannst du nicht gewinnen. Ich kenne die Regeln. Also, es ist auf jeden Fall eines der bekanntesten Videos, eine absolut legendäre Aktion hier, als der Webvideopreis geklaut wurde. Jetzt bitte eure Schätzungen auf die Zettel schreiben, bitteschön. Ja. Simon? 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 Ey, ganz ehrlich, wir sind echt ganz große Fans. So, ihr habt alle eure Schätzungen geschrieben, hoffe ich. Eddie, ich habe große Hoffnung in dich. Ich weiß es ganz genau. Enttäusch mich nicht. Ich habe es auf die Kommastelle. So, ich glaube, wir können das Video mal pausieren. Und jetzt bitte eure Schätzungen. Oh nein. Oh. Oh. Oh, okay. Einmal die Schätzungen. 1000. Ich würde sagen 71.000. Nils, das ist der Erste. Sehe ich das richtig? Das ist korrekt. Das ist 172.000, so doof bin ich okay, nicht. Okay, gut. Nils sagt 62.000, Budi 56.000, Simon 71.000 und Eddie sagt 51.000. Sehr nahe hier an Budi. Was sagt ihr? 8, okay, 8, wir gucken mal. Das ist keine offizielle Zahl. In der Richtung, wir schauen mal, wie viele Punkte es tatsächlich sind. Bitteschön. Und es sind? Ich bin so aufgeregt. Ich auch. Und es sind? Ich kann es nicht sehen. 72.000, damit geht der Punkt an Simon. Ey, aber wie geht? Simon, 72.000. 72.000. Ich wollte 73 sagen. Ich wollte auch 73 sagen. Und dann hast du 73. Ich habe schon. Nee, lass mich jetzt auch mal. Schau mal, Eddie. Die Lösung ist nicht hier oben. Die Lösung ist hier drin. Okay? Gaga. Okay? Gaga. Zweite Chance. Video Nummer 2. Scheiße. Gaga. Vielleicht werdet ihr noch einige von euch sich daran erinnern können, denn es ist an keinem anderen Ort als genau diesem Ort hier entstanden. Und zwar letztes Jahr, oh ja, letztes Jahr beim großen Bean Special, dem großen Finale von Beards. Ey, das ist schwer. Es gab so viele Fanvideos zu Blaute, die mehr Videos hatten insgesamt als jeder einzelne Teil. Also, es ist das offizielle Video von Rocket Beans TV, Teil 7 von 8. Nehmt das? Die 8, 7 von 8. Und das ist das Rap Battle. Wir sehen hier einen jungen, virilen Hannes. So. Ja, beschreibt mal euren Denkprozess. Wie geht der vor? Was denkt ihr? Also es ist definitiv in den 100.000ern. Die Frage ist eben 200.000, 300.000 oder 400.000, da es um Alkohol Blauke geht. Und da war schon Endstadium. Mhm. Plus Rap-Battle, plus Ede im Rap-Battle. Ja? Das muss explodieren. Also kurz, es knackt an der 500.000, würde ich sagen. Knackt an der 500.000, okay. Wir haben wenig Videos, die 500.000 haben. Na, aber also es hat ja auch nicht... Nein, Moment. Mein Tipp wäre 445.000. Dann ist alles okay. Alles klar. Aber es war schon auf dem Weg zu richtig legendär. Aber es ist nicht korrekt. Schreibt bitte eure Schätzungen auf die Karte. Sondern die korrekte Zahl lautet... Moment! Hat jeder geschrieben? Mhm. Ja. Mhm. Also gut. Dann bitte einmal die Schätzungen vorlesen. Nils?
Nun, ich habe mich für 358.000 entschieden, aber schon bevor Simon geredet hat. Budi? Ich habe 288.000 geguckt. Du hast offensichtlich noch nie YouTube besucht. Simon? Ja, wie gesagt, 445.000, jetzt denke ich vielleicht ein bisschen zu niedrig. Ihr seid so dumm. Es ist 672.513. Okay. Wow. Ich hoffe, dass du recht hast. Also, das war der Stand gestern. Das weiß ich, was heute ist. Ich würde mal sagen, insgesamt sehr großes Vertrauen in die Rocket Beans TV-Zuschauerschaft hier an der Stelle. Oder Marketingabteilung. 600.000, 500.000. Wir schauen mal ganz kurz nach, was richtig ist. All eure Ehre singt dennoch um die 178.000! Budi gewinnt und Etienne mit Abstand am weitesten entfernt. Ja. Hey. Das war knapp, ne? Das war knapp, oder? Wo sind die denn alle hin? So, kommen wir zum nächsten Video. Ein völlig willkürlich gewähltes Video hier aus dem erfolgreichen Format. Ich hoffe, man kann Video es sehen. Video, streng ich mich verflixte Klicks, du kannst auch gerne mal ein bisschen rumklicken. Welche Folge? In dem Video? Ja, Staffel? Vorbei. Das ist Staffel 2, insgesamt Folge 18. Aber welche Folge der zweiten Staffel? 18. Ja. Folge 18. Folge 18. Also das ist insgesamt die 18. Folge. Welches Jahr war das wie viel denn? Wie viele Folgen hatte die erste Staffel? Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's, danke. Richtig. Richtig. Welches Jahr war das, Florentin? Das war 2017. 17. Also ich sag mal, also 2017 Kamera, war Kamera ist ein bisschen Jahr. Unscharf. 2016 war auch kein gutes Jahr. Der Typ rechts, weiß nicht, das gucken nicht viele. Was sollen die Kronen? Aber geiles T-Shirt, der Typ da links, ist schwierig. Ja, beide gute T-Shirts. So, schreibt eure Schätzchen auf. Sehr in seiner eigenen Blase. Ja. Das stimmt schon, ja. Sie ist schon sehr Meta. Ja, ist schon sehr Meta, ne? Was soll ich sagen? 4 zu 3, 16 zu 9. Das ist vollkommen kirre. Es ist. Okay, ich. So, wir brauchen einen Tipp. Ich sage mal 34.000, weil das mein Tipp ist. Was? Wieso bist du eigentlich immer zuerst dran? Er hat nach einem Tipp gefragt. Er hatte doch gar nicht geschrieben. Entschuldigung, er hat doch dieselbe einen Tipp. So, das ist so ein bisschen wie beim Gewicht. Man weiß nicht, will man zu wenig geschätzt haben oder zu viel geschätzt haben. Weißt du, was das Problem ist? Ja. Ich würde ja eigentlich voll wenig machen, aber du bist hier auf der Bühne. Und ich will gewinnen, aber ich möchte dich auch nicht kränken, indem ich jetzt meine Erwartungshaltung zu niedrig halte. Und das ist genau das Ding. Und jetzt werde ich überbieten wahrscheinlich. Und dann verliere ich. Deinetwegen. Okay. Bitteschön. 12.000. Nein, das war ein Scherz. 34.827. Okay, ich weiß. Das ist 34.000 von Nils Budi. 31.852. Also nah bei den dran. Simon. Wir sind alle sehr nah, 34.000. Du schnudelst doch hier. Oh, die 34.000, Nils hat 34.800, Eddie. 38.320, denn ich glaube an euch. Okay, 38.000. Und wir schauen mal, wie die Lösung aussieht. Oh! Okay! Man kann es nicht sehen, man kann es nicht sehen! Es sind 53.000! Okay! Ja, Mann! Das war sehr schön. Damit gewinnt Eddie. Guck sehr mir ausgeglichen. Kannst schon mal das nächste Video aktivieren, bitte. Ja. Ach, soll ich denn machen? So, es gibt noch zwei Videos. Ihr müsst euch ranhalten, um den Sieg hier davon zu tragen. Soll ich mal hier drauf klicken? Wir kommen zum nächsten Video. Lass dir Zeit. Wir haben Zeit. Nochmal Glückwunsch an Sebastian W. an der Stelle. Haben wir Sebastian W. hier im Publikum? Nein. Schade. Cheater mal aufstehen, bitte. Jeder, der gecheatet hat, steht mal auf, bitte. Sehr gut. Nächstes Video. Achso, einfach mal. Ja, ist das jetzt der hier, ne? Ganz ruhig. 50.000? Oh. Welches ist das? So, nächstes Video. Pinball. Eines meiner persönlichen absoluten Lieblingsformate, vielleicht die meisten erinnern sich noch daran. Gerade geschrieben, wir 87. Colin mit seiner geheimen Leidenschaft, dem Flipperspiel. Welches Spiel war das denn? Pinball Arcade. Aber es ist natürlich ein älteres Video, weil es im Keller stattfindet, Colin auch noch Zeit hatte. Ja. Eventuell hatten wir da noch mehr Klicks, aber wir hatten höhere Live, dadurch weniger VODs vielleicht. Okay. Es ist schwierig. Ich verstehe. Pinball interessiert keine Sau. Ja, aber du musst den Faktor... Hey, Leute.
Faktor Colin darf man nicht vergessen, also würde ich auch auf jeden Fall halbieren. Egal wie viel. Also doppelt halbieren wegen Pinball. So, guck mal rein, was passiert. Ja, also passiert ja gar nichts. Ist das immer so Kalaki auch auf Dennis setzen? Ich will das gerne sehen. So. Schau mal, kannst du mal ein bisschen... Da wird einfach zu viel geredet. Wir müssen direkt zum Punkt kommen. Wir müssen direkt reinkommen. Guck mal, der labert der Colin Gable, ey. Ich hab einen Vorteil, dass ich das Datum gesehen habe. Also 11.06.2015. Wow. Also 2015? Ja, das ist wirklich fast 3 Jahre her. So, ich bin mal gespannt. Eddie, was sind welche? Es gibt auf jeden Fall da draußen eine ziemlich... potente Flipper-Szene. Also ja. Ich glaube, es sind 4 oder 5 Leute, die das direkt mehrfach geguckt haben, das Video. Die heißen alle Gable mit Nachnamen. Die heißen alles, glaube ich, Gable Boys. Ich habe schon. Schwer. Gut. Ja, wenn ihr euch so sicher seid, dann bitte mal euren Tipp. An der Stelle alles klar. Wie viel Vertrauen habt ihr in Colin? Ich kenne das Gefühl, Colin. Ich kenne das Gefühl, verdammt nochmal. Aber für dich ist es gut ausgegangen. Mach dir mal. Moment, ich muss noch eine 1 dazu machen. So, Frage, ich bin mal gespannt. Eddie, wir fangen mal bei dir an. Shit, ich habe gerade Nils Zahl gesehen. Ich habe 18.279. 18.000! Ich glaube, okay, Simon. Pinball seit 2015 erreicht 23.000 Menschen. Ich habe 16.911. Es tut mir leid, Colin, aber siehst ja. 16.000. Und Nils? Zeit von relativ ich habe gedacht, ich muss einen Extremwert nehmen, sonst gewinne ich hier gar nichts mehr. Deswegen habe ich 11.111. Colin, es geht um Punkte. Es sind jetzt 32.600. Nun, wir schauen mal, wie beliebt Flipper tatsächlich ist. Wir schauen uns die Auflösung an. Bitte hier, um die Klickzahlen. Es sind 4.108. Nils gewinnt die Runde. Was ist das für eine Umarmung? Yeah. Ich wusste es. Shit. Es ist so bescheuert, Alter. Ich sag's nur. Du musst nur auf die Erfolgslosigkeit von Colin tippen. Ja. Und dann nochmal halbieren. Und dann nochmal abziehen. Gegen Flipper, ja. Vor der letzten Runde schauen wir nochmal ganz kurz auf den Zwischenstand, wie es momentan aussieht bei den 4. Jeder ein Punkt. Extrem spannend. Und mit dieser Spannung kommen wir in die 5. Runde. Nils, bitte schön. Ja, ich freue mich. Das nächste Video ist dieses hier. Oh. Shit, okay, ja, scheiße. Oh nein, das ist... Etienne, vielleicht kannst du mal übernehmen, was hier passiert. Das ist aber eine Compilation. Ey, ich habe mir das eine Zeit lang so oft angeguckt, weil die Leute dich so schön beschimpft haben. Es ist immerhin nicht das, wo ich einschlafe. Hey, sag mal, welcher Teil ist das denn? Was ist denn ein Shiny? Ist das jetzt der erste oder der neue? Das ist das, wo ich das beim Shiny wegrenne. Ja, das sagt mir nicht. Ist es das... Ist es das alte oder das neue? Richtig. Das neue. Eddie hat leider seine Chance verpasst, eines der begehrten Shiny-Pokémon zu finden. Die Chance, ein Shiny zu finden, ist 1 zu 4.000. Ach, das ist das Video, wo er das Shiny sausen lässt? Richtig. Oh. Richtig. Er erkennt es nicht, er lässt es fallen. Und das war als kleiner Tipp... Das ist das Bild. Okay, dann müssen wir nochmal... Als kleiner Tipp, Rocket Beans war damit sogar auf 9Gag vertreten. Mit dieser legendären... historischen Situation. Oh fuck, ist das schwer. Entscheidet euch jetzt für eure letzte Schätzung. Die entscheidet, wer den Punkt von verflixte Klicks hier für sich entscheidet. Der hat geschummelt. Wie geschummelt? Der hat mir meine Zahl abgeguckt. Hat er gar nicht. Was denn? Okay, ich will gewinnen. Ich bin sehr gespannt. Shiny Pokémon Fail Clueless Trainer skips Shiny Magpie. Wie viele Klicks hat dieses Video, Nils? Alles fürs Entertainment. Also immer wenn wir die Hoffnung haben, dass wir irgendwie viral gehen können, machen wir englische Überschriften. Ja. Und das funktioniert ja nie. Ja. Deswegen, und da war auch der Pokémon-Ruhm schon so ein bisschen verblasst und so. Deswegen, ich hab wieder die Taktik gemacht, wenig zu machen, 127.328. 127.000 für Nils. Wie sagen alle nein? Wisst ihr das oder was? Wir gucken gerade nach. Höher oder tiefer? Ja, das kommt ja auch. Höher, kommt ja auch drauf, okay, wir schauen, was Budi sagt. 560.553. Budi. Zu viel. Unrealistisch? Ich hatte erst 230.000, aber dann habe ich es auf 320.000, weil das Teaserbild sieht schon klickbar aus. Das ist 1er Clickbait. Plus eine Compilation bringt immer mehr. Okay, Pokémon. 320.000 für Simon Eddy. Sorry. Natürlich. Ich war damit auf 9 gehackt. 999.909. Oh nein.
Okay, eine große Spannweite von Klickzahlen, die hier geschätzt werden. Ui, ui, ui. Wir sehen jetzt die Auflösung, wer gewinnt. Wir sehen es. 98.000. Dann gewinnt Nils. Nils gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Hab ich jetzt alles gewonnen? Du hast komplett gewonnen. Ich hab komplett gewonnen. Das ist gut. Und du hast Nils hat verflixte Klicks gewonnen. Yes. Woo. Dankeschön. Oh, du warst Scheiße. Super. Du warst toll. Tut mir leid. Dankeschön. Ja, ich fand Till gut. Ich fand Till gut. Tut's bald noch viel mehr leid, mein Lieber. Ich fand Till gut. Meine Lieben Damen und Herren, einen großartigen Applaus für den fantastischen Florentin Will, bitte. Dankeschön. Florentin, dankeschön. Florentin Will. Meine Damen und Herren. Kommt da wieder mit. Kommt da mit. Kommt da mit. Bist du sicher, dass da nicht eine Null gefehlt hat? Eddie, das war doch. Aber das war doch auf Nein. Das ist richtig was wert. Eddie, ich kann das verstehen. Als Gift hatte es mehr. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich glaube, wir brauchen gar nicht die Stühle an dieser Stelle, lieber Christian. Ich vertue mich da auch immer. Ich hätte auch anders getippt beim Flipper-Video. Deswegen, ich verstehe das, dass man sich manchmal so ein bisschen überschätzt. Kommt ihr einfach nach vorne hier oder setzt euch auf die Stühle, weil sie gerade da sind. Ja, da komme ich einfach hier hin. Aber es war doch auf Nein-Gag. Ja, Nein-Gag. Das heißt, vieles auf Nein-Gag. Ist doch nicht alles nur geil. Also, es ist wie Arte, da läuft auch nicht den ganzen Tag nur Sachen, die man sehen will. Aber fast. Ja gut, wenn Wickerman-Nacht ist, dann selbstverständlich. Ihr Lieben, zwei Spiele haben wir gespielt und weil es natürlich hochgradig spannend ist zu diesem Zeitpunkt, mal zu gucken, wie es denn jetzt gerade steht, würde ich sagen, machen wir das gemeinsam. Wir schauen mal auf die aktuelle Punktetabelle und die verheißt hier einen Gleichstand zwischen Budi und Nils. Richtig gut gemacht. Hammer wieder da. Haben wir gut gemacht. Und in meinem Herzen schlagen jetzt wirklich, jetzt in meiner Brust schlagen zwei Herzen, muss ich sagen. Ne? Warum? Weil eines hast du gewonnen, was mich sehr freut. Ja. Aber du hast, der Preis, der war zu hoch. Aber hatte ich nicht noch 4.000? Ne? Ja, du hattest mich überboten. Und das ist wiederum das positiv schlagende Herz. Ja. Ne? So ein bisschen. Aber das war damals, als Flipper auch noch nicht ganz so hip war wie heute. Ja, anders als jetzt. Ja, das ist halt so. Das stimmt. Ja. Meine Lieben, ihr wollt natürlich auch wissen, was künftig passiert. Wir wollen ja nicht nur in der Vergangenheit schwelgen. Gott behüte, wir haben ja vielleicht alle noch so ein, zwei gute Jahre vor uns. Und damit ihr vielleicht mal einen Überblick über das bekommt, was so in den nächsten Wochen bei uns passiert, haben wir keine Kosten und Mühen geschaut und eine hauseigene Lottofee engagiert, die selbiges tun wird. Unser kleiner Überblick über die Highlights der nächsten Monate. Hallo und herzlich willkommen zur Rocket Beans Programmziehung für das Jahr 2018. Es gibt viele Kandidaten, viele großartige Shows, aber natürlich können nicht alle es ins Programm schaffen. Welche es schaffen werden, das erfahren wir jetzt. Von 1000 Zahlen die schönste. Die 15 und das bedeutet für euch? Der absolute Wahnsinn. Das ist so ein bisschen wie auf der E3, ne? Ja. Dieser Szenenapplaus. Oh, ein Sequel! Es wird fortgesetzt. Das ist ja fantastisch. Muss man jetzt mal applaudieren. Hab ich gar nicht mitgerechnet, dass sie dasselbe noch mal weitermachen. Ja, das hätte ich mir nie gedacht, verdammt. Ja. Neue Folgen. It's amazing. Ja. Technology is so awesome. So sieht's aus. Und es wird noch viel awesomer, denn wir haben noch 6 Spiele, die wir beim Battle of the Beans. 6 Spiele? Ja. Selbstverständlich. Der Sophia kommt doch nicht einfach. Also, egal. So, meine Lieben. Nein, das war ganz aber wieder mit strengen Schlagen. Hat er die Sendelizenz mal wieder voll ausgereicht? Ganz schwieriges Thema. Ja, ganz schwieriges Thema. Aber ein ganz tolles Thema kommt jetzt: Produktinformationen und Kaufempfehlungen. Ja! Ja! Fantastisch! Wollt ihr Werbung sehen? Alles klar, ihr kriegt sie. Okay.
herzlich willkommen zurück hier aus dem Delphi Showpalast. Wir begehen immer noch unseren dreijährigen Geburtstag, a.k.a. Battle of the Beans. Zwei Spiele haben wir gespielt, jetzt folgt das dritte. Seid ihr genauso gespannt wie ich? Oh ja, ja. Klar. Alles klar, dann würde ich sagen, Sesam, öffne dich! Oh mein Gott. Oh, oh. Oh nein! Ja! Ja, meine lieben Freunde. Oh nein. Ich hab kein Booty. Ich habe schon Lose gesehen. Da wird gelost. Fuck. Unschwer zu erkennen als Speed-Randale. Und man sieht natürlich auch schon die Disziplin, in der gespielt wird. Die Modalitäten, die kennt ihr allerdings noch nicht. Und ihr wisst auch noch nicht, wer durch dieses Spiel führt. In diesem Sinne würde ich sagen, Vorhang auf für Runde 3. Hier ist Speed-Randale. Wer immer mich kriegt. Lasst alles aus euren Schläuchen für Fabian Käufer! Schönen guten Abend, vielen Dank. Runde 3, Battle of the Beans und unsere erste Gaming-Disziplin und ein echter Klassiker im Rocket Beans-Programm, nämlich Speedrandale. Ein Format, eines der wenigen Gaming-Formate bei uns, wo es wirklich auf Können ankommt. Deswegen laden wir uns dafür in der Regel Gäste ein, heute aber nicht. Heute obliegt es euch Vieren, euch zu beweisen in einem Spiel. Colin, es ist gut, dass du da geblieben bist. Du kannst uns nämlich assistieren bei diesem Spiel. Bleib einfach gleich da. Ihr vier tretet an in einem echten Klassiker der Spielegeschichte. Das NES-Mini, was hier unten steht, gibt vielleicht schon einen kleinen Hinweis darauf, was es sein könnte. Ja, in der Theorie zumindest. Wir haben gerade eher einen anderen Klassiker der Rocket Beans-Sendegeschichte, nämlich das kein Signal. Bild. Ach, das ist schade. Das war aber eben noch da, bevor Simon den Fernseher berührt. Leider stimmt das. Oh, ich habe ihn hier hingeschoben, weil er nicht in der Mitte beider Sofas war und somit die Wettbewerbsfähigkeit nicht garantiert war. Und du weißt gar nicht, ob du da sitzen bleibst. So, ihr wisst doch auch noch gar nicht, wie das genau hier laufen wird. Eddie, welches Spiel wird es werden? Ja, ist das Ding aus Kopf? Was soll das denn? Ich habe es ja eben gerade gesehen, es war Super Mario Bros. 1. Richtig. Jetzt seht ihr mal diese absolute Premiere an dieser Stelle, ne? So, der Knies knabbelt man da an dem Kabel persönlich rum. Kümmern sich hier was um die Instandsetzung. Was ist denn das? Technik. Was kann man das machen? Ich denke, das ist mal ein kleiner Applaus. Und er wird sich beschwert über das Ich. Danke. Danke, Mann. Danke, Mann. Jetzt der ganze Druck. Reparieren, reparieren. Ich habe gar nichts gemacht, ich habe es nicht gefunden. Das gefällt mir, da könnte ich mich dran gewöhnen. Die hinten vielleicht. Es war aber Super Mario 1, oder? Richtig, ich kann ja in der Zeit schon mal, während wir warten, erklären, wie das funktionieren wird. Ihr werdet alle Welt 1-1 spielen, also den ikonischsten Level aus dem Spiel. Ihr habt zwei Versuche. Wenn ihr sterbt bei den beiden Versuchen, seid ihr disqualifiziert. Das heißt, wenn ihr einmal sterbt, okay, habt ihr eine zweite Chance. Ihr spielt abwechselnd, jeder spielt einmal, dann fangen wir nochmal von vorne an. Und damit es auch fair bleibt, werden wir einmal auslosen, in welcher Reihenfolge ihr spielen werdet. Colin, möchtest du schon mal die Kugeln verteilen? Aber unbedingt. Komm, jetzt mal einer ein Bällchenwitz hier, nein. Und dann geht es nur darum, wer quasi so die schnellste Zeit hat. Es geht darum, wer am schnellsten ins Ziel kommt. Ah, wir haben ein Bild. Da ist das Bild. Raphael, eine kurze Frage, woran lag es denn jetzt? Nein, ich würde das gern geklärt haben. Woran lag es denn jetzt? An dir. Das weiß keiner. Nein, aber das lag doch nicht an mir. Ja, Colin, möchtest du einmal das Spiel schon mal starten? So kann das auch plötzlich geht das Bild wieder, lag an mir. Na gut, okay. Ja, das werden wir heute nicht hinlänglich klären können. Die Geschichtsbücher werden darüber richten, wer jetzt schon. Das kann man später dann. Ihr habt auch schon ein Kügelchen genommen. Ich wollte warten, aber gut. Ja, welche nehme ich dann wohl? Die gute also Couch an Couch meets Speedrundale, oder was? Ihr spielt alle für euch einzeln. Deswegen gucken wir jetzt, welche Nummer ihr gezogen habt. Das legt die Reihenfolge fest, in der ihr spielen werdet. Ach so. Ich habe die 3. Okay. Ich habe, glaube ich, die 1. Ich habe die 2. Okay, das heißt, Simon hat den ersten Versuch, Level 1-1. Zwei Versuche hast du hast zwei Leben. Wenn du beide Leben verlierst, dann bist du quasi disqualifiziert und kannst nicht gewinnen. Es kommt nur auf die beste Zeit an. Das heißt, die Punkte sind egal. Ja, aber wenn ich sterbe, ist ja zu Ende. Ja, genau, dann darfst du noch einmal ein zweites Mal probieren. Wenn du dann auch wieder stirbst, dann leider nicht aber mehr. Aber das zweite Mal, ist das die zweite Runde oder in der Runde 1 zweimal? Also ihr spielt zweimal den Level 1-1. Ihr habt zwei Möglichkeiten, diesen Level zu spielen. Wir machen das zweimal, weil ansonsten wäre es für den ersten Spieler unfair. Und es gibt noch eine Einschränkung, die ist für euch alle ganz wichtig. Ihr dürft keine Röhren benutzen, um abzukürzen. Ihr müsst diesen Level von Anfang bis Ende durchlaufen. Okay, Simon, einmal das Spiel vielleicht starten. Als ob ihr jetzt alle eure Strategien ändert. Ja, nach der letzten Information. Gerade alles nochmal so durcheinander geworden. Okay, Colin, du musst den Timer bedienen.
Ja, ich habe ihn auch schon getestet. Das heißt, wenn Simon jetzt auf Start drückt, dann darf er nichts machen. Erst wenn Colin auf den Buzzer drückt, dann beginnt die Zählung. Ich werde auch runterzählen, um das direkt vor der ersten Runde zu klären. 3, 2, 1, Klick. Und dann geht's los. B ist Rennen und A ist Springen, oder umgekehrt? Come in and find out. Das findest du, glaube ich, raus. Ich glaube, der linke ist Rennen und der rechte ist Springen. Ich werde es euch nicht sagen. Okay, bist du ready, Simon? Du darfst drücken, dann muss Colin noch einmal jetzt den Timer starten und dann geht's los. Nichts machen. Nicht laufen, nicht bewegen, interessiert nicht die Zeit. Simon, du bist bereit. Okay, ja. Auf Go geht's los. 3, 2, 1, Go! Wow. Nein. Okay, also bis hier schon mal nicht so schlecht. Nein, das... Oh mein Gott. Nein! Ich kann es gar nicht mit angucken. Voll unangenehm. So, ja, da guck, was die alle machen. Da lachen die alle. Das ist ja voll einfach. Das ist ein aufbauendes Lachen. Das musst du unterscheiden, weißt du? Was? Oh! Okay, Simons erster Versuch ist durch. Abgeben an Budi jetzt bitte. Ihr macht das nacheinander. Okay. Wie, jetzt echt? Ja. Okay, ich raff's gar nicht. Okay. Darf damit du nicht beide Versuche direkt machen musst. Okay, reset oder was? Ja, ihr müsst das Spiel. Ich hab noch dieses Spiel einmal resetten. Du fängst jetzt von vorne einfach wieder an. Liebe Regie, könnt ihr mir noch mal einmal einblenden, ob der Timer resettet ist, dass es alles in Ordnung hat? Das sehe ich nämlich jetzt gerade leider nicht. Er ist resettet, wunderbar. Kann man das nicht auch eingeblendet? Bis zum Ende durchkommen. Ja. Man bekommt das doch eingeblendet. Man kann nicht mit dem Leben dann. Ach so. Ja, okay. Na gut. Bist du soweit? Nein. Okay. Dann würde ich sagen, starte den Level, warte auf mein Kommando. Und dann geht's auch für dich los. Dein erster Versuch. Warte, starten. Okay. Das konnte man damals noch nicht mit A oder B. Ne? Also, 3, 2, 1, go! Oh ja. Yeah. Oh, oh, okay. Oh, oh. Warum denn, Buddy? Mach das doch nicht! Das war natürlich smart jetzt, ne? Nee. Hat er sich eine Verlängerung quasi erkauft? Ja, das war's mal. Muss trotzdem schnell sein, muss schnell sein. Muss ganz schnell sein. Ich war schnell. Ja. Oh, okay. Und tot. Vorsicht, noch. Todesspalte. Todesspalte. Doppelt. Wunderbar. Yeah. Okay. Hast du gestoppt, Colin? Hast du gedrückt? Okay. Ah, nervös, ey. Ich hab gedrückt. Vielleicht müssen wir eine Millisekunde aufaddieren, sollte es spannend werden. Wir resetten jetzt einmal das Spiel, damit es auch wieder von... Oh, wie dumm, da bleib ich bei diesem Kackding hängen, ey. Vorsicht, das ist sehr anfällig hier. Okay, Versuch 1 von Eddie. Können wir doch einmal die Zeit von Budi bekommen, eigentlich auf dem Bildschirm? Mit welchem war schnell laufen, Budi? Hm? Was? B. Nein. 32, 4, 111, okay. Ach, da hinten sehen wir es. Ja, fantastisch. Ich resette mal eben den Buzzer. Stopp. Ist er jetzt? Der Buzzer ist resettet. Okay. Wunderbar. Wir sind bereit. Ja. Eddie, bist du bereit? Dann geht es los auf 3, 2, 1, go. Oh, das war gut. Jawohl! Oh! Sehr gut gestartet, Eddie. Aber dann... Fucking schade! Ey, du hast noch einen zweiten Versuch. Das war ärgerlich. Du kannst gleich an Nils weitergeben. Okay. Colin, Timer. Timer sieht, glaube ich, gut aus. Ihr könnt mir das auch kurz zwischensagen, wenn der gut ist. Wunderbar. Jetzt auch für dich gilt auf 3, 2, 1, go. Alter, Budi, ey. Oh, sehr gut. Hey. Ja, oh. Ist das spannend? Ist das... Oh. Oh. Schade. Aber nee, es war gut. Okay, Colin, einmal neu starten. Nein, Druck. Oder? Wie dumm war das denn? Oh, so, wir setzen einmal kurz das Spiel. Wir halten fürs Protokoll fest. Erste Runde. Wir haben nur eine gesetzte Zeit und das ist automatisch der Führende, Budi. Aber ich muss jetzt ran, oder was? Nein. Okay. Ich wollte die Anlage kurz aufbauen. Der Einzige, der überlebt hat, ja. Genau. Okay, also ich muss hauptsächlich durchkommen, sollte ich jetzt vielleicht als mein Ziel wenn setzen. Du eine sichere Zeit setzen möchtest, ja. Will ich. Naja, aber du, wenn du nicht 32, schneller, 4, 1, wenn du schneller bist als Budi, ist auch egal. Ja, aber es ist doch auch schön dabei zu sein. Immerhin eine Zeit.
Okay, ich mach's jetzt. Ich mach es. Du drückst. Aber der zweite Platz bringt dir nichts. Zeit. Also gewinnen ist schon... Was war sein Zeit eben? Was war Budis Zeit? 32,411. So. Unter 30. Muss ich also. Das, Budi, dass du so gut mit Zahlen umgehen kannst, ist für dich. Dafür nicht so gut mit Wörtern. Also mal, übst du da eigentlich gerade? Nein. Ich hab noch Gott behüte. So, es geht los. Simon, drück dich rein. Ich gebe dir die 3, 2, 1, go. Und dann startet dein zweiter und letzter. Entschuldigung, ich warte doch öfter wieder. Soll ich nochmal neu? Dann musst du. Wie kann man. Das ging damals noch nicht. Ich musste zur Konsole gehen und jetzt resetten. Oh, es hat. Ich bin einfach nur eine bessere Zeit und so, bla, bla. Ja. In manchen Ländern gilt das als Versuch? Nein. Aber nicht im Delphi-Land. Okay. So. Achtung. Das ist gut. 3, 2, 1, go. Ja! Die alte Bremsrohre wieder am Start. Ausgezeichnet. Alter, okay. Der verzögerte Bumba, ne? Von euch? Das ist echt, alter Verwalter. Budi. Vielen Dank. Hast du jetzt überhaupt noch irgendwas, so was wie Ehrgeiz in dir? Selbstverständlich. Pilz nehmen am Anfang oder nicht, ist die Frage. Ja, schwierig, ne? Satans Pritsche. Das ist wirklich... So. Aber Budi hat ihn auch genommen, also insofern... Auf. Musst du ja dann... 3, 2, 1, go! Diese Moonwalk-Momente finde ich eigentlich am geilsten, ne, die er da macht. Ja, jetzt kann er natürlich... Stark. Jetzt kommt wieder... Shit, das ist ja noch besser. Ah, den dritten. Oh, komm nun! Zu viel Geschwindigkeit verloren jetzt. Du bist zu langsam. Ja. Und jetzt und... Ja. Jawohl! Alter, 29. Oh, dumm! Dumm, ey. Das war eine verdammte Verbesserung um 5 Sekunden ungefähr. 30 Sekunden Grenze gerissen, 29,061. Fantastisch. Hallo! Du musst mit deinen Worten neu starten. Kannst keinen Pilz nehmen jetzt, wa? Muss man sich beeilen. Ja. So, wir sind bereit, Eddie. Versuch Nummer 2 auf. 3, 2, 1, go! Ist dreckig gelacht. Yes! Was ist mit einem Yes! Fabinger, hab ich richtig verstanden? Danach ist noch eine Runde. Nee, danach ist fertig. Ah, danach ist fertig, oder was? Oh, komm, wenn ich noch eine machen. Weil du bist der Einzige, der bisher überhaupt eine Runde gesetzt hat, oder was? Du musst das jetzt machen. Wir sind solche Loser. Das gibt's nicht, ey. Du bist der Einzige, der das jetzt noch reißen kann. Wir können nicht mal Super Mario das erste Level und machen irgendwelche Pupkis-Formate. Ja, komm, los geht's. So. Nils, dann beweis mal. Jetzt gilt's natürlich drum. Entweder holt sich Budi seinen zweiten Punkt oder vielleicht der Nils. Komm, du hast es gut gemacht. So, Nils, bereit, wenn du es bist. Vielleicht noch mal kurz einmal durchatmen. So starten. Lässig starten. Und dann geht es los für dich, Nils. Die letzte Möglichkeit, Budi hier den zweiten Punkt abzulunzen. 3, 2, 1, bitte. Spektakulärer Start. Ja. Ja. Vorsicht! Eieiei. Jetzt hast du es! Ja! Sprung! Nein! Nein! Alter, was ist das denn? Oh Gott! Okay, sehr, sehr knapp gewesen. Drei Versuche. Aber ich glaube, Budi knapp vorne. Drei Versuche, oder? Drei Versuche. Nein, wir können hier drei Versuche. Wir können die Regeln nicht beugen, auch in Delphi. Welche Zahlen? 29, noch 30, irgendwas. Wahnsinn. Du hattest, glaube ich, 30,415. Weil ich da an den Pinnabel hängen geblieben bin. Ja, und dann die Todesspalte und dann Stopprohr. Und dann bin ich da... Absolut. Und der Gumba-Tanz, da kam eins zum anderen, aber es war verdammt gut.
Aber gut reicht hier natürlich nicht. Gut reicht nicht. Denn hier holt sich Budi seinen zweiten Punkt und geht mit 2:1-0 in Führung. Wahnsinn. So, meine Lieben. Ey, wollen wir nicht einfach den ganzen Abend das weiterspielen? Finde ich nur. Nein. Lass mich kurz drüber nachdenken. Warte, ich guck mal. Wir haben gar keine Zeit. Genau, wir wollen ja noch flippern heute Abend, munter miteinander. Nein, jetzt kommt wirklich, es kommt was zum Durchlaufen. Auf besonderen Wunsch von manchen anwesenden Menschen hier haben wir ein Format ins Leben gerufen, das in dieser Form noch nicht auf dem Sender gezeigt wurde. Jawohl, eine echte Premiere an dieser Stelle. Virtual Reality und Star Trek. Das ist eine Sache, die unter Umständen sehr gut zusammenpasst, manchmal aber auch einfach im totalen Chaos versinkt. Wir haben eine neue Serie ins Leben gerufen, die heute quasi pilotiert wird. Und es hängt auch maßgeblich von euch ab, ob Space Tales, so haben wir das Baby genannt, natürlich in die Verlängerung geht. Heute gibt es auf jeden Fall die erste Episode. Und sie hört auf den fantastischen Namen. Hast du doch gerade gesagt. Brücke sehen und sterben. Viel Spaß damit. Was bisher geschah. Ihr seid echt die geilste Crew, mit der ich je unterwegs war. Ich bekomme gerade Meldung rein, dass wir vorhin außerdem Ihren Penis mitgescannt haben. Ich habe die Ergebnisse. Wollen Sie sie sehen? Nein, die interessieren hier niemanden an Bord. Sehen Sie, Kapitän. Das ist das Ergebnis. Verschollenes Schiff auf den Sensoren aufgetaucht. Oh ja. Hier spricht die USS Nicholson. Unser Schiff ist schwer beschädigt und hat Strahlungslecks. Sie müssen es zerstören. Ja! Ja! Breaking the law! 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 Ja, komm, bei Wing Commander hätte das gereicht. Sie und Ihre Crew haben gerade die Kobayashi Maru Simulation abgeschlossen. Nach ihrem erfolgreichen Einsatz im Simulator war die Crew der Kentert gleich zu einer ehrbaren und pflichtbewussten Eliteeinheit gereift, die sich nun den ernsthaften Bedrohungen der Föderation stellen konnte. Dennis. So, Ruhe auf der Brücke, Aufmerksamkeit zum Captain. Hallo? Kapitän. Was ist denn da für der... Ich bewundere Ihr Umstyling, Maschinist Nils. Maschinist Nils vollzog lediglich das vulkanische Kalto, eine neutrale Begrüßungsform. Doch Kapitän Colin nutzte die Gelegenheit, um die Stimmung aufzulockern. Was mache ich? Ich sehe deine Hand nicht. Ich melde mich. Nee. Okay, achte. So, jetzt. Ja. Das war eindeutig das vulkanische Zeichen für Freude. Nein, das war Dennis onaniert. Und jetzt? Colin onaniert. Ah. Ich weiß es. Vielleicht mal mit einem kleinen Spaß anfangen. Kleineres Teil, ne? Ja. Selbst angesichts der tödlichen Missionen, die vor ihnen lagen, zeigte die Mannschaft stahlharte Gelassenheit. Heute fahren wir heute ins All, wir überschallen, fahren mit dem Enzikogi in den Stall, komm noch mit, junges Mädel auf den Ritt. So, stopp, jetzt genug! Mit einem Machtwort beendete Kapitän Colin den Schlachtengesang, denn die Crew musste sich nun für eine der tödlichen Missionen entscheiden. Rettungsmission. In Not befindliche Zivilisten verlassen sich darauf, dass die Sternenflotte sie rettet. Oh, das ist schön. Oh, du mit deinem scheiß Hilfefimmel immer da. Krieg! Okay. Das ist unser Heil! So, pass mal auf, machen wir jetzt. Aber ich muss euch warnen. Nur für erfahrene Crews geeignet. Unter Hochdruck flog die Kentert gleich zum letzten Standort der Suchobachi, um sie aus den Fängen angreifender Klingonenschiffe zu befreien. Meine Frau, sie nervt mich. Immer. Und mit jedem Tag wird's schlimmer. Also nimm mich mit, Kapitän. Ilse. Wir sind schwer beschädigt und werden von zahlreichen Gegnern verfolgt. Erbitte sofortige Unterstützung. Wir brauchen sie jetzt. Oh shit. Captain, wir sind offenbar im Chinesensektor. Ich habe 3 Popherzen auf dem Bildschirm. So. Auf ihrer Mission, die Suribachi zu retten, verkannte die ungestüme Crew der Kentert gleich zunehmend den Ernst der Lage. Feuer frei und Spaß dabei. Nein! Oh, ja. Wo ging der hin? Nee. Der hat mit Effet geschossen. Und? Oh, yeah. Oh,
ist doch super. Ich habe leider nichts gesehen, weil ich zu weit hier rechts vom Fenster sitze. Oh, ich drehe das Schiff ja schon. Ja. Ich habe immer noch keinen Kaffee von der da. Immer nur auf Ilse. Sagen Sie mal, Captain, darf ich Sie kurz daran erinnern? Das ist, glaube ich, nicht Maschinist. Unsere Aufgabe war, das Feld zu räumen. Ja. Ich glaube, wir hatten eine andere Aufgabe, nur als Erinnerung. Stopp. Hat jeder einen guten Blick auf das zu erwartende Spektakel? Ja. Gut. Oh. Oh, okay, guck das. Bei mir geht's los. Ja, jetzt yeah. Was? Oh, hey. Nach einigen wirklich hübschen Explosionen konzentrierte sich die Crew wieder auf das Wesentliche. Jetzt geht's los. Wir sind doch die Einzigen an Bord, die hier arbeiten. Kann das sein? Die Ilse hat mir immer noch keinen Kaffee gebracht. Langsam werde ich auch... Ilse! Ilse! Da hinten ist eine sich ausbreitende Energie zu verzeichnen. Captain, so sehen Fürze im Weltraum aus. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, ein sehr relevanter Punkt. Auf der anderen Seite sehe ich da vorne Klingonschiffe, falls das relevant ist. Ja, Klingonschiffe. Maschinist Nils, bitteschön. Herr Kapitän, aus vorangegangenen Begegnungen mit den Klingonen kann ich berichten, dass sie als äußerst aggressive Spezies gelten. Ich schlage daher vor, die Schilde auf Maximum Schilde auf Maximum, aber bestmögliche... Ich will die bestmögliche Energiefahrt. Hören Sie mir jetzt beide zu. Zwischen Angriff und Verteidigung. Ha? Die überaus raffinierte Strategie von Kapitän Colin ging auf. Perfekt vorbereitet traf die Kentert gleich auf die Klingonen und zeigte keine Gnade. Wir werden gegrüßt. Oh, grüßen Sie zurück mit Torpedo und Laser. So, Torpedos, Feuer frei. Feuer at will. Ja. Guck. Captain, wir sind leer. Wie kann das sein? Ja, das muss ein bisschen aufladen. Geben wir ein bisschen Zeit. Schon. Oh. Schilde bei 20%. Schilde bei 14%. 13%. 3%, Kapitän. Sie werden in Kürze zerstört. Die sterben die Schweinehorn ab. Feuerhorn während Decks. Ach du Scheiße. Der Satz, ach du Scheiße, ging in die Lehrbücher der Sternenflotte ein. Denn die Crew zeigte angesichts des drohenden Todes von tausenden Zivilisten eine unglaubliche Nervenstärke. Ey, es ist richtig geil am Abgehen hier. Captain, es ist Silvester. Nein, über den Funkenregen. Alter, geil. Ey, das ist ja ein Konzert. Es ist ja mega. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. Jetzt da oben, die leben ja immer noch. Satan, ist das spannend. Kapitän. Großartig. Ist Franz raus? Wo? Da, bei der Alten. Die Alte brennt ja richtig. Die Alte hat Feuer, ne? Captain, ich will das versagen. Dafür muss Zeit sein. Oh, Funken. Oh, Ich sag immer, wer das Lachen verloren und vergessen hat, der ist schon längst tot. Trotz des fabelhaften und motivierenden Humors von Kapitän Colin brach unter der Crew Streit aus. Ich gebe zu bedenken, dass wir auch noch Phaser haben. Die könnte man ja mal benutzen. Ja, ich hatte doch dem Gefängnistaktiker längst die Autorität zugesprochen, nach bestem Wissen und Gewissen Captain, zu töten. Darf ich darauf hinweisen, dass Maschinist Nils absolut keine Ahnung hat und ständig in meine Zuständigkeitsbereiche eingreift. Aber das gibt's doch nicht. Die binden uns doch einen Narren aufs Bein. Der kann uns nicht entkommen. Ich flieg direkt hinterher, ja? Ja. Die Hülle ist beschädigt, Kapitän. Oh. Wir sind zerstört. Das ist aber, sind wir das oder sind das die anderen? Es war die Kentert gleich, die unter den brutalen Schüssen der Klingonen explodierte. Die Crew entkam in einer Rettungskapsel und flog gleich am nächsten Tag wieder hin, um sich zu rächen. Doch das ist eine andere Geschichte. Vielen Dank in den Saal. Vielen, vielen Dank. Spacehells, demnächst natürlich mehr bei uns auf dem Sender. So, wir chillen jetzt hier noch eine Runde. Machen uns Geist schon mal fertig für die nächste Runde hier bei Battle of the Beans. Runde 4 von 8 steht gleich an. Jetzt aber erstmal eine kurze Pause. Bis gleich. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen hier zurück im Delphi und natürlich auch in den Empfangsgeräten da draußen. Wir stehen hier oben. Ich stehe bereits mit Budi, der noch fotografiert, mit Simon und mit Nils. Eddie kommt natürlich auch angeschlossen. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber habe ich mir dann verkniffen. So, meine Freunde, wir gehen jetzt mal diese teuflische Showtreppe runter, denn die ist dazu da, benutzt zu werden. Und ihr unterstützt das bitte schon mit einem fantastischen Applaus für diese vier jungen Recken hier. Dankeschön, Dankeschön. Ihr Lieben, ihr habt gewassert, ihr habt euch gestärkt, ihr seid bereit für die nächste Disziplin. Und die verbirgt sich, langsam hat es ein System, das jeder versteht, hinter diesem Vorhang. Ich würde sagen, wir machen ihn mal auf. Oh, 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 oh. Kino Plus? Das. Ja.
Wer hätte das geglaubt? Mutter, ey. Tja, glaubt man gar nicht, ne? Hier wird aus allem ein Spiel gemacht. Da bin ich aber mal gespannt. Ja, genau. Ja, nicht nur ihr. Ich war auch gespannt. Dann habe ich gewusst, was es ist und dann fand ich es nicht mehr so geil. Aber okay, das liegt ja jetzt an euch, das zu beurteilen. Ja, unschwer zu erkennen, natürlich Kino Plus und genau das geht jetzt ab. Ein Riesenapplaus für Daniel Schröcker! Sag mir schnell die Antworten. Alle, alle. Deswegen hast du ein Hemd an heute Abend. Ich wusste doch, dass du was im Schilde führst. Einen schönen guten Abend, Hamburg, Delphi Palast, da draußen, Rocket Beans. Herzlich willkommen zu einer Mini-Ausgabe Kino Plus, weil bei 3 Jahre Geburtstag, ich finde, da darf die Sendung nicht fehlen. Ja? Ja. Und ich setze mich hin. So. Yeah. Ich kann also, nicht anfangen, mein Laptop fehlt. Ja. Ihr wart ja, du warst, glaube ich, noch nie in der Sendung, ne? Nein! Nils war schon da, Simon und Eddie sind regelmäßig da und dementsprechend dürften Sie wissen, dass wir ein kleines Spiel auch bei uns in der Sendung haben, das wir hin und wieder mal spielen. Ah. Jetzt pick ich euch! Er sagt mir nicht aus dem Rocket Beans Universum. Es heißt natürlich Screenshot First. Und da werden uns normalerweise immer irgendwelche Bilder, Standbilder aus irgendwelchen Filmen zu irgendwelchen Sekunden und Minuten gezeigt. Das haben wir heute ein bisschen abgewandelt. Eddie, was soll ich sagen? Es ist halt in abgewandelter Form. Es gibt 5 markante Szenen aus 3 Jahren Rocket Beans. Nur. Komm, Eddie, ich zähle auf dich. Ja? Es geht nicht um irgendwelche Ausgaben. Also es geht nicht um Nummer 178 von Almost Daily oder sonst irgendwas. Es geht um wirklich Special Events, Spezialsendungen, große Shows und so weiter und so fort. Also etwas, was ihr eigentlich alle in der Wahrnehmung haben solltet. Ja? Ja? Zum Beispiel. Ja, und sobald ihr es wisst, also wir zeigen jetzt hier ein Bild. Sobald ihr es wisst, schreit, sagt es, macht irgendwas, aber auf jeden Fall der Erste, der es erkennt, wird gewinnen. Da auf dem Monitor? Auf dem Monitor, auf dem Monitor und auf dem Monitor. Ah, ja, sehr gut. So. Sehr gut. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Und den Monitor Dank. Noch, vielleicht den anderen noch? Nee, nee. Oh ja, doch. Ja. Das Problem an der Sache ist, ich muss entscheiden, wer den Punkt bekommt. Also das heißt, wenn ich es als Erstes höre, also von wem ich das erstes höre... Hey, willst du mal wieder zum Essen vorbeikommen mit deiner Frau? Wo ich noch nie war. Ne? Ja. Guck mir nicht auf die Karten. So. Wir machen es aber auch ein bisschen leichter. Also wir haben ein paar Hinweise, aber nichtsdestotrotz gibt es zu jedem Event gibt es 3 Bilder. Ein schweres, ein mittelschweres und ein leichtes. Ja? Ich werde auch noch vielleicht den einen oder anderen Hinweis fallen lassen, aber nur, wenn ihr wirklich überhaupt nicht drauf kommt. Ja? Und, soweit verstanden? Und die Frage, also was man soll sagen, was man sieht oder welche Sendung das ist. Du musst sagen, welche Sendung, welches Event oder zumindest irgendwie eine Beschreibung abgeben, die hier so halbwegs. Und, okay. Brüll ich einfach rein? Du brüllst einfach rein. Ist die Lautstärke in irgendeiner Form relevant? Naja, das. Du, da, ne? Was also. Denn? Ich fick euch alle! Die Lautstärke ist relevant, weil wenn ich es als Erster höre, also beziehungsweise von wem ich es als Ersten höre, dann der hat gewonnen. Okay. Wollen wir anfangen? Ich kann von hier zuschlagen. Ja, das ist. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass es fair sein wird. Aber ich bin dabei. Ich bin du, dabei. Es ist kein Film dabei. Alles gut. Es ist kein Film dabei. Aber wir haben. Okay. Fangen wir an mit dem ersten wundervollen, prachtvollen Bild. Eine Inkarnation der Eleganz. Kino Plus Special! Was? Kino Plus Special, 100. Folge. Ja. Das war jetzt nicht so schwer, ey. Ja,
Da ist noch ein weiterer Ausschnitt. Wir haben insgesamt drei, wir zeigen sie alle drei. Aber das war nur zum Test jetzt, oder? Es war die, nein, damit war, wir die Regeln verstehen. Das war entweder, ja, das sonst Quatsch, weil einer war ja da. Nein, nein, nein. Es war entweder das oder deine Hochzeit. Die zwei Momente. Die einzigen beiden Momente im Leben, wo du einen Anzug trägst. Genau. Ja, im East Hotel, es war am 18.02.2016 und das bedeutet, wir nähern uns der 200. Folge, noch in diesem Jahr, irgendwo April, Mai rum, glaube ich. Und ich hoffe, das werden wir auch so groß machen. Nee. Wieder mit Anzug. Liebe Sendeleitung, ich blicke in Ihre Richtung. Ja, so, okay, das war die erste Runde. Es tut mir leid. Aber jetzt sage ich es nochmal an, es ist jetzt Runde 2. Okay. Und bitte. Das war das Sender-Wechsel. Das war der Sendewechsel, war der Satz, der anfing mit das, wo ich als erstes was gesagt habe. Das ist ja schon vorbei. Aber guck ihn dir doch an, wie er mich an mit seinen Feueraugen. Aber ich habe früher Twitch gesagt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, aber du hast nur Twitch gesagt. Twitch Sender. Ja, aber nach mir. Also ich muss sagen, ich habe es ja auch gesagt. Sehr schnell. Ich muss jetzt sagen, es war Simon. Weil du hast nur Twitch-Channel. Oh, okay, finde ich in Ordnung. Was hat er denn gesagt? Senderwechsel. Das war der Senderwechsel. Ja. Ich habe nur angefangen, jetzt wie einen ganzen Satz zu formulieren. Ja, das stimmt. Allein. Das war mein Fehler. Ich hätte autistischer sein. Ich habe mich entschieden, es war Simon, er hat Senderwechsel gesagt. Ihr hättet auch sagen können, Rocket Beans Multiversum, der Umzug wechselt von Twitch zu YouTube. Das wäre machbar gewesen. Aber meinst du, dass man diesen Satz, wenn vier Leute gleichzeitig schreien, dass irgendjemand diesen Satz formuliert und du ihn auch hörst? Das ist die Schwierigkeit an diesem Spiel. Und vor allem ja, an meiner Rolle jetzt hier. Okay, haben wir. Wunderbar. Nominiert für den Grimme-Preis, gleichzeitiger Stream auf Twitch, YouTube, Periscope, Facebook und Tele5. Eine absolute logistische Meisterleistung unsererseits aus. Er kann es nicht glauben. So, jetzt, ey, Runde 3. Jetzt müsst ihr aber wirklich, wenn ihr das nicht wisst... Hörst du das denn, wenn ich danach da rufe? Ja. Ich höre das wirklich. Ich habe dich auch als Esel, eben als Erster gehört. Ja, weil da kein anderer was gesagt hat. Ja, gut. Runde 3, bitte, Feuer frei. Sim, geh auf Gipfel. Also Nils war schon mal... geh ab. Nils war der Erste, aber wir wussten es alle. Dankeschön. Es ist tatsächlich der Ziff G8-Gipfel mit über 200.000 Klicks am 18.11.2017. Da warst du ja gar nicht dabei. Ach nee. Verstehst du, weil du warst Norwegen. Ich verstehe. Du warst nicht. Okay. Ich brauche hier auch was zu trinken. Ja, Gott. So. Damit hätten wir 3 Punkte jeweils, ne? Du hast noch die Chance. Ja, gut. Runde 4. Ja, Runde 4. Pizza Nice. Soulcheck. Wow, dieser strafende Blick. Ja, das ist der Einspieler von Jan und Ian. Ich glaube, wir haben noch 2 andere formschöne Bilder. Da, es hätte jeder Tag sein können. Es war unser erstes großes Live-Event, ne? Und ja, Krönung, diese Performance von Gregor und Gino. Großartig. Ha! Okay, jetzt ist aber schon wieder, ey, das ist, wirklich jeder hat schon wieder einen Punkt, das heißt... Oh Mann, ey. Ja, jetzt heißt es, diese letzte Frage entscheidet. Das ist ja ultra spannend. Und ich kann jetzt nur sagen, sie wird knackig. Echt? Also, okay. Konzentriert euch, geht in euch, ja, überlegt, was ihr alles in den letzten 3 Jahren gesehen habt. Und bitte, Runde 5. Und ich, achso. Nerdenhards! Nein. Shit! Social Eating ich will mit Dean. Ich weiß es. Was? Social Eating mit Dean. Ja, damit wäre dieses Spiel entschieden. Simon hat 2 Punkte. Ja, ich will auch jetzt nicht mehr, oder was? Danke, danke, danke. Und
Woran hast du das denn gerade erkannt? Kann ich dir sagen, keine Gewürze, kein Kram. Und ich wusste, es war ein Social Eating oder es war eben Nerds and Herds, aber es sah zu schäbig aus, selbst für Nerds and Herds. Und deswegen dachte ich, es musste Social Eating bedienen, weil es war zu schäbig auch. Keine Gewürze, gar nichts, das war klar. Muss für ich Hund war sein. So sicher, dass ich habe gerade überlegt, welchen Event gab es noch? Und ich war so sicher, dass die Extravaganza kommt. Und ich hätte bei jedem anderen Bild, egal was es wäre, hätte ich Extravaganza geschrieben. Und dann kommt da irgend so ein Teller mit irgendeinem Fressen drauf. Und dann wusste ich, okay, das ist auf keinen Fall Extravaganza. Es hieß das der große Knabber. Hätte man eine Zigarette gesehen, hätte es auch dein Social Eating sein können. Für den, also jetzt nur mal fürs Gefühl, ja. Nur mal fürs Gefühl, wir hätten noch eine Stichfrage gehabt, falls Nein. es zu dem unwahrscheinlichen Nein. Moment gekommen wäre, dass hier irgendwie Punktgleichstand ist. Können wir noch mal die Stichfrage sehen? Ja, aber die hat keine Punkte, aber wir machen sie. Ja. Extravaganza. Nee, Wombo, Musikvideo. Scheiße. Ja. Oh. Wombo. Palladium Boots? Nee. Na, Wombo. Ja, das war's auch schon von meiner Seite aus, Freunde. Großartig gemacht, großartig gemacht. Sehr schön. Dass du da noch in dem Chaos, dass du in diesem Chaos noch Überblick hast. Also es war Nein, Wahnsinn. Genau. Ne? Ich meine, ich mache das jetzt ja schon 2 Jahre mit dem Mann da. Auf ja, mit dem Seite. Einen. Ja, aber der andere ist ja auch schon mal da und ja. ne? Es ist immer wieder ein schönes Erlebnis. Ja. Und es freut mich, dass es hier Platz gefunden hat. Auf jeden Fall. Ich glaube, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Ein Riesenapplaus für den Mann. Wir wieder bei KinoPlus. Danke, dass du da warst. Ja, Donnerstag. Wo gehe ich raus? Geht so. Der Form zu. Ah. Wir hoffen uns jetzt für den Moment, Jim. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Denn ich glaube, jetzt gibt es etwas zu zelebrieren, nicht wahr? Es wurde gerade ein Punkt ausgespielt, der auf ein Konto geht, das bisher quasi noch von der Null regiert wurde. Vielleicht schauen wir einfach mal drauf, um uns einen Zwischenstand zu holen, denn wir haben soeben das 4. Spiel gespielt und damit Halbzeit. Aktuell steht es unserem offiziellen Scoreboard zufolge wie folgt. 2 Punkte Budi, 0 Punkte Etienne, Simon 1 und Nils ebenfalls 1. Also noch alles offen. Wer ist ja, denn mit den Null? Wer ist denn mit den Null? Ich glaube, der mit der Baseballmütze. Moment, es sind ja mehrere da. Ah, Brille und Bart. Arno, das sind ja mehrere da. Ja, Eddie, sieht nicht so gut aus. Erinnert ihr euch und du warst daran, so siegessicher. Als ich oben gesagt habe, no competition, warum bin ich der Einzige, der sich dran hält? Jetzt bin ich euch! Nicht no competition, nicht kein Skill. Oh. Okay. Nein, komm, Competition. Okay. Komm, Liebe, komm. Okay. Jetzt die nächste Runde nimmt er sehr ernst. Jetzt hast du mich getriggert. Ja. Nils, mach doch mal. Egal wie es kommt, es wird spannend. Ich beobachte das so gerne, wenn sich das so entfaltet. Nein, ihr macht das schon. Ey, wenn du wüsstest, was Simon hinter den Kulissen über dich gesagt hat. Wen kümmert das? Freunde, wir gehen jetzt ein bisschen chillen, wir machen ein bisschen Mucke, denn die Neue Deutsche Welle hat natürlich noch was ganz Fantastisches hier. Die Neue Deutsche Schelle, ich bin ja total bescheuert, spiele einen ihrer größten Hits, der sich einem Phänomen annimmt, das uns natürlich alle betrifft. Viel Spaß mit der Neuen Deutschen Schelle und Chemtrails. Die X-Men. Autotune is coming. Okay, let's fats. Du bist in meinem Kopf seit der 8. Klasse. Du kontrollierst alles, was ich mache. Am Ende des Regenbogens bist du mein Topf voll Gold. Du entfachst ein Feuer in meinem Kopf aus Holz. Ich bin immer bei dir, auch wenn du's nicht weißt. Wär mein Leben Tinder, wärst du mein Super-Like. Du bist wie ein Engel. Manchmal zweifle ich an deiner Existenz. Bist du real? Bist du fake? Bist du wirklich echt? Bist du real? Bist du fake? Baby, du bist wie Chemtrails. Über meinem Dach wie Chemtrails. Über meinem Dach Chemtrails. Über meinem Dach. Lass es regnen auf mein Leben. Sie sieht mich nicht. Doch ich seh sie, eigentlich stimmt die Chemie. Warst du vergeblich auf eine Reaktion? Sie ist unvergleichlich, keine Relation. Crash mein Datenlimit auf ihrem Instagram. Bring wie Icarus, will in ihrem Licht verbrennen. Sie drückt meine Sinne, bringt mich um den Verstand. Gefangen im Netz einer Spinne, die
ihre Fäden spannt. Bist du real? Bist du fake? Bist du wirklich echt? Bist du real? Bist du fake? Baby, du bist wie Chemtrails über meinem Dach, wie Chemtrails über meinem Dach, Chemtrails über meinem Dach. Lass es regnen auf mein Leben. Chemtrails über meinem Dach, wie Chemtrails über meinem Dach, Chemtrails über meinem Dach. Lass es regnen auf mein Leben. Lass es regnen auf mein Leben. Ich fall in ein Loch von unendlicher Tiefe. Fühl mich allein gelassen wie gentrifizierte Menschen und Tiere. Mächtige Triebe unterdrück ich, um dich nicht anzuspringen wie Fettiere bietet. Ich kenne so viele, doch wie ich auf dich stehe, sechs schon verfiele. So fancy und schnieke, Gangster der Liebe. Du bist hektisch von dieser Welt wie Reptiloide. Vielen Dank, liebe Jungs. Tim, Hannes und der gute Felix. Wir hören natürlich nachher noch mehr von euch. Seid ihr ein bisschen runtergekommen? Ja, es ist kein Essen mehr übrig. Ja, fantastisch. Also alle, die jetzt denken, da geht noch was vom Team. Nein. Oh, der ja feine Herr kommt auch. Der wird bestimmt nachbestellt hier. Ne? Das ist ja gar keine. Hier soll es ja heute nicht am Euro scheitern. Das war ein sehr trauriges Bild gerade. Und wir haben so ganz schlecht alle versucht, so Pizzabrotreste mit Knoblauchsoße so wegzuatmen. Es sind nur noch so drei angebissene Stückchen. Und jeder Eddie, denkt so, na okay, das nehme ich. Und Eddie, mal machen, Eddie ist sauer innerlich. Ihr habt doch noch Pause jetzt. Glaubt nicht alles, was der Buddy erzählt. Na, das habe ich aber vorhin. Also ich war ja Zeuge deines... Nein, ich will nicht sagen. Ich will jetzt hier nicht moralisch unter Druck setzen. Aber es hat dich schon mitgenommen, jetzt gerade sozusagen in deinem Haus- und Hofset, überhaupt nicht den Punkt zu holen. Überhaupt nicht. Nein. Hauptsache, man ist dabei und hat eine gute Zeit. So. Und wer hat das heute zum ersten Mal gesagt? So kennt man so ihn. So ist es. Ja. Ja. Er ist ein Gönner. Er ist ein Gönner. Oh, ist das schön. Wunderbar. Ich wäre direkt mit Zunge, aber du wolltest nicht. Ja, Abend. Oh, du hast noch alle Möglichkeiten gleich. Wie gesagt, vier Spiele kommen und da sind noch ganz viele. Nein, also. Nee, nicht ernsthaft. Nein, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Spannend wird natürlich auch, als König der Überleitung, das, was in den nächsten Wochen so über die Bildschirme flimmern wird. Und da würde ich sagen, Sophia, lass uns doch noch mal kurz teilhaben an dem, was du uns zu präsentieren hast. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Rocket Beans TV Programmziehung für das Jahr 2018. Eine großartige Überraschung habt ihr bereits erlebt, aber gehen wir über zu Teil 2. Die 32. Manche haben es vielleicht schon geahnt, aber nicht alle. Und was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr jetzt. Ein winziger Ausblick auf die ganzen Granaten, die quasi im Programm sein werden in den nächsten Wochen und Monaten. Wollen wir nicht einfach Sophia eine eigene Sendung geben, wie sie einfach nur Bahnhofsbälle, einfach nur Nummern vorliegen. Die ganze Nacht, das könnte die ganze Nacht laufen. Ich würd's gucken. Ist so ein Pitch jetzt gerade, ne? Wie ja. Man das so, ja, okay. Okay, ich weiß nicht, ob Space jetzt war auch gut, aber das ist besser. Ja, gut. Gut. Entschuldigung. Apropos besser. Jetzt kommt ein Spiel, Eddie, in dem du beweisen kannst, dass du besser bist als null Punkte. Es kommt jetzt ein Spiel. Es kommt jetzt ein Spiel, in dem ihr alle schon mal dabei gewesen seid.
indem ihr alle schon mal euch mehr oder weniger bewährt habt, indem ihr alle erfahren seid, hier kann jetzt keiner sagen, ich kenne die Regel nicht, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Das habe ich schon so oft gehört. Okay, dann was glaubst du, was jetzt kommt, Eddie? Trials. Oh, das wäre schön. Budi, was glaubst du? Super Competition Club. Und Simon, komm, machen wir die Runde voll jetzt, ne? Ich glaube wirklich auch Super Competition Club. Ja, ich glaube. Und Nils, was glaubst denn du? Ich glaube, es ist Bundesliga. Bundesliga. Wir lüften das Geheimnis. Sesam, öffne dich Vorhang auf und dann schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Ja. Begebt euch schon mal nach hinten. Einfach schon mal reingehen, einfach schon mal so ein bisschen Luft schnuppern. Denn wir spielen, das ist schon der Wahnsinn, ne? Ihr müsst euch jetzt mal überlegen, im Hintergrund wurde das ja alles aufgebaut. Das hätte, vor 3 Jahren hätte das noch nicht so geklappt. Aber heute klappt das wie am Schnürchen. Und die haben doch gesagt, oh, lass uns doch die Wände weglassen. Oh, lass uns den Bildschirm weglassen. Das klappt doch nie. So, das, genau. Ihr könnt auch mal den Kollegen applaudieren. Vielleicht Danke schön! Danke! Wirklich. Sehr, sehr geil. Hinter den Kulissen wird hier richtig rumgerödelt. Ganz, ganz großartig. So, meine Lieben, wir spielen jetzt tatsächlich das, wonach es aussieht. Viel Spaß mit einer Runde Chat-Duell. Und hier ist euer Gastgeber, Lars-Erik Pause! Alles Gute. Hallo. Herzlich willkommen hier zum Chat-Duell auf dem Delphi-Show-Palast, ja Galaro. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr hier in Hamburg Karten gekauft habt und uns damit unterstützt. Das muss man auch mal feiern ganz kurz hier. Danke. Und schön, dass ihr draußen auch natürlich an euren Rechnern wieder ohne Hose sitzt und hier dieses Spiel überhaupt erst möglich macht. Für euch jetzt schon mal da draußen die erste Frage eingeblendet. Euch brauche ich es ja nicht zu erklären. Eigentlich brauche ich es euch auch nicht wirklich zu erklären. Es geht darum, dass wir sehr häufige Antworten suchen, die genannt wurden von dem Chat da draußen. Welche das sind, werden wir noch rausfinden. Chat-Duell ist ja eigentlich eine mega schwierige, super komplizierte Show. Heute haben wir das alles ein bisschen so runtergebrochen, ein bisschen kleiner gemacht und es hat es noch viel mehr kompliziert gemacht, also viel komplizierter gemacht. Denn im Endeffekt wird es jetzt erstmal so aussehen, ihr zwei steht da zwar schon, ihr zwei steht da auch, aber wir werden jetzt erstmal die Teams auslosen. Hallo. Oh. Hi. Wir werden hier zwei Zweierteams erstellen. Mal gucken, also wenn der Zufall das so will, dann steht er schon richtig. Sehr schön. Das Gewinnerteam kriegt jeweils einen Punkt, oder was? Es wird, Moment, ich bin doch noch gar nicht zu Ende. Ich bin doch noch gar nicht so weit. Darf ich einen Tipp abgeben? Moment, es wird jetzt erstmal so sein, dass wir zwei Teams haben. Was hast du? Eins. Das wollte ich. Also ich hatte eins, dann könnt ihr euch schon mal rumstellen. Ich kann rüber, ich male noch schnell einen Penis auf den Zettel von den anderen. Ja, noch einen kleinen Penis hin. Und dann komme ich. Und dann geht ihr bitte alle auf eure Position. Oh, Achtung, oh. Kabel, jawohl. Nichts passiert. Aber gewöhnt euch nicht zu sehr an euren Teamkameraden, denn zum Schluss werdet ihr, solltet ihr denn gewinnen, gegen diesen Teamkameraden antreten. Das heißt, es spielen jetzt erstmal diese beiden Teams gegeneinander und das Gewinnerteam wird dann nochmal in einem internen Finale gegeneinander antreten und dann haben wir quasi einen Gewinner des Chat-Duells. Habt ihr das soweit alles verstanden? Ja. Wer ist denn von euch am häufigsten im Chat-Duell bisher gewesen? Wisst ihr das? Kennt ihr schon? Simon oder Eddie? Das wissen wir also noch nicht. Nein? Okay, alles klar. Ihr seid ein bisschen wortkack. Musst du das nicht eigentlich wissen? Bitte? Musst du das nicht wissen, wer am häufigsten da war? Naja, ich bin ja erst seit Staffel, was ist das jetzt, 3, 4, 5 oder so dabei? Zwei. Ja. Bin ich ja erst dabei. Die Frage ist ja, wen siehst du denn am liebsten? Ich kann euch alle nicht so ganz leiden, aber. Beste Antwort. So, und jetzt müsst ihr auch noch intern eine weitere Komplikation. Intern auch nochmal auslosen, wer denn der Team-Captain ist, denn es gibt nur eine Runde hier, also eine Buzzer-Runde und später eine Finalrunde. Dankeschön. Und bei dieser Buzzer-Runde brauche ich jeweils einen von euch hier vorne. Deswegen fangen wir hier jetzt mit einem Schere-Stein-Papier an, wer von euch der Team-Captain ist. Der Gewinner ist Team-Captain und kommt hier. Aber es ist doch eigentlich, wir sind nur ein Team. Es ist doch, also, oder was? Es geht jetzt um den Team-Fucking-Captain.
Wer ja, aber am Ende... das ist doch ein reines Ego-Ding, das ist doch nichts, was uns zum Streit bringt, du Schwein. Genau darum geht das Machst heute. Machst du jetzt, oder? Okay, genau Mann. Darum geht das heute. Eddie nimmt Eddie nimmt immer Stein. Schere. Ja. Immer Psychotricks. Psychotricks. Deswegen so. Nehme ich jetzt Papier. Ja. Ich nehme auf keinen Fall Papier und auf keinen Fall Schere. Weißt du was? Ich bin ich mache meine Augen zu, ich gucke gar nicht hin. Ich gucke auch nicht hin. Okay, dann mache ich auf. Bist du bereit? Ja, schnick, schnack, schnack. Ja, ihr könnt was? Anfangen, wann ihr wollt. Das ist eine Ehrensache. Was ist denn hier? Was ist hier? Bewegung! Hier vorne okay. Ist gemacht. Okay, bist du es klappt doch nicht ohne Regeln. Schnick, schnack, schnuck! Nochmal. Oh, aber hattest du nicht Papier unter der Schere? Ja. Ist das ein Ersatzding oder was? Oh, der hat nicht funktioniert, nämlich den. Das war das Plateau. Das ist das Plateau. Kenne ich die Spielvariante. Okay, los, bitte nochmal. Nimmt er jetzt nochmal Schere, dann müssen wir Stein nehmen. Oh Gott, ey, man weiß es. Es geht nur Schnick, mit dem Schnack, schnuck! Jetzt ist das. Du hast gewonnen. Wir haben es geschafft, dass wir uns gegenseitig hassen. Ja, aber du kriegst keinen Punkt. Ne? Also gar nichts, hast du aber eigentlich gewonnen. Aber wir sind doch ein Team. Nein, der... Guck mal, wäre das nicht vielleicht... Also du musst dann ja Leistungen erbringen. Ganz kurz, wir sind jetzt hier beim anderen Team. Ich will den Streit nicht stören. Ja, Simon, bitteschön. Wir wollen vielleicht noch erst weiter streiten. Ja, was, ihr macht jetzt 10 Stunden Papier jeder, oder was? Dann diskutieren wir das aus. Bitte schön. Wir machen keinen Schnick-Schnack-Schnuck. Ja, aber der Bulli war selten im Chat-Duell. Und ich finde, der hat noch richtig Power und Energie fürs Finale, deswegen muss er der Team-Captain sein. Es gibt hier keine Tricks. Ihr hättet euch natürlich jetzt kurz absprechen können. Naja. Der macht immer Schere. Mach Schnick, oder dann Stein. Schnuck. Oh Gott! Was war das denn? Das war so ein Stein, der so langsam zum Papier wurde irgendwie bei dir. Okay, also du hast quasi gewonnen. Ja. Ist es das so? Dann haben wir jetzt quasi unsere Team-Captains und können anfangen mit Runde 1. Dazu bitte die Kontrahenten genauer nochmal Shake Hands und nochmal Schere statt Papier. Hände hinter den Rücken. Und was ich jetzt natürlich dazu sagen muss, hier drin, die kleinen Lausbuben und Lausgirls werden sicherlich auch Antworten auf diese Fragen wissen, aber ihr sollt eure Schnauze halten. Ja, klare Kante. Ganz genau, denn wir wollen hier natürlich faire Bedingungen haben. Ihr kennt die Nummer, ich werde euch eine Frage vorlesen und wenn ihr meint, ihr habt die Antwort, dann buzzert ihr. Ich sag euch dann Bescheid, wer als erstes gebuzzert hat, sofern es denn knapp wurde. Dann habt ihr 5 Sekunden Zeit, die werde ich wahrscheinlich dann so mit meinem Finger oder sowas anzeigen. Und dann könnt ihr die Antworten nennen. Wir suchen die 6 häufigsten Antworten. Es ist die einzige Buzzer-Runde. Strengt euch gefälligst an. Konzentration? Weiß nicht, ob du noch wach bist, ehrlich gesagt. So konzentriert dann auch wieder nicht. Okay. Alles klar, es geht los. Die erste Frage, die wir dem Chat gestellt hatten, lautete und lautet immer noch. Nennt ein Wort, das von Rocket Beans Moderatoren geprägt wurde. Also, wer denn? Ede, mir wird hier übers Ohr gesagt, Nils. Okay. 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 Ich glaube, wir wollen jetzt keine Absprachen. Ich glaube, das Team Nils wird mir jetzt gesagt, hat als erstes gewassert, nämlich Eddie. Also, bitteschön. Euer Name! 5, 4, 3. Come on! Ich hab nix. Yes! Soll ich erstmal 6 machen? Das war nicht schlecht. Macht doch erstmal sechs. Leute, es ist noch nicht vorbei. Bleib mal hier. Ach so. Hier. Entschuldigung. Du musst ja jetzt erstmal was sagen. Und 2 und 5. Nice Schein. Wir müssen jetzt mal noch 5 andere machen. Ja. Okay, es war schlecht. Denkt aber. Ob das dabei war, taktisch in den wir suchen 6 Antworten. Ist Neißenstein hier überhaupt dabei? Wir gucken mal. Ach was, auf Platz 1, das ist die Top-Antwort. Und das sagt dann auch 39%. Bitte erstmal wieder zu deinem Teampartner zurück. Keine Besprechung mehr. Ich habe doch hier schon wieder irgendwas. Simon, ich kann noch mal die Frage vorlesen. Nee. Nennt ein Wort, das von Rocket Beans Moderatoren geprägt wurde. Bitteschön. 5, 4. X-Lord. Ist doch ein Wort. Huhuhu, wer lacht Simons jetzt? Antwort lautet X-Lord. 6 Antworten gibt es. Ist die dabei?
Die ist nicht dabei und jetzt komme ich mit meinem Edding. Wie viele Äxte dürfen die haben? Drei? Wir haben doch eben noch erzählt, wie wichtig das ist. Was ist das? Digital. Nein. Alles digital. Analog akzeptiere ich nicht. Das erste Kreuz, aber Brudi, du kannst weitermachen. Mach es. Ist so. Ist so, Punkt. Das klassische Rocket Beans Wort ist so. Ist das dabei? Wir schauen mal. Oh, nein, das ist nicht dabei. Das ist das zweite Kreuz. Ja, 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 dann machst du jetzt nichts. Super, komm, komm. Jetzt holen wir mal die Punkte. Das ist das zweite Kreuz. Ihr dürft euch besprechen, hey, ganz genau. Das Mikro ist dürfen die das? Dürfen die das, Lars? Dürfen die ja, das sind zwei Kreuze. Du kennst das Chat-Duell. Zwei Kreuze, eine Besprechung. Okay, bereit? Ja. Fischkarte. Yes! Oh. Es tut mir leid mit dem X-Lord. Simon sagt... Ein Wort, das von Rocket Beans Moderatoren geprägt wurde, ist doch wohl die Fischkarte. Ist die dabei? Ist dabei auf Platz 4, sagten auch. 6%. Booty. Wenn jetzt noch ein Kreuz kommt, war es das erstmal für euch. Ich gebe dir 5. Alle! 4, 3, 2, ja, stopp! Ja, gut, ey! Was? Ja, gut, ey. Was? Nein! Nein! Aber nein, das ist nur seine Einleitung für die richtige Antwort. Ja gut, ey, ich antworte. Ja. Nun. Nein. Die Antwort war ja gut, ey. Kannst du es kurz, wie würdest du es buchstabieren? Ja gut, ey. Okay, ja gut. So habe ich mir das Buchstabieren vorgestellt. Wir schauen mal, ob der Gute dabei ist. Nee. Ja gut, ey. Nein, das ist das dritte. Wir müssen uns kurz beraten. Budi, das ist Glückwunsch. Auch für. Hey, man muss fairerweise sagen, eben als wir uns beraten haben, haben wir uns auch schon dafür entschieden. Ja. Aber wir hatten so viel zur Auswahl und mit wir meine ich Nils. Lächerlich. Nun. Eddie und Nils. Das Team Nils hat geantwortet, nun. Und ist das hier dabei? Könnt ihr diese Runde für euch gewinnen? Wir schauen mal. Oh, hey, yeah! Nun ist auf Platz 2 und das sagt auch 33%. Und damit habt ihr hier diese Runde wahnsinnig stark geklaut. 78 Punkte ist später relativ unerheblich. Hat unser Publikum noch einen Tipp? Wir suchen. Ja, ja, genau. Ja. Swayze. Spalten. Noch ihr was? Spalten habe ich, glaube ich, gehört. Spalten. Ich auch okay. Ausrufezeichen Larissa hätte ich sonst noch gesagt. Lächerlich. Larissa? Okay, ja, wir lösen mal auf. Auf Platz 6 wäre gewesen. Spalten, 4%, auf Platz 5 wäre gewesen. Swayze, 5%. Und Platz 3 werdet auch ihr laut vorlesen, nämlich da wäre gewesen. Oberaufvogel! Das Wort gab es vorher nicht mal. Ja. Damit habt ihr verloren. Was? Ja, klar, Spaß. Damit habt ihr gewonnen. Ihr verschwindet bitte von dieser Bühne. Ich weiß auch nicht, ob ihr nochmal wiederkommen dürft. Jetzt müsst ihr erstmal gehen. Und jetzt werden die einstigen Freunde aus Team Nils zu Feinden und zu Kontrahenten. Was passiert? Jetzt muss ich jetzt rüber? Jetzt haben wir uns einen neuen Spielmodus überlegt, wer als erstes ins Finale geht. Und das finden wir durch Schere, Stein, Papier raus. Und ich weiß einmal doch, was kurz er nimmt. Ja, gut. Bist du ready? Ja. Schniggidi, Schnaggidi, Schnuck. Oh, das war nie Schnaggi, Schnuck. Na, nee, ich hab... Und damit darf... Ich gebe ihm gerne Replay. Damit darf Nils als erstes ins Finale. Die finalen Sekunden betragen übrigens 15. Das heißt, unerheblich, wie viele Punkte ihr bisher gesammelt habt. 15 Sekunden habt ihr beide Zeit. Nils wird als erstes ins Finale gehen. Du darfst schon mal nach hinten. Du kriegst wahrscheinlich wieder Wombo oder sowas auf den Kopf. Du gehst jetzt bitte... Eddie, du gehst jetzt bitte nach hinten. Und wir entspannen uns noch mal ganz kurz, denn da draußen der liebe Chat muss natürlich erstmal wissen, welche Fragen beantwortet werden müssen und so weiter. Und dann machen wir noch eine kurze Werbung und dann sind wir so in 25 Minuten. Nein, wir sind nur so in 3-4 Minuten wieder da. Bis gleich.
Mensch, Daniel, wäre es nicht toll, wenn es so eine Art Format gäbe, die alle zwei Wochen um 19 Uhr auf Rocket Beans TV sich mit Serien beschäftigt? So, mit Serien und allem drum und dran? Alte Serien, neue Serien, aktuelle Serien, Serienhits, Serienklassiker, vielleicht News? Auch News. Das wäre eigentlich echt eine nette Idee. Hast du da vielleicht eine Empfehlung? Lass mich mal überlegen. Ich habe gehört, es gibt so eine Sendung alle zwei Wochen auf Rocket Beans TV. Genau. Wie heißen die? Ach, Badabinch, da sind wir doch direkt im Logo drin. Daniel, komm mal her, ich mach den. Ich zieh dich ran hier! Okay! Bist du bereit? Ich bin bereit. Oh! Eins, zwei. Nee. Hast du einen Schlaganfall, Colin? Jägermeister. Wer, wenn nicht wir? Filme, Serien, Nerdgequatsche. Nee, mit solchen Belanglosigkeiten befassen wir uns nicht. Oh. Und ich hasse J.J. Abrams. Uwe Boll, hallo, meine Damen und Herren. Und natürlich Jörg Pilawa. Und genauer gesagt, Chat-Duell. Wir befinden uns im Finale. Nils, du hast es geschafft, dich gegen mit deinem Team zusammen, mit Eddie zusammen, gegen Budi und Simon durchzusetzen. Und jetzt geht's drum. Wer ist der beste Chat-Duell-Kandidat? Du oder Eddie? Jetzt so vom Gefühl her, würdest du schon sagen, dass du ein guter Chat-Duell-Kandidat bist? Also immer gute Antworten parat hast? Weiß nicht, ich glaube, ich bin so Durchschnitt. Ja, ich würde mich so als Durchschnitt bezeichnen. Ja, es gibt manchmal Leute, die sind sehr gut und dann denke ich, ich bin sehr schlecht. Und dann gibt es Leute, die sind sehr schlecht und dann denke ich, ich bin sehr gut. Ich glaube, ich bin in der Mitte. Und im Gegensatz zu Eddie? Nee, ich meine, Eddie ist, glaube ich, gut. Er hat nur, Eddies Problem ist, sind seine Nerven. Okay. Wenn es so einen Trank gäbe, dass seine Nerven ausgeschaltet werden, dann wäre er sehr gut. Okay, die Nerven, die sollte man heute und jetzt im Griff haben, denn wir kommen jetzt zum großen Finale. Lieber Nils, du hast das schon ein paar Mal gemacht. Ich kann dir trotzdem noch mal ganz kurz sagen, was jetzt abgehen wird. Ich werde dir 5 Fragen stellen. Die erste Frage werde ich noch komplett vorlesen. Danach wird deine Zeit ablaufen. Es sind 15 Sekunden. Jede Sekunde, die zum Schluss noch über ist, wird wunderbare, köstliche Extrapunkte ergeben. Also beeile dich. Hast du das alles verstanden? Yes, sir. Wenn du mal eine Frage nicht weißt, kannst du weiter sagen, dann werde ich sie später noch mal vorlesen. Okay. Absolute Ruhe hier bitte im Delphi-Show-Palast. In Hamburg. Die erste Runde geht los! Ist das spannend? Außer Tears und Beards. Nennt einen unserer Pen and Paper Titel. Animal Squad. Eine Ziff vom G8-Gipfel. Norwegen. Ein abgesetztes Rocket Beans Format. Fuck, weiter. Ein Royal Beef Spiel.
Halo. Etwas, das sich auf gut reimt. Hut. Ein abgesetztes Rocket Beans Format. Zeit ist um. Zeit shit. Ist um. Verflixte Zeit Klicks. Um. Zeit ist um. Fuck. Zeit ist um. Was haben wir denn abgesetzt? Zeit ist um. Was haben wir denn? Ich wollte dieses Flipperspiel sagen und ich habe den Namen von diesem fucking Flipperspiel vergessen. Ja, ja, sag's mal nicht zu laut. Es waren natürlich keine Sekunden mehr übrig. Der Buzzer wird beim nächsten Mal auch funktionieren, aber er hat jetzt dann doch. Wie hieß denn dieses dumme Format mit diesem? Ich kenne mich mit dem Sender nicht aus. Unangenehmen Moderator. Also, lieber Nils, das war doch gar nicht schlecht, bis auf die eine. Doch, das war mega schlecht. Ja, das hast du schon richtig verkackt. Das war mega schlecht. Das muss man schon mal sagen. So, wir sind bereit für den zweiten Finalisten. Ganz kurz muss man dazu sagen, es sind doppelte Antworten für diesen zweiten Finalisten erlaubt, denn wir haben ja auch keine Glaubensfrage gespielt und so weiter. Das heißt, Eddie kann sagen, was er will, er muss nur bessere Antworten als Nils bringen. Ob das schwer ist, ob das leicht ist, das werden wir gleich erfahren. Jetzt muss Ede erstmal hier hochkommen, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen und behaupten. Ja? Nils, du bist so ein bisschen bedrückt. Nee, das ist jetzt so, ich kann ja nichts mehr machen. Ich bin ja hier passiv, ich gucke mir das jetzt nur mal an, hoffe, dass er noch schlechter ist als ich. Vor allem auch inhaltlich jetzt nichts mehr sagen. Nee. Denn Wombo ist zu Ende. Da ist er. Der zweite Finalist im großen Finale des Chat-Duells. Etienne war der Name, ne? Mhm. Hallo, Eddie, komm. Hey. Hallo, hey. Du sollst jetzt hier links stehen, bitte. Ich war mega gut. Also das musst du erstmal knacken. So, ich sag dir nochmal ganz kurz, wie das hier ablaufen wird. Wir haben dem Chat 5 Fragen gestellt. Die erste Frage lese ich dir noch ganz normal vor. Danach werden deine 15 Sekunden ablaufen. Mhm. Wenn du mal eine Frage nicht weißt, sagst du weiter. Dann werde ich sie hinterher nochmal stellen. Hast du das alles verstanden? Was? Doppelte Antworten sind übrigens erlaubt. Ach echt? Mhm. Wo ist denn der Vorteil? Ja, es war einfach nur, wir wollten einfach nochmal Schere, Stein, Papier sehen. Haben wir heute noch nicht häufig genug gesehen. Okay. Es geht einfach darum, dass du jetzt das allergrößte Finale bestreiten musst. Und das beginnt, sobald du mir ein Zeichen gibst, dass du bereit bist. Das ist das Zeichen. Es geht los. Die zweite Runde des Finals. Wer holt sich hier den nächsten Punkt beim Battle of the Beans? Ganz kurz bitte Ruhe hier wieder im Salon. Du bist bereit? Okay. Schauen Sie jetzt! Außer Tears und Beards nennt einen unserer Pen-and-Paper-Titel. Mord Männer. Eine Ziff vom G8-Gipfel. Norwegen. Ein abgesetztes Rocket Beans-Format. Press Select. Ein Royal Beef-Spiel. Trials. Etwas, das sich auf gut reimt. Wut. Die letzte Antwort ist leider raus. Warum? Der Buzzer funktioniert gerade nicht, aber ist raus. Warum? Das ist schlichtweg nicht in der Zeit gewesen. 15 Sekunden. Ja, aber woher soll man das denn wissen? Ja, wenn der Buzzer kommt, ist der Buzzer da. Dann hättest du die Antwort auch nicht mehr geschafft. Es ist nun mal so, der Buzzer scheint irgendwo Urlaub gerade schon zu haben. Ich habe auch nur 4 Antworten. Er hat auch nur 4 Antworten gehabt. Das heißt, es bleibt wahnsinnig spannend, oder nicht? Ach, jetzt gib mir nicht diese Schnute. Genau die wollte ich heute nicht sehen bei dir. Darf ich rüber zu Eddie gehen? Ich finde, weil wir haben als Team begonnen. Geht rüber. Und ich finde, jetzt stolpert er wieder. Wir sollten als Team auch zusammen hier stehen. Also. So. Jeweils hattet ihr keine Sekunden mehr übrig, was ganz gut ist, damit es keine großen Streitereien gleich gibt. Wieso habe ich denn Trials gesagt? Es braucht noch ein bisschen Zeit, bitte was? Schon zum zweiten Mal heute Abend. Was denn? Nix, schon gut. Fühlst du dich nicht gut, oder was? Nee. Glaubst du nicht, dass du heute noch diese Runde hier gewinnen wirst? Bitte. Na gut. Also, wir werden jetzt schon mal langsam einblenden, was es denn hier für Möglichkeiten gab. Und dann werden wir schauen, das ist relativ offensichtlich. Come on! Ne? Ja, gut, ich kann auch nichts machen, wenn die Regie noch nicht so weit ist. Ach so. Was soll ich machen? Erzählt doch mal euren Fans noch ein bisschen, wie lieb ihr sie habt. Halt die Fresse, es geht los. Also, die erste Frage. Wir haben keine Zusatzsekunden übrig, das habe ich euch bereits gesagt. Die erste Frage lautete, außer Tears and Beards nennt einen unserer Pen-and-Paper-Titel. Und da fangen wir jetzt einfach mal mit Nils an, der da Folgendes gesagt hat. Animal Squad sagten auch 33% scheint ein gutes Format zu sein. Eddie sagte Moreton Manor. Und das, Ladies and Gentlemen, sagten auch 45%! Top Antwort! Das wird eng. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
nennt eine Ziff vom G8-Gipfel. Da hat Nils gesagt, Norwegen, sagten auch, 37%. Ah, jetzt bin ich gespannt. Ist, naja, das sage ich dir später. Eddie sagte das da. Norwegen. 34. Und das sagt. 37% ist die Top-Antwort. Die nächste Frage lautete, nennt ein abgesetztes Rocket Beans-Format. Und da hat Nils das da gesagt. Gar nichts. Triple X? Ja. Das, mal. Das haben wir nie ausgestrahlt, ja, wegen der YouTube-Rechtlinien. Ja. Unser parallel laufender Porno-Channel. Und ja, Moment, jetzt gucken wir erstmal, was Eddie gesagt hat. Press Select sagten auch. Ich weiß! Aber das weiß der Chat doch nicht. Die Top-Antwort wäre Bonjour gewesen. Bonjour. Stimmt. Verstanden? Jeder verstanden im Raum? Was war das nochmal? So, die vierte Frage lautete, nennt ein Royal Beef Spiel. Und da hat Nils das da gesagt. Halo, sagten auch. Scheiße. 22% und Eddie sagte, Trials. Und das sagten 2%. Nidhogg war die Top-Antwort. Nidhogg. Es steht im Moment 92-89, denkbar knapp. Und die letzte Frage lautete, nennt ihr das, dass sich auf gut reimt? Und da können wir ja sagen, dass Nils das da gesagt hat. Hut. Eddie hat das da gesagt. Nix. Und jetzt... Das ist spannend. Ist es wahnsinnig spannend. Bei Eddie kommt natürlich kein Punkt mehr dazu. Und bei Hut kam... Und damit offensichtlich Nils gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an Nils, der dieses Chat-Duell gewonnen hat. Nein. Und damit diesen Punkt. Oh, das war Eddie, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. 104-89, ein spannendes Rennen. Bis bald. Sehr gut, ja, wollen mal den Sieger hier ein bisschen ehren. Schäme mich ein bisschen. Und vielen euch nochmal ehren. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Lars Erik Paulsen und verflixte Klitz. Dein Chat-Duell. Und von euch, ich kann gar nicht sagen, von wem ich hier mehr enttäuscht bin. Wie hieß denn dein Format? Du kennst Format? Nicht mal die Top-Qualitätsformate, die es nicht mehr gibt, und du erzählst irgendeinen Mist. Ja, man muss antizipieren, was der Chat denkt. Ach, was denn der. Was, als ob du so komplex gedacht hättest. Das stimmt, habe ich nicht. So. Geht überhaupt nicht. Also ich bin sehr, sehr enttäuscht. Ich hätte es dir natürlich gegönnt, diesen Punkt mitzunehmen, auch wenn ich wirklich nicht wusste, wen ich mehr hassen soll in diesem Moment gerade. Es hat mir sehr viel getan auch. Aber ich habe es trotzdem gut gemacht. Und du hast es aber überragend gemacht. Danke. Das ist einfach die gute alte Routine. Vielen, vielen Dank, Lars. Dein Applaus. Wir gehen nochmal nach vorne und treffen uns mit den restlichen Bohnen an dieser Stelle. Ja, hat er verdient. War ein nettes Wort von euch. Kommt nach vorne. Simon und Budi kommen auch wieder dazu. Ja, das war jetzt was. Mann, Eddie, da war ich einmal für euch. Dich, ja, also das war wirklich, ich hoffe, das wurde auch höchstgradig natürlich präzise berechnet, dass dein Hut noch galt, während die Wut zwar in dir kochte, aber nicht mehr in Punkte umgemünzt werden konnte. Aber es war sehr spannend, das Ganze. Wie war es denn für euch? Ich meine, ihr habt ja diesen Moment, Simon, Budi, ihr habt ja nur als Zuschauer genossen gerade. Ich dachte, er hätte Wut, wäre noch durchgegangen. Ja, ich war mir sicher, da gewinnt er jetzt. Ehrlich gesagt auch, hundertprozentig sogar. Ja, aber die waren so präzise rechnerisch. Ja. Also Dankeschön, Jungs. Die machen quasi wieder. Also, das auf jeden Fall. Ja, wie viele gibt es noch? Es gibt noch einige Chancen. Es gibt noch 3 Punkte, die ausgespielt werden. Aber jetzt wollen wir erstmal schauen, wie es aktuell aussteht, nachdem Nils seinen nächsten Punkt geholt hat. Denn einen hat er ja bereits. Und das ist unser aktuelles Scoreboard nach 5 Spielen. Budi und Nils sind beide gleich auf mit jeweils 2 Punkten. Für Simon ist noch alles drin, aber auch für Eddie. Aber Eddie muss jetzt alle 3 Spiele gewinnen. Das ist korrekt. Das wäre von Vorteil, wenn er gewinnen möchte, ja. Oder nachfragen. Das ist schon mal sehr gut. Und so viele Zahlen. Großartig. Großartig ist auch das, was ich jetzt verkünden kann. Denn Sophia wird ein weiteres Mal in die Zukunft schauen für uns. Ja. Und so viel sei an dieser Stelle schon mal verraten. Freut euch auf die Rückkehr. Ja, ich sag einfach nur des Dream Teams.
Hallo und herzlich willkommen zur Fortsetzung, dem dritten Teil unserer Rocket Beans TV Programmziehung. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch. Es geht weiter. Was erwartet uns im Jahr 2018? Eine 20. Bitteschön. Heute haben wir auch gefeiert. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Ja, Pen and Paper geht weiter und ich weiß nicht, ob wir das mal hinkriegen, denn das, was wir noch gar nicht hatten, ist natürlich der Rest vom Schützenfest da oben, ne? In dem extra teuren VIP-Bereich. Da tummeln sich so diverse Menschen aus dem Rocket Beans Kosmos, die teilweise wahrscheinlich bisher glaubten, sie könnten unerkannt bleiben. Haben wir eine Kamera da oben? Können wir da vielleicht mal einmal kurz reinlunzen? Wäre das technisch möglich? Ich glaube, auch den Hauke da nämlich schon entdeckt zu haben. Wen? Den Hauke. Hauke ist da oben. Ah, ja, ja. Bei mir. Sucht ihn beim Bier. Ist ein bisschen schwierig, ist ein bisschen dunkel. Vielleicht schalten wir nachher mal rüber. Da ist er doch, Andi! Ja, da geht's doch schon los. Der Andi Strauß. Topfit ist er. Topfit. Das erste Bier ist halb getrunken. Und natürlich noch viele, die seinem Beispiel folgen werden. Jetzt aber erstmal wieder ein bisschen Stimmung, ein bisschen Musik im Haus. Die Hausband, legt mal wieder los. Was glaubt ihr, was jetzt kommt? 10,50 Mark. Nein. Wieder kein Punkt. Ja. Nee, das wird auch nichts mehr. Egal, ich sag euch, was kommt. Einer ihrer größten Hits ist quasi unser Jan Pillemann-Otze. Arsch-Nase-Rattengeburt. Viel Spaß damit. Ah, der ist ein Klassiker. Ah. Also, ihr wollt endlich dumme Scheiße, endlich Hausband-Scheiß, keine auswendig gelernten Texte. Ey, dafür brauchen wir Andi Strauß! Komm ran, Alter! Yeah. Auf den Shit war ich nicht vorbereitet, dafür bin ich vorgebreitet. Yeah. 16 Liter Bier, ich sauf wie ein Stier. Noch ein Humpen, Digga, bitte gib ihn mir. Ja. 1000 Leute hier im Delphi. Delphi. Und ich besaufe mich, als wär ich in der Elfi. Treppe Delphi. Wieder hoch, ich bin ein Arschloch. Sagen die Leute, doch ich entertain die Meute. Hannes, was meinst du? Mache ich das gut? Hannes, was meinst du? Arschnasen-Rattengeburt, ich sage Arschnasen-Rattengeburt. Say what? Arschnasen-Rattengeburt, ich sage Arschnasen-Rattengeburt. Und ihr auch? Arschnasen-Rattengeburt, ich sage Arschnasen-Rattengeburt. Wow! Yeah! Hast du das etwa gerade zu mir gesagt, Digga? Ich bin der Typ, der dich jeden Abend naht, Digga. Ich knabber an dir rum, ich pumpe dich krass. Ich mach deine Mutter nass, ich mach deine Schwester nass und sie sagt, boah, ich hatte Spaß, yeah. Alle, deine Familie gefickt, Digga. Und du hast dabei nur zum Klatschbeat genickt, etwa. Klatsch, 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 deine Schwester schwanger. Klatsch, 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 deine Mutter schwanger. Ich hab dir Arschnasen-Rattengeburt, ich sage Arschnasen-Rattengeburt. Say what? Arschnasen-Rattengeburt, ich sage Arschnasen-Rattengeburt. Arschnasen-Rattengeburt, ich sage Arschnasen-Rattengeburt. Say what? Arschnasen-Rattengeburt, ich sage Arschnasen-Rattengeburt. Danke! Yeah. Unfassbar. Ja. Wow. Dankeschön. Ja, wir werden noch was hören von den Jungs. Warum wir ist noch was das hören. Nicht im Duden? Da geht er hin, der Grimme-Preis. Ja, vielleicht nächstes Jahr. Ja. Ja.
Da geht er hin. Wieder hingesetzt. Guten Tag. Ja. Hi. Denn ihr habt zwar geglaubt, mit der Ankündigung von Pen and Paper hätten wir quasi unser Highlight-Füllhorn schon ausgeschöpft, aber weit gefehlt. Hier steht was drauf auf diesem Zettel. Ich konnte es ja gar nicht glauben. Deswegen werde ich es auch nicht vorlesen. Dann heißt es wieder, ich hätte irgendeinen Mist erzählt. Gregor, genau, ich sag mal gar nichts. Es tut mir ja ein wenig leid, dass wir das Highlight des Tages schon ein wenig vorwegnehmen müssen heute, aber sensationeller Anfang. Simon, wenn du und ich, wir beide hier auf der Bühne sind, kann was es ja kann es sein? Zweierlei heißen. Karaoke. So. Karaoke, Deportation. Eisrevue 2. Eisrevue 2. Oder? Irgendwie Shotgun. Ich sag's jetzt schon mal, Shotgun für den Platz von Gino beim nächsten Mal. Aber dann muss es Dirty Dancing sein. Dann ist es aber nicht mehr unser erster Kurs wahrscheinlich. Wir haben noch eine Ankündigung, die wir machen können und achtet mal darauf. Bart, Night Trap. Unfassbar. Unfassbar. Ihr habt es geschafft. Ja, bringt euren eigenen Film ins Kino, ne? Ja, es kommt davon. Wenn man vielleicht ein klein wenig länger ist als der Sendeplatz, den man eigentlich zur Verfügung hat. Wir hatten ja bereits vor einiger Zeit das wunderbare Spiel Night Trap aufgezeichnet. Ja. Vampire, junge Mädchen, Müllsäcke. Alles das, was man erwarten kann? Plötzlich aufklappende Böden, Wände, die einen verschlucken, Katapulte, es gibt alles. Leicht bekleidete Frauen. Ja, Katapulte. Ist, wenn hier ist nämlich ein Ventilator drunter. Das ist echt der beste Platz. Nee, es ist wirklich ein herausragender Titel. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht. Es war vor allem, es hat viel Spaß gemacht. Es war sehr aufwendig, das aufzuzeichnen und entsprechend vorzubereiten. Es ist quasi ein abendfüllender Spielfilm geworden. Wir haben nochmal Unterstützung von Kollege Gardet und Kollege Schröckert bekommen. Ihr wart bei der Premiere eingeladen. Vielen ihr Dank wart dafür. Hier mit dabei. Beste Filmpremiere meines Lebens. Und ihr habt es gesehen, was wir ankündigen können, ist, dass am 7.2. dieser Film, den wir gemacht haben, im Kino ausgestrahlt wird. Unser Film, den haben wir gemacht. Das ist von uns. Ja, wir bedanken uns bei den Kollegen von UCI, die das möglich machen. Wir werden am 7.2. quasi die Premiere im Kino mit euch gemeinsam haben, werden da, auch wenn die Zeit passt, auch ein klein wenig live spielen mit euch, wenn es denn passen sollte. Ne? Werden wir es versuchen? Ja, wir werden die besten Stellen des Spiels oder die eine. Wir gucken mal, was überhaupt möglich ist oder nicht. Tickets gibt es jetzt noch nicht, ne? Sondern in Bälde. Seid vorbereitet, weil die sind sehr schnell ausverkauft. Da gehe ich stark von aus. Gut. Ja, und parallel dazu im Livestream auf dem Sender für die Leute, die nicht dabei sein können. Fantastisch. Gregor, vielen Dank dafür. Das ist natürlich noch ferne Zukunftsmusik. Ja, aber das ist zwei, wirklich, drei Wochen. Im Ernst, das ist für uns, da erfüllen wir uns wirklich einen Traum, den wir, glaube ich, beim ersten Spiel mit Bart schon hatten, dass wir irgendwann mal im Kino diesen ganzen Schund gucken. Mit den Leuten, das wird richtig toll. Ich freue mich drauf. Wir waren länger im Kino als auf Tele5 auf jeden Fall. Ja. Eine Folge kriegt ihr. Wir freuen uns drauf, aber jetzt geht es erstmal direkt hier weiter mit der nächsten Disziplin. Spiel 6 steht nämlich an. Vielen Dank, Gregor. Nehmt den Applaus mit, sonst wird nicht viel bleiben. Die Bierkarten sind nämlich schon ausgeteilt. So, meine Lieben, ein weiteres Mal wird der Vorhang enthüllen, was für euch als vorletzte Spieldisziplin bleibt. Ich würde sagen, öffnet das geile Ding mal und dann schauen wir mal, wogegen bzw. in welcher Disziplin jetzt angetreten wird. Was ist das? Und wie schön sie... Guckt euch das mal an, wie hochkonzentriert. Sie wissen sofort, worum es geht. Sofort wird sich konzentriert auf das Spiel, auf das Spielgerät. Oh! Uiuiui. Nun gut. Eine besondere emotionale Situation, die jetzt kommt. Ein außergewöhnliches Spektakel sportlicher Superlative erfordert natürlich auch einen ganz besonderen Host, der das Ganze leiten wird. Und wer das ist, das verraten wir euch jetzt. Leute, rast es mal richtig aus für Gunnar Kroll! Ja. Hallo! Hallo! Hallo, ihr alle! Ja!
Jetzt wird's emotional, glaube ich. Beef! Ja, scheiße, ne? Geil, oder? Ich bin echt froh, dass ich diese Disziplin übernehmen darf heute. Colin, hättest du gewonnen, ne? Bei Beef Junior. Hättest du jetzt hier gestanden, ne? Was darf ich jetzt machen? Könnt ihr das Spiel schon erkennen? Eigentlich dürft ihr das noch nicht wissen. Wisst ihr das schon, ja? Ja, ja. Mit den Knights, ja? Und den Lanzen. Optionsmenü. Sir Lancelot. Ups. Welches Spiel das sein wird, das revealen wir jetzt. Ja. Es ist Lancelot in der Enhanced Edition. Das heißt, ein bisschen anders, als ihr es vielleicht kennt. Natürlich. Wir spielen, ihr seht es schon, letzter überlebender Ritter. Es geht nicht um Kills, sondern darum, wie lange ihr überlebt. Ihr habt jeder 10 Leben. Wir spielen eine Runde. Das kann sehr lange dauern. Und es hat ein bisschen sich geändert. Hat jeder nur einen Abwurf oder hat man mehrere Abwürfe? Wie ist das? Was heißt Abwurf? Naja, man muss ja andere abwerfen von ihrem Gefährt. Genau. Abrammen mit der. Wegrammen. Und hat man nur ein Leben oder kommt man nochmal wieder? Nee, du hast 10 Leben. Ja, 10 Leben sogar? Ja, 10 Leben, Nils. 10! Es geht hier richtig lang! Ihr könnt es ein bisschen einmal ganz kurz, einmal dürft ihr es üben, weil es hat sich ein bisschen was getan in dem Spiel. Ihr könnt die Lanze jetzt werfen. What? Ja, und es gibt eine Hammerattacke. Ich erzähle euch das mal eben. Geht mal ganz kurz ins Spiel und ich zeige euch mal so ein bisschen die Steuerung. Letztes Mal hat Simon gewonnen, ja. Beef Staffel 3. Ja. Der ist schon ein bisschen wer her. Wer? Genau. Ihr müsst einmal ganz kurz eure Farben sagen. Rot! Rudi ist rot. Ich weiß es nicht. Grün! Simon ist grün, Nils? Ich denke, ich bin gelb, aber ich dachte, ich bin gelb. Sag mal, Nils, was bist du? Gelb. Du bist gelb und Etienne? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich rot, kann das sein? Ich glaube, ich bin weiß. Weiß. Aber ja, es hat Kackkeller rot gesagt. Ich habe rot gesagt. Ach so, okay, gut. Ich sage mal ganz kurz die Steuerung. X ist ein Hammer. Okay. X ist der Hammer. Wie kann ich den... Ja, jetzt noch Fragen ganz kurz. Es geht noch nicht los, ne? So fahre ich. Ah, oh, ich bin in den Abgrund gedüst. Hör mal auf, ihr müsst jetzt Fragen stellen. Ja, es geht jetzt nur um die Steuerung zu erklären. Ja, ich will auch nicht ins Spiel. Ihr sollt die Steuerung nur wissen. Ja, ich will sie ausprobieren. So, pass auf. Ich erzähle euch das jetzt einmal. Oh, das ist ja mega. Ich bin immer in den Abgrund rein. Ist das hier? Ihr sollt noch nicht spielen jetzt richtig. Wer soll denn hier? Ganz normal die Steuerung. Ich übe doch die Steuerung. Buddy hat eine Frage. Nee, ich hab die Lanze über den Left Trigger runtergehalten und Y gedrückt. Ja, ich will es doch erklären, wenn ihr mal zuhören würdet. Okay. So! Die ist hier, die Steuerung ist X aber X ist der Hammer! Warum macht der Grüne das? Wer ist grün? Hallo! Alter! Y! Mit Y werft ihr die Lanze, okay. Das könnt ihr einmal machen. Oh. Ja, dann verliert ihr sonst die Lanze, die müsst ihr euch wiederholen. Und ihr dürft auch nicht über den Abgrund, zu lange über den Abgrund hinaus gleiten, weil dann verliert ihr auch. Also macht das mal vor, der Weiße, fliegt mal über den Abgrund rüber. Ich demonstriere das mal kurz. Ja, nee, ein bisschen länger noch. Ja, ich will ja nicht runterfallen! Ja, es geht gleich nochmal von vorne los. Ja, ich will trotzdem nicht. Okay. RT ist Gas, RB ist rückwärts und mit LT die Lanze senken. So, habt ihr es verstanden jetzt? Jo. Nein. Nils. Ja. Hast so, du jetzt machen wir nochmal Start. Ich bin ein bisschen verwirrt. Und machen einen Neustart und dann geht's erst los, ja? Kurz seid ihr bereit? Wie? Ja. Geil. Ja, das habe ich euch gerade alles gesagt übrigens. Aber ihr habt scheinbar nicht zugehört. Okay, gut. Ganz kurz. Ja, LB. Guckt euch ruhig nochmal an. Ganz kurz. Jetzt bitte. Nils. Will nur wissen, was RB und RB ist. Ah, Etienne. Ich weiß alles. Okay, ihr wisst alles. Dann drückt nur Nils auf Neustart. Warum nur Nils? Weil ich ihm eine Schelle geben kann, wenn er es nicht macht. Ach so. Oh, das will und, ich tun. Aber machst du ja. Du machst es ja. Go! Oh. Also, 10 Leben. Ich bin nicht 10 Leben gibt es. Sag noch mal ganz schnell eure Farben. Rot. Budi rot. Etienne weiß. Guck mal, ich wusste, dass ich das nicht kann. Über den Nils ist doch gelb. Shit. Und Simon grün. Stimmt das, Simon grün, ne? Ja. Yes, Allah! Rattenmann! Was, warum? Okay. Budi hat schon ein Leben verloren. Nee, Alter. Nee? Du bist doch rot. Ich raff gar nichts. Ich bin weiß. Du bist weiß, ja, das weiß ich. Eder. Also. Yes! Bist du grün? Ja. Rudi. Du Sackgesichtiger! Okay, Alter, Etienne wird gekillt von Budi. Es ist natürlich ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen. Es ist ein bisschen kompliziert und. Yes! Fuck! Yes! Nein! Budi, Mann, ey!
Oh, ich hätte fast... Da hält sich doch einer zurück, ist das... falsch gelenkt. Nils, der wie dumm bin. Dumm zurückhält und einfach in Etienne's Lanze rennt. Was? Du hast doch gerade eine geworfen. Ja. Können wir jetzt mal alle auf Budi gehen, bitte? Okay, wer ist Budi? Hat noch 9 Leben. Budi ist rot. Okay, Budi führt aber noch. Budi, da ist er wieder. Also wie gesagt, es geht nicht auf mich. Es geht um die Leben und nicht um die Kills. Okay, ich verfolge ihn. Die Leben seht ihr über den Köpfen. Wer ist grün? Oh, welcher Budi, Abstauber. Immer noch vorne. Das ist ja das Hinterfotzen. Mit 8 Leben. Oh, shit. Yes, Motherfucker! 3 Leben nur noch. Her, Nils, noch 2 Leben. Nee, 4. Was ist das für eine Zahl? 4. Schwierig zu zählen. Ede, einer rauf. Jawohl, siehst du, das passiert dann. Ich wollte den Hammer benutzen, das bringt gar nichts. Oh nein, ey. Budi muss sich gar nicht aufhängen. Er hat auf jeden Fall noch am meisten Leben. Ja, aber absolut. Mit Abstand. Nee, doch nicht. Mit einem Punkt. Ich verpiss mich. Aua! Yes! Oh, fuck! Okay, Budi und Etienne jetzt gleich auf. Echt? Nils nur noch mit 3 Leben. Oh! Etienne ist weiß, Entschuldigung. Oh nein, ich bin von der Rakete. Nicht Etienne, sondern Simon, der gleich auf ist. Was war das denn? Was war das? Simon führt jetzt, glaube ich. Oh, und killt gleich nochmal Etienne. Und nochmal Nils. Oh, oh, oh. Und wird er sich Budi auch noch schnappen? Ich darf jetzt nicht stehen. Nein! Oh, Budi über dem Abgrund. Budi ist aber auch wirklich sehr schlecht. Aber jetzt hat er schon wieder Etienne in die Sier gelockt. Und Simon killt auch Etienne. Ihr könnt die Lanze... Ihr habt doch noch den Hammer, ne? Den hat noch niemand von euch eingesetzt. Der Scheiße. Keiner benutzt den. Keiner benutzt den Hammer. Oh, fuck. Wie krieg ich denn meine Lanze zu... Ah, ich hab eine andere Lanze. Simon mit Abstand vorne. Nils, glaube ich, nur noch mit einem Leben. Stimmt das? Ja, ich hol mir den roten. Jetzt geh weg, Grüni. Oh. Grün. Grüni, geh doch mal weg. Du bist ja wahnsinnig. Nils, kurz vorm Aus. Etienne ist schon weg. Was ist da los? Okay, nur noch. Oh, ihr dürft da nicht zu lange bleiben. Was? Ach so, ja, das hast du nie gesagt. Hab ich schon gesagt, ja. Okay, nur noch Budi und Simon am Start. Simon. Budi in Rot. Oh, der kämpft wohl weg. Simon mit 4 Leben, Budi nur noch mit 3. Es wird. Spannend! Oh, 3-3. Er hebt die Lanze zum Triumphe. Oh! Was für ein Schlag! Er hat jetzt keine Lanze mehr. Da kommt sie jetzt wieder. Und 2-2. 2 Leben noch jeder. Oh, shit. Simon ohne Lanze. Er hat natürlich noch den Hammer auf X. Das weiß er natürlich auch. Glaube ich. Die nachfolgenden Sendungen. Nein, scheinbar nicht. Aber er holt die Lanze wieder. Oh. Oh. Matchball für Budi. Aber Simon hat ja auch nicht Tempo. Was ist das? Was ist das? Nein! Schießt die Lanze daneben! Gott, Mann! Mann. Aber holt sie wieder. Meine Lanze. Und die Lanze ist hier. Da hinten ist die Lanze. Tänzt in die Lanze. Schießt sie daneben. Und beide haben die Lanze verloren. Budi holt erst die nächste wieder. Oh. Und er schlägt mit dem Hammer ins Nichts. Ah! Eieiei. Ja, Budi hat gewonnen. Ja. Verdient der Sieg. Ja. Wer hätte das gedacht nach dieser Aufholjagd? Oh Gott. Ja, Budi gewinnt. Beef. Yes. Das wäre ja das erste Mal. Ihr habt alle schon gewonnen, das ist schön. Das kleine Beef hast du jetzt gewonnen. Kleine. Also, das ist nicht das wirkliche, aber einmal eine Disziplin hast du gewonnen. Schön! Das reicht mir erstmal. Ich habe jetzt schon wieder keinen Bock auf die neue. Wer kommt da denn jetzt? Ach nee. Oh, 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 war das spannend. Man hat es ja kaum ausgehalten hier. Gunnar. Ja. Wie hat sich das Gefühl, die andere Seite mal zu vertreten? Welche meinst du jetzt? Ja, Rocket Beans, das Spiel. Das war so schlecht. Nein, ich meine einfach nicht das Sitzen, Schwitzen, sondern einfach nur Mr. Klugscheißer auf der anderen Seite. Ja, zu sein. Schön, ne? Schön, ne? Ich fand es auch sehr angenehm zuzugucken. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, habe die ganze Zeit, ja, ihr müsst doch den Hammer auch mal benutzen. Wusste ich gar nicht vorher. Habe ich hier gelesen. Das ist aber gut. Deswegen haben wir ja auch diese fantastischen Karten, da kann wenig schief gehen. Ein riesengroßer Applaus, Gunnar. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Und wie? Ja.
Ja, Gunnar, mach was draus. So, das war wirklich hochgradig spannend. Wenngleich, ich muss sagen, für die Spannung des Gesamtabends ich mit dem Ergebnis nur halb zufrieden bin. Schauen wir noch mal kurz gemeinsam drauf, ja, was sich jetzt getan gerne hat. Lass doch mal wieder auf den Gesamtpunkt. Gucken wir doch noch mal. Eddie, vielleicht hat sich bei dir ja... Nein. Hat sich nichts getan. Budi enteilt mit 3 Punkten. Dicht gefolgt von Nils und Simon. Das bedeutet rein rechnerisch bei noch 2 zu spielenden Disziplinen. Simon, du kannst noch gleich ziehen mit Budi. Was hochgradig langweilig wäre, aber natürlich dich nicht mindern soll. Könnt ihr schon mal vorbereiten. Könnt ihr euch schon mal genau. Nils kann noch gewinnen, Budi kann noch gewinnen und auch Eddie kann zumindest einen guten Abend haben. Einen schönen Abend haben. Ganz genau. Ja, wie auch immer sich das hier entwickelt, ihr seid natürlich Zeuge, wenn ihr dran bleibt. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da. Bis gleich. Hello. So, jetzt spielen wir einen noch nie dagewesenen Song, beziehungsweise eine Version eines Songs, einer unserer größten Klassiker. Hannes, wie heißt der Song? Müssen wir das schon verraten? Ach so, ja, nee, wir verraten es nicht. Aber es ist unser größter Klassiker, kann man schon so sagen. Ja. Und Leute, ihr müsst mitmachen. Ich komme gerade vom Klo. Grüße an alle, die ich gerade getroffen habe. War schön mit euch. Ja, warte kurz, ich bin die Treppe gelaufen und ich bin fett. Bist du gar nicht, danke. So, okay, kick it. Ich hab heute Abend noch was vor. Vielleicht bist du ja dabei. Komm ruhig hoch, oder du. Ich hab einfach Bock. Einfach Bock, mit dir was zu erleben. Fick mich auf der Party, fick mich auf der Party. Tu es! Fick mich auf der Party, fick mich auf der Party. Fick mich tu es einfach! Fick mich auf der Party. Leute! Fick mich auf der Party, fick mich auf der Party. Fick mich auf der Party, fick mich auf der Party. Fick mich auf der Party, fick mich auf der Party. Fick mich auf der Party, fick mich auf der Party. Fick mich auf der Party, fick mich auf der Party. Ich hatte schon Sekt, vielleicht sogar 2 und noch einen kurzen. Ich bin auf jeden heute für alles zu haben. Ich hab nur einen Wunsch. Du hast meine Nummer schon und du kennst mich. Ich will nur eine Sache, die du heute mit mir machst. Ein Wunsch hab ich mit dir. Yeah. Du sollst mich einfach mal richtig. Ah. Fick mich auf der Party, fick mich auf der Party. Fick mich auf der Party, fick mich auf der Party. Fick mich auf der Party, fick mich auf der Party. Fick mich auf der Party. Hey, das geht und auch. Jetzt hier. Fick mich auf der Party, fick mich auf der Party. Hey, fick mich auf der Party, fick mich auf der Party. Yeah. Das sagt jetzt jeder zu seinem Nachbarn und wir haben heute Abend alle noch Spaß. Fick mich auf der Party! Was sollt ihr machen? Oh, du machst mich ganz schwach. Du da und du da und du da. Und du auch. Oh, heute Abend soll's passieren! Yay! Fick mich jetzt doch mal endlich. Ich meine, ist das doch hier eine Party, oder nicht? Du sollst mich einfach nur ficken. Ja, normal. Jetzt tu es endlich. Fick mich auf der Party, fick mich auf der Party. Say what? Fick mich auf der Party, fick mich auf der Party. Fick mich auf der Party, fick mich auf der Party. Yeah! Hat Geschlecht von mir auf der Party, hat Geschlecht von dir mit mir auf der Party. Fick mich auf der Party! Fick mich auf der Party! Fick mich auf der Party! Geschlechtsverkehr auf der Party! Geschlechtsverkehr auf der Party! Schämst du dich etwa? Mein Schlaf auf der Party! Mein ganz Schlaf normal! Der Party. Okay, Leute! Ja, neue deutsche Stelle! Wieder die Welt bewegen! Schieß! Felix am Beat! Was geht ab? Das ist nicht einfach
leider schon ernst. So wunderschön. Es sind einfach Lieder, die zu Herzen gehen von euch. Ich finde das ganz fantastisch. Was ihr hier macht, das kann, das ist wirklich, also Roberto Blanco würde das nicht machen, ne? Möchte ich an dieser Stelle mal sagen. So, man sieht euch langsam ein bisschen an. Simon fehlt noch. Ihr seid ein wenig gezeichnet von den Strapazen des Abends. Nee, das war einfach nur gerade Beef und dann, Ich war gerade auf einer Party, deshalb. Und? Ist was mal rumgekommen? Ich habe ja dolle Geschichten gehört gerade. Autobiografische Songs. Boah, ja. Ach, Simon, gesell dich zu uns. Wir haben es jetzt 22:45. Wir haben gar nicht so wahnsinnig viel Delay, wie man erwarten sollte bei einem Event dieser unfassbaren Größe. Ja. Aber natürlich gibt es jetzt noch 2 Punkte zu erspielen. Vorher geht hier keiner nach Hause. 2 Punkte, die vor allem für dich sehr wichtig sein sollten. Und 2 Spiele, die noch vor uns liegen. Das erste befindet sich ein weiteres Mal hinter uns. Schön, mal wieder der Running Gag zu sein. Wieso? Nein. Erst auf der Party und dann, oder wie? Nein. Wunderbar. Ich würde sagen, wir öffnen wieder mal den Vorhang, denn wir wollen ja schauen, was hier als 7. Spiel auf euch wartet. Und es ist... Oh! Das Kneipenquiz. Allgemeinwissen, scheiße. Alles richtig gemacht. Ich habe ja gesagt, hier wird alles abgeklopft, was irgendwie relevant sein könnte, was man braucht fürs Leben. Und was wir für die Sendung brauchen, beziehungsweise wen wir für diese Sendung brauchen, das erfahrt ihr jetzt. Die Hände zusammen für Andreas Lehn! Hallo Hamburg! Du hast mich gerade noch gefragt, was kommt, Eddie, ne? Ja, und du hast gesagt, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht so wirklich. Hallo Hamburg, was geht denn hier ab? Ich muss einmal sagen, was für eine krasse Stimmung den ganzen Abend über schon, oder? Ja, voll. Ja, ihr Lieben, wir spielen eine Runde Kneipenquiz. Es wird knallharte Fragen geben. Ja. Wenn ihr bisher dachtet, ja, die Fragen, das war alles so noch lösbar, jetzt wird es richtig schwer. Aber das ist kein Problem, denn ihr habt Hilfe. Ihr 4 seid die Team-Captains und ihr habt gleich 350 Unterstützer. Denn, ja, das Publikum... Den habe ich schon mal. Einen habe ich. Ihr dachtet, ihr habt einen entspannten Abend. Also, ich stelle euch gleich 5 Fragen. Für diese 5 Fragen habt ihr 30 Sekunden Zeit, um sie zu lösen. Pro Frage? Pro Frage habt ihr 30 Sekunden Zeit. Dafür habe ich extra, wir hatten sonst diese 1-Minute-Uhr. Wir haben jetzt eine 30-Sekunden-Uhr extra dafür gekauft. Dann werde ich diese Glocke läuten und dann brauche ich eine Antwort von euch. Ihr habt eure Zettel und Stifte bereit. Und ich bitte euch jetzt... einmal ins Publikum zu gehen. Lieber Etienne, du hast bisher noch nicht so erfolgreich abgeschnitten an dem Abend, das ist aber kein Problem. Jetzt kannst du das ändern. Dich bitte ich einmal hier vorne vor der Treppe zu stehen und rechts die 70, 80 Leute, das sind gleich deine Unterstützer. Könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein. Stell dir vor, du sagst zu einer Friseuse, du hast heute noch nicht so gut abgeschnitten. Wer jetzt alles... So, lieber Nils. Ich habe auf jeden Fall die schönsten schon. Ja. Dein Block ist hier vorne links. Genau. Geh zu deinen Leuten. Geht es um Fragen aus dem Rocket Beans Kosmos? Ja, natürlich. Und wer kann die besser beantworten als unsere treuen Fans? So. So, Simon, für dich ist hinten rechts der Block. Einmal in die Position. Der erste Block. Vor der Säule. Vor der Säule in der Mitte. Ja, hier in dem Mittelgang vor der Säule. Dort werdet ihr eine Reihe finden, die ein bisschen breiter ist. Ja, aber das sind die günstigen Plätze. Glaubst du, die Leute wissen überhaupt was? Ja, die Leute wenn die schon kein Geld für die teuren Plätze haben, dann wissen die doch alles. Oh, okay, da macht sich jemand Freunde im eigenen Blog. Weiß mega viel. So, such dir einmal deine Position. Und Budi, für dich vorne links als Führender. Ja, es tut mir leid. Säule.
Ja, aber okay, wer wollte das denn? Das soll unter uns bleiben, was wir. Also. Wer wurde für dich? Wisst ihr was? Seid ihr smart? Okay, du bist der Beste, ne? Der Delphi Showpalast wird jetzt zur größten Kneipe. Ich stelle euch eine Frage. Dann habt ihr 30 Sekunden Zeit, das mit eurem Team zu besprechen. Und am Ende müsst ihr eine Antwort aufschreiben. Bitte? Soll ich meinen Kumpel mit hochnehmen oder wie läuft das hier? Wer gehört noch alles dazu? Ich würde sagen, also, eine Frage. 30 Sekunden Zeit aufschreiben. Zweite Frage. 30 Sekunden Zeit aufschreiben. Nur mal meinen Zettel. Okay, also ich gehe da in die Meute rein und diskutiere das mit denen. Ja, aber du hast nur 30 Sekunden, das wird sehr hektisch. Ja, mit euch allen. Sorry, ey. Simon, Budi, ihr seid bereit? Nice. Okay. Das ist gut. Da, ich komm zu euch in die Mitte. Nein. Guck mal, Nils geht, das, guck mal, Nils geht richtig in die Mitte rein. Hallo. Da ist jemand, Mann. Ein Mann des Volkes. Super dumm. Also. Das ist super dumm von Nils. Was ist, wenn er sich genau in die Deppenecke gesetzt hat? Ach ja. Ich kann ganz schnell weggehen von euch. So. Also, Simon, Budi, ihr seid auch bereit? Ihr habt euer Team im Blick? Dann kommen wir, alle zuhören, kommen wir zur ersten Frage. Ihr. Ich kann mich auf euch fokussieren, ihr seid das Maximum. Ja, wer saß beim Montagsmaler mit dem Familienoberhauptvogel neben Etienne, Nils und Trant am goldenen Tisch? 30 Sekunden laufen. Also, was, wer war's? Der berühmte Papagei, der keiner war, zumindest in den Augen von Etienne. Ihr wisst es scheinbar alle nicht. Zwei Leute können nicht irren. Wer hat das bessere Team? Also wir sind fertig, meine vor Leute Dingen, sind sehr, sehr klug. Wer kann seinen Block besser kontrollieren? Ich habe noch 400.000 mal angeguckt, deswegen kenne ich es. Es wird lustiger, wenn man sich Trant anguckt. Ihr müsst das, und die Zeit rennt. Falschen Sachen laufen. Ich bin zu dicht an der Regie. Gab es gratis Getränke? Ja. Ich bin zu dicht an der Regie. Was, war schon die zweite Frage? Nein. Wie, zweite Frage? Was? Jawohl, warte mal! Zweite Frage! 30 Sekunden sind vorbei, ihr bleibt da unten und schreibt die Lösung auf. Zweite Frage. Gunnar holte sich bei der neuen deutschen Abendunterhaltung einen Weltrekord. Wie laut war sein Biss in den Apfel? 30 Sekunden laufen! Die genaue Zahl. Ja. Wer weiß es? Wer ist gut in Zahlen? Lang ist es her, dass Gunnar einen Weltrekord hatte. Keiner? Gib es mal weiter. Weißt du's? Aber wie laut war das Ganze? 87? Das ist... Okay. Übrigens wurde der Rekord schon fast von unserem TÜV-Techniker eingestellt. Aber ihr seid sicher? Oh, das war super. 30 Sekunden laufen. Hat jemand Einwände? Der wurde neulich getoppt. Nein, aber ihr seid einverstanden. Das muss es sein. Ja, ja, das hatte ich auch. Okay, seid ihr cool damit? Ja, ja, das ist schon sehr viel. Zeit drehen und Zeit abgelaufen. Ja, okay. Abgelaufen. Du bist mein Mann, ne? Abgelaufen. Dritte Frage. Wir sind gut dabei. Andi? Dritte Frage, ja, Simon. Du legst die Regeln aber schon sehr larifari aus, ne? Der hier schreibt immer. Dritte Frage, ja, du hast recht, wir machen sofort weiter. Beim Chat-Duell Neo-Magazin gegen Team Bohnen wurde der Insider Ausrufezeichen CD4 Larissa geprägt. Doch wie lautete die Frage zu dem Insider? 30 Sekunden laufen. Da ist jemand, der ist dabei. Also, etwas, was man Frauen auf dem Sender immer ein besonderes Thema. Zu Recht. Danke. Oder zu Unrecht entscheiden Sie. Oh Mann, ey. Wollen wir das wirklich als Antwort hier durch? 30 Sekunden laufen, unerbittlich. Wer kann die Frage richtig formulieren? Da könnte ich natürlich pingelig sein bei der Regelauslösung. Haben wir einen Schuss? Das hast du dir gemerkt, ne? Das kann sein. Also, noch ein paar Sekunden. Aber. Und Frage Nummer 4. Okay. Welcher Moderator schlüpfte bei seinem ersten Auftritt bei Rocket Beans TV aus einer Kiste? Zeit läuft. 30 Sekunden. Wer schlüpfte bei seinem ersten Auftritt bei Rocket Beans aus einer Kiste? Und es ist natürlich auch wichtig, hier vielleicht dem anderen Team nicht die Antwort zu geben, indem man es so laut reinruft. Also Kai war es nicht, der da aus der Kiste kam. Seid ihr sicher? Ja, Eddie, ist richtig. Dein Zweifeln hat mich überzeugt. Und die letzten Sekunden.
Ja, aber das war krass. Das hätte ich auch Lauf. Nicht gedacht. Und Zeit ist abgelaufen. So, die letzte Frage, wenn jetzt hier die Hardcore-Fans sagen, ja, Leute, das ist doch Pillepalle, das weiß ich alles, gucke ich jeden Abend vorm Einschlafen. Das sind nicht deine. Das sind Kommt deine. Jetzt. Das sind alles meine. Nein. Die gehören Budi und ein Teil gehört Nils. Seid ihr bereit für die fünfte und letzte Frage? Leg los jetzt, die Schummel! Also, wie viele Scheiben Käse verspeiste Gregor bei seinem Social Eating? Multiple Choice. A. 18. B. 19. Oder C. 20. Zeit läuft. A. 18. B. 19. Oder C. 20. Also. Weiß es einer? Relativ sicher. Das, das zweite legendäre Social Eating neben dem von Dean. Aber das ist schon mal 11 oder so. Letzten Sekunden laufen. Aber glaubt ihr das zu wissen? Also, wie viele Scheiben hat Gregor geschafft von diesem Scheiblettenkäse? Und die Zeit ist abgelaufen. Und einmal alle vier zu mir. Simon, Budi, Eddie, Nils, einmal zu mir kommen. Vielen Dank euch, Dankeschön. 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 Achso, wir gehen raus. Dankeschön. Ja. Huiuiuiui. So, das ist doch mal Community-nah. Budi. Nils, was habt ihr für ein Gefühl? Ich hatte das mega. Also, alle sind cool, aber das Team war mega krass gut. Richtig gut. Ja. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Aber ich bin echt gespannt auf die letzte Frage. Das war knackig. Es war knackig, aber ihr hattet natürlich auch viel Hilfe, ne? Also potenzielle Schwarmintelligenz. Wie war das bei euren Teams? Da saß Gregor im Publikum wahrscheinlich. Ich hatte auch eine fantastische Truppe hier. Vielen Dank nochmal. Ja. So. Vielen Dank. Die ganze Hinterreihe ist fantastisch. Wirklich. Bei der letzten Frage hat sich nur einer gemeldet. Sag, wie heißt du? Sag. Horst. Der Boss, okay. Und Horst hat richtig Angst jetzt, dass er Scheiße erzählt. Okay, dann schauen wir doch mal rein. Die Zahl, wir sagten am Ende so. Oh. Also, die erste Frage lautete, wer saß beim legendären Familienoberhauptvogel neben Etienne, Nils und Trant am goldenen Tisch? Und dann zeigt mal eure Antworten, bitteschön. Was hat Simon? Aber da sieht man ja alle, ne? Ja, nur die erste, ein bisschen einfangen. Oder ihr sagt es einfach. Ja, ja. Also ehrlich sind und sicher, es war Hannes. Hannes, okay. Das ist ein Punkt für Simon. Nils? Ja, Hannes, ne? Hannes. Budi wusste das auch. Auch die richtige Antwort, immer. Auch Etienne wusste das. Nehme ich mal an. Ja, das war eine zum Warmwerden fürs gute Gefühl. Haben wir noch das Beweisfoto? Können wir das noch einmal sehen? Wer das nicht parat hat, stimmt das wirklich, was ich hier erzähle? Ja, da sehen wir es nochmal. Ja, ob das wichtig ist. Frage Nummer 2. Gunnar holte sich bei NDA einen Weltrekord. Wie laut war sein Biss in den Apfel? Bitteschön, Nils. 84. Budi? 85 Dezibel. Simon? 84,2. 84. Uiuiuiuiui, was machen wir denn jetzt da, liebe Regie? Also eigentlich habe ich hier 84,3 zu stehen. Aber du hast nicht gesagt, das ist die Kommastelle. Was? 84,3 ist die Lösung. Ist das richtig? Kann mir das die Regie einmal bestätigen? Abrunden. Können abrunden. Also, Budi hatte was gesagt? 84,3. 85 ist schon mal raus. Budi ist schon mal raus. Ja. So. Nils hatte 84. Naja, wir sind natürlich davon ausgegangen, Eddie, Chen 84, und ich sind davon ausgegangen, ohne Eddie Kommastelle. Hatte? Ich bin einfach, ich habe auch abgerundet. Ich 84. wusste, dass es 84,3 okay, ist. Okay, dann gibt es hier. Ist ja logisch. Jetzt was kommt genau sonst? Diese Situation, weswegen alle Rülps so lieben. Du hast 84,2, Simon, ne? Das ist komplett falsch. Es ist falsch. Falsch. Aber. Aber. Es ist natürlich am nächsten dran von allen. Aber sie sagt. Hört. Also dann hätten wir jetzt wirklich auf eine Kommastelle schreiben können. Dann hätten wir ja auch mit. Ja. Also, ich würde sagen, was sagt das Publikum zu einem halben Punkt für Simon?
Viele Buhrufe auch. Viele Buhrufe. Du warst bei mir, warum jubelst du? Also drei Viertel sind dagegen, Alter. Drei Viertel sind dagegen. Andreas, lass sie nicht leiten! Halber Punkt für Simon. Was? Wie, was auch kommen jetzt? Einen halben? Darf man noch argumentieren? Kann man machen, muss man fairerweise sagen. Man kann jetzt übrigens schon von der Regie aus bitte schon mal das Taxi bestellen. Ich muss sehr schnell weg. Dritte Frage beim Chat2A Neo Magazin gegen Team Bohnen. Wurde der Insider CD, Ausrufezeichen CD4 Larissa geprägt? Was glaubt ihr, was war die entsprechende Frage dazu? Simon. Es ist furchtbar, aber ich lese es gerne nochmal vor. Was man sich auf den Finger steckt. Bitte, was? Etienne? Was nochmal vorlesen? Sich auf den Finger steckt, so wurde es mir gesagt. Mag ja sein. CD Larissa. Das passiert halt, wenn man auf Idioten hört. Lad mal deinen Revolver nach, du hast schon so viele Shots gefeiert. Wo steckt man den Finger rein? Noch besser. Nils. Das ist selbstverständlich alles falsch. Wir müssen schon bei der Wahrheit bleiben. Die Wahrheit ist, in das man seinen Finger steckt. Oi. Also etwas. Das ist um das zu kommentieren, nennt mir etwas, in das man seinen Finger steckt. Oi. Was? Nennt mir etwas, in das man seinen Finger steckt. Also, Simon ist schon mal raus. Moment, aber wieso? Weil etwas auf, das man seinen Finger steckt, ist natürlich die falsche Präposition. Puh, dann haben wir drei sehr inhaltlich ähnliche Antworten. Budi hat nochmal was genau aufgeschrieben. Zeig's nochmal. Oder zeig's mir nochmal. Ey, das war... Nein, also... Das doch, zeig's mir. Nur mir. Nur mir. Finger rein. Das ist Pauli. Das ist ja eine Scheißversuch. Das ist ja... Was guckst du mich denn jetzt so an, Alter? Minus eins. Nix. Ja, hat das hier eine Mehrheit, minus eins? Okay, jetzt muss ich einmal die Karten sehen. Nils, also kann ich dir noch vertrauen? Übrigens, ne? Ja, in das man seinen Finger steckt, ja. Das ist schon mal... Komm, wir haben was doch alle das, was heißt das denn für eine Schrift? Naja, ich bin Linkshänder. Wo steckt man den... Ja, ich auch. Wo steckt man den Finger rein? Was ist das denn für eine Frage? Wo steckt man den Finger rein? Okay, gut. Also, hier der ehrliche Nils Bohmhoff kriegt schon mal einen Punkt für diese Frage. Aber warum kann man nicht gemacht? Budi für diesen... Darf ich mal ganz kurz fragen? Ich will jetzt auch nicht kleinlich sein, aber du fragst... Ui, da steht... Da steht... In das man seinen Finger steckt. Ja, nee, und etwas. Und bei mir steht, wo steckt man den Finger rein? Und bei mir sagst du, was ist das die Frage? Steht, ich habe sogar eine D-Frage. Also ich finde, was? What? Ey, jetzt mal, wer ist Finger auch? Rein, what? Andi, bei Finger ja, das und Stecken. Ist ja nicht zu fassen. Das sind die wichtigen Begriffe hier. Aber die, noch nicht drauf. Allen, da, rein muss er. Da ist, nein, das ist die Frage, was ist wichtiger? Wenn der auf den Finger ist, genauso wie den Finger in der Hand. Wenn du bei dir so Pimmelmann bist. Kannst du es vor der Show machen? Das ist ja gar nicht. Das ey, warum kriegt denn der Ede jetzt auch noch? Ja, weil ich es richtig habe. Hat das? So, hui, so. Eieieiei. Welcher Moderator schlüpfte bei seinem ersten Auftritt bei Rocket Beans TV aus einer Kiste? Ehrenmann Nils, was hast du gehabt? Das war natürlich Colin in. Ja. Das war Colin in als Reminiszenz an seinen Auftritt bei Giga. Das war mega peinlich, als er aus der Kiste kam für Felix. Felix hat einen Co-Moderator bestellt und dann kam Colin raus und das war ja auch dann. Budi, was Colin meinst du? Steht auch hier. Simon. Colin. Eddie. Colin. Da brauchen wir wohl unbedingt den Videobeweis, um das zu überprüfen. Ja, Mats, ne? Also ich mein... Ja, das war er. Ihr habt gesehen, er steigt aus der Kiste. Alle kriegen den Punkt. Okay, sonst können wir das ja auch noch mal nachspielen. Also, auf... Gut, dann ein Punkt für alle. Zum Versöhnen auch ein bisschen die Nummer, ne? Was haben wir da? So, letzte Frage. Fuck. Wie viele...
Scheibenkäse verspeiste Gregor bei seinem Social Shit, Eating. Gregor, normalerweise jemand, von dem man sich auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden kann, aber nicht bei diesem Social Eating. Jetzt würde mich mal interessieren, hat da einer an euren Blöcken gesagt, das weiß ich? Nee. Nein. Das war eine Dame hier in meiner Ecke, die war dann ziemlich sicher, aber es war die Einzige. Vielleicht hast du den Einzigen erwischt, der es wusste, weil, und das kann dir den Sieg bringen jetzt. Also vielleicht, wo ist der Herr nochmal? Horst, ne? Horst, ne? Ja. Das kann sein. Also wenn du jetzt gewinnst, bist du Horst irgendwas schuldig. Dass du dir aus, Horst, such dir was aus, was du von ihm... So, also, was habt ihr gesagt? A war 18, B 19 und C 20. Also, hey, Horst hat gesagt... 20. Mhm. Kann man machen. Simon? 18. Mhm. Nils? Ich habe 18 geschätzt, weil ich hätte gedacht, er geht für 20, aber niemand isst 19 Käse und isst dann den 20. nicht auch noch. Das macht halt gar keinen Sinn. Also entweder 20 oder 18. Und dann habe ich gedacht, okay, ihr könnt Gregor nicht nochmal feiern, indem ihr ihm auch noch den höchsten Wert gibt. Mhm. Deswegen muss es 18 sein. Gut. Mhm. Budi? 18. Ah. Also haben wir dreimal 18 ja. und einmal 20. Jetzt schauen wir aber in den Videobeweis rein und die Leute hier sind herzlich angehalten, mitzuzählen. Bitteschön. Oh. Wie lange geht das? Oh, das geht doch viel zu lang. Was sind das denn? 16, 7, 8, 9. Punktestandfinal. Wir also, haben 2,5 Punkte für Simon, 3 für Nils, 2 für Budi. Und da muss ich erst auf die Bühne kommen, damit Eddie hier endlich mal einen Punkt macht. 4 Punkte, 4 von 5 Fragen beantwortet. Punkt für Etienne hier bei dieser Express-Ausgabe von Rülps. Horst, darfst ja am Shoppen-T-Shirt oder so nehmen. Ja, ne? 5% Gutschein gibt es wahrscheinlich. Ne? So. Das ist eher zu spät. Puh, das habe ich schon ganz woanders ab. Du, Alter, du schwitzt ja wie... Ich bin richtig durchgeschwitzt, Leute. Okay. Ja. Ah, okay, gut. Das eint euch ein wenig. Andreas Lingsch, das war großartig. Fand ihr denn nicht? Jo. Hast du sehr gut gemacht. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, lieber Andreas. Sehr vielen, vielen Dank, gemacht. Etienne. Dass du den Abend noch einigermaßen versöhnlich gestaltet mit deinem ersten Punkt. Und das wollen wir natürlich zelebrieren mit einem gemeinsamen Blick auf die Scoretafel. Vielleicht blenden wir sie noch mal ein, denn ein Spiel haben wir noch zu spielen. Da ist nicht mehr alles möglich, aber doch ein bisschen was. Budi vorne. Etienne Gardet hat seinen ersten Punkt im vorletzten Spiel gemacht. Jawohl. Bezeichnend in der Disziplin, wo es komplett nicht auf mich ankam. Ja, aber das ist ja auch, du musst ja auch delegieren können, ne? Also ja. Man muss die richtigen Leute kennen. Ganz genau. Also es ist noch einiges offen, nicht mehr alles. Gerade Budi, fühlst du dich jetzt schon als Halbsieger? Nö. Nee, also, ich muss kann ja auch mir noch gefährlich werden und keine Ahnung, was jetzt zum Schluss nochmal kommt, aber... Ja. Als hier vorhin der Punktabzug gefordert wurde. Ja, da habt ihr euch alle gefreut. Ich stand ganz vorne da und hab mitgeholt. Das war schon schändlich. Das war schändlich, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Gut, meine Lieben, was nicht schändlich ist, das ist das Programm, was wir in den nächsten Wochen und Monaten für euch vorbereiten. Sophia wird ein letztes Mal für uns am Rad drehen und schauen, was es an Highlights zu sehen gibt. Zurück zur Programmziehung, dem vierten Teil. Mit einer großartigen Überraschung, die sich genau in dieser Kugel verbirgt. Es ist die 10 und ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich auf. Yeah!
Aber mit mindestens Colin. Ja, und Simon. Mindestens. Das waren ja noch nicht alle, glaube ich. Nein, na, selbstverständlich nicht. So viele Fotos hattet ihr nicht mehr. Aber das reicht ja erstmal. Weißt du, du hast 2 von 4 potenziellen Menschen und dann muss man da einfach schon mal einen Haken dran machen. Ne? Ja, reicht. Dann wird einfach Fakten geschaffen und dann ist es gut. Ja, ab dem 14.02. wird das Erfolgskonzept, das gefeierte Filmfights mit Games umgesetzt. Warum auch nicht, ist ja naheliegend. Wem winkst du da, Bulli? Flo 4. Flo, was? Auch, können wir jetzt vielleicht mal einmal, ganz kurz noch, weil es doch wirklich schön wäre. Clemens. Ah, oh, da macht er gerade das Licht aus, Kameramann, ja. Clemens. Kannst du da oben vielleicht noch mal ein? Der Akku ist schwach. Oh, gut, da machst du natürlich nichts. Aber was hat das mit der Kamera zu tun? Nein, er macht's. Oh, er macht's, doch mal raus, der Clemens. Er drückt noch mal das Letzte aus dem Bazillen. Bazillen. Flo 4, meine Lieben. Fantastisch. Kann es etwas Schöneres geben als diese beiden Menschen? Kann kaum. Außer vielleicht die Werbung, denn die ist immer noch das Allerschönste, was man sich überhaupt so wünschen kann. Bis gleich. Oh. Ein letztes Mal herzlich willkommen hier zum großen 3-jährigen Geburtstag zur Battle of the Beats. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen Dank natürlich auch, dass ihr da draußen durchhaltet. Wir sind nämlich hier schon in der 4. Stunde mittlerweile. Das ist einiges, möchte ich sagen. Und wir haben noch ganz genau ein Spiel zu spielen. Ein allerletztes Spiel, das entscheidet. Indem man 2 Punkte kriegt. Maximal 2 ja, Punkte das kriegen kann. Glaube ich jetzt. Nochmal alles rumreißen kann. Ja, nochmal alles rumreißen. Schauen wir vielleicht noch einmal gemeinsam aufs Scoreboard, um für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, gemacht, soll es ja geben, nochmal den Punktestand gemeinsam abzuchecken. Also, einen Punkt gibt es noch auszuspielen. Das heißt, Budi gewinnt entweder haushoch oder Etienne macht seinen 2. Punkt. Budi gewinnt haushoch oder Nils macht seinen 3. Punkt. Das ist spannend, da müssen wir uns natürlich was überlegen, damit hätte niemand gerechnet. Oder Simon macht seinen 2. Punkt, Budi gewinnt haushoch. Eigentlich alles klar, ne? Hochgradig spannend. Was wäre denn, wenn Nils jetzt punktet? Das sehen wir dann ja. Lass es doch mal, alle lass hoffen, es doch alle es nicht den Teufel predigen. Wir wollen ihn doch nicht in unserer Mitte also haben. Also alle gegen Nils, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich habe das schon verstanden, dein subjektives Meinungsgemacht. Entschuldige mal, Mister. Ja. Du weißt nicht mal das Format, das du dissen willst. Nee, sorry, ganz schwach. Ganz schwach. Game 2 heißt es. Jetzt kommt Beats Castle wahrscheinlich. Oh. Oh. Zu Recht möchte ich sagen, bitte noch ein bisschen Hass ausgepackt. Gut, wir machen es nicht weiter spannend. Wir wollen natürlich wissen, was jetzt das letzte Spiel ist. Und das verbirgt sich wie immer hinter diesem Vorhang. Ist das wirklich Wahnsinn? Das Hütchenspiel? Oder Competition Club? Nee, das ist Stapeln, oder? Das ist Stapeln? Nee, das ist. Nee? Simon. Stapeln. Zack, 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 oder? Fit, 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 fit! Das ist ja schön. Mein liebes Publikum, macht einen Riesenapplaus für den Top-Moderator, für den Schlagersänger Colin Gäbe! Meine lieben Freunde, nochmal alles machen. Jetzt muss der Papa mal wieder persönlich ran hier. Ne? Für dieses Spiel hat sich partout kein Mutiger gefunden, der es vorstellen wollte. Deswegen darf ich ran. Und ich muss sagen, ich habe leichten Respekt. Guten Abend, Gäbel, mein Name. Guten Abend, Gäbel. Kretschmer. Ich habe leichten Respekt nach dem letzten Spiel mit Andreas Lynch. Vielleicht auch sowas. Den habt ihr ja fast quasi in die Kündigung getrieben, möchte ich sagen. Oh, madame. Aber was wir jetzt vorhaben, ist das große Finale. Gott verdammt! Dieser Girl ist mir. So, haben wir jetzt alle Spaß gehabt. Vielleicht ist einfach mal wieder den angemessenen Ernst mit diesen Eimern hier einziehen lassen. So, liebe Freunde, Super Competition Club gibt es, glaube ich, seit 100.000 Jahren nicht mehr auf dem Sender. Ist quasi fast vergessen. Natürlich vollkommen zu Unrecht. Doch, deswegen heißt jetzt, wollen wir das Ganze und bringt Geld. Ich überlege gerade, ob das ins. Ne, ist egal. War das jetzt smart? Ja. It's funny because it's true. Ah, okay. Was auch funny because it's true ist, ist, dass ihr jetzt nacheinander in dieser fantastischen Disziplin antreten werdet. Denn wir haben sie genannt Flip It. Oh. Genau. Ja, also, ja, hat's so recht. Also, Folgendes steht jetzt an: Diese Eimer werden jetzt umgedreht.
Oh. Alle fünf in die Reihe. Na? So, pass mal auf. Jo. Was ihr machen dürft, jetzt kommen wir erstmal hier, sie alle mal weg hier so. Euer Ziel ist es, einer nach dem anderen von diesen fünf Eimern möglichst viele mit einem gezielten. Oh, nö. Oh, nö! Das kann ja wohl nicht so schwer sein, wenn der angetrunkene Hauptmoderator das aufwendet. Stopp! Nicht üben! Wie, nicht üben? Der hat nicht schon zweimal, jetzt habe ich auch okay, jeder das zweimal üben. Jeder darf jetzt zweimal üben, ist mir macht doch euer Sch- ja. So. Ist ja mega easy. So. Also 180 Grad bedeutet genau, so soll er landen. Oh, so, jetzt ist genug geübt, ihr habt alle geübt, ihr habt alle euren Spaß gehabt. Okay. Wir machen das wie folgt. Die Eimer. Mhm. Werden erstmal wieder umgedreht. Ihr dürft die Eimer, nochmal kurz fürs Reglement, so weit zur Kante ziehen, wie ihr mögt. Ab einem gewissen Punkt werden sie, das sind Gesetze der Schwerkraft, die ich hier nicht näher erläutern möchte, zur Tischkante ziehen. Das dürft ihr machen, wie ihr wollt. Und jeder hat einen Versuch und ein Versuch bedeutet, hier starten, einmal die komplette Reihe durchgehen. Habt ihr das verstanden? Ihr tretet nacheinander an. Und werdet nacheinander alle fünf Eimer versuchen, auf die perfekte Seite zu drehen. Geht das wird nach Zeit genommen? Ja, genau. Nein, es geht nicht auf Zeit. Also es geht nur, wer es schafft. Genau. So. Und zwar die Reihenfolge. Das ist natürlich, jetzt werdet ihr sagen, wie machen wir das jetzt, damit es einigermaßen fair ist. Wir machen das jetzt wie folgt. Wir gucken uns nochmal das Scoreboard an. Denn das Scoreboard wird jetzt definieren, in welcher Abfolge ihr hier antreten dürft. Und zwar nach dem Motto, wer am meisten Punkte hat, darf anfangen. Das bedeutet, echt? Budi, du hast deine ersten fünf, ja. Danach folgt Nils, danach folgt Simon und Eddie hat als letzter... Also Spannungsbogen wäre andersrum, ne? Wie der Simon. Ich habe einen halben Punkt mehr. Spannungsbogen wäre andersrum. Ja, ich habe doch die Regeln nicht gemacht. Ich lese doch auch noch ab, was auf diesen Karten steht. Ja, komm, fuck it. Mann, ist doch für uns alle in letzter Stunde. Ganz ehrlich. So, Budi, ja. Du weißt, was das Spiel für dich bedeuten kann. Ja, ich will auch mal was gewinnen. Alles klar. Was passiert, das wäre natürlich spannend. Was passiert denn, wenn alle alles schaffen? Ja, dann machen wir das so lange, bis irgendjemand nicht alles schafft. Budi wird es jetzt schaffen. Also ich habe Zeit. Ich habe ein Hotelzimmer in der Nähe genommen. So, meine Lieben, also Budi. Ich würde sagen, es gibt kein Zeitlimit. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, aber auch nur so viel, wie nötig ist. Oh. Nein! Und der Eimer muss selbstverständlich auf dem Tisch. Kann denn so schlecht sein? Ja! Budi! Da war aber auch nicht mehr so richtig Ehrgeiz dabei, oder? Das war ja erbärmlich. Das war ja richtig. Aber wieso standen die denn jetzt so rum? Standen die nicht gerade so rum? Ey, wir machen es so, damit sie auf die möglichst große Auflegefläche. Was war denn das? Ach so. Das war beim Training eben anders. Beim Training war das nämlich anders. Ja, und ihr dürft ja auch, ich meine, entschuldige mal, das wäre doch total treuer beim Training. Diskutier doch nicht. So. Du kannst es kaum abwarten, Eddie, ne? Ich merke schon. Oh Mann, Nils. So. Das ist das, was bei Competition Club immer rausgeschnitten wird. Da wird gar nicht geredet. Oh, das war so dumm. So, mein lieber Nils, auch in deiner Zeit, mein Gott, ist es spannend. Nils hat jetzt die Möglichkeit, gleichzuziehen mit Budi. Was wir alle nicht wollen, denn wir wollen alle nach Hause, ne? Ey, Hoffnung auf euch, Männers, ne? Wenn du möchtest, bitteschön. Gott, ist das spannend. Ich habe fast für mich wie so ein Kirmesbudenbetreiber schon so ein bisschen. So, jetzt junger Mann, nochmal nachlegen, nochmal nachwerfen hier einmal. 5:0 steht es aktuell. Simon. Für dich. Ich fasse dir jetzt hinten an den Arsch, aber das mache ich nur, damit du dich umdrehst. Achtung, vorsichtig. Oh ja, du machst das jetzt genauso wie dein Kumpel da. Dreh dich um für mich. Oh, Bitch. Oh, wir brauchen gar nicht lang reden. Komm, mach's. Ja! Willst du auch, komm. Ganz sanft. Oh. Ja, ich komm auf.
Eddie, come on! Mein Gott. Es ist so spannend. Ja. Es wird schwer, das von Nils zu toppen, ne? Glaub an dich, Eddie. Glaub an dich. Wir glauben hier im Saal auch alle an dich. Das war jetzt aber ohne Liebe. Oh Mann, ey. Bitch. Ja, was soll man sagen? Es endet mit einem echten Höhepunkt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hatte zumindest nicht drauf gehofft. Wir haben hier eine Nullnummer, wir haben hier einen Vierer, wir haben hier eine... Vierer? Nichts Gutes auf jeden Fall. Und Nils Bohmhoff, meine Damen und Herren, sichert sich mit einer ganz sauberen Leistung. Mann, ey. Ein 5-0. Hier kommt jetzt mal, kommt mal direkt mit nach vorne. Jetzt bin ich gespannt. Kommt mal direkt mit nach vorne, ja. Die Eimer könnt ihr euch gerne als Souvenir mitnehmen. Ich wollte so ganz smooth hin. Ich sag mal, wer es denn möchte. Kommt noch ein bisschen nach vorne. Wir müssen nämlich jetzt mit einer Situation umgehen, mit der wir alle nicht gerechnet haben. Und aber zwar können wir nicht einfach sagen, dass Buddy und ich zusammen einfach gewonnen haben? Und will irgendjemand und das harmonisch sehen, dass dieser Abend nach 4 Stunden Blut, Schweiß und Tränen damit endet, dass ich euch auf ein salomonisches Unentschieden einigt? Will das irgendjemand hier? Nein! So, das hatte ich mir nämlich erhofft. Ja. Das Problem ist, es wird jetzt gerade im Hintergrund notgedrungen und händeringend an dem Stechplan gearbeitet. Denn es wird zu einem Stechen kommen zwischen euch zwei. Ja. Und ich höre Geräusche. Ich weiß, was als Notspiel ansteht, aber... Und ich hätte irgendwie so ein bisschen Lust. Wollt ihr noch gucken, dass wir die Umbauphase... Ihr haltet ein paar Monologe, erzählt ein bisschen was. Oder soll ich vielleicht mal ins Publikum gehen? Und was machen, was wir heute noch gar nicht hatten? Also erstmal vielleicht noch einen Applaus für die beiden Verlierer des Abends. Die sehen jetzt eigentlich raus. Also, das können wir schon mal machen, finde ich. Ja. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Und dann der Blick wird gleich nicht gut. Das wird... Ich weiß nicht, wie lange die Umbaumaßnahmen sind, aber Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch alle zusammen. 3 Jahre, das ist krass. Vielen Dank an alle Leute, die das hier möglich machen. Vielen Dank, dass alle am Start sind. Danke für die Zugucken. Hammer. Hammerst. Also, wirklich. Hab ich mal genutzt. Ja, wirklich. Vielen Dank auch an alle Leute, wenn wir gerade schon mal sind, weil... Wir haben hier mit Abstand am wenigsten gemacht. Also wir vier haben hier wirklich mit Abstand am wenigsten gemacht. Wir sind einfach hierher gekommen und haben einfach uns hier hingestellt und seitdem machen wir nichts. Und alle anderen haben die ganze Arbeit gemacht, inklusive Colin Gebel, der das Ganze fantastisch moderiert. Vielen lieben Dank dir. Und vielen lieben Dank an alle aus dem Team, die das hier auf die Beine gestellt haben. Wir sind sehr stolz auf euch. Vielen Dank. Und parallel, während du das Schöne gesagt hast, hat irgendwer hinten, glaube ich, Beine verloren. Das hat sich so angehört. Irgendwas hat Ratsch gemacht. Wir haben ja so viele Leute. Eine weitere Premiere wird hier stattfinden. Ein was? Eine weitere Rocket Beans Premiere wird hier eventuell gleich stattfinden. Oh nein, du weißt schon Bescheid. Ich meine, für euch hat es jetzt beide nicht ganz gereicht. Geht man jetzt mit dem Gefühl, ach, das war doch eine tolle große Party. Es geht doch ums Dabeisein. So, sagen die Leute das noch sehen. Ja. Mal Hände schütteln. Ja. Genau mit der Einstellung reist man zur Fußball-WM und da Wimbledon, Hauptsache, ne, einmal. Hauptsache, so. Nein, finde ich aber sehr gut. So, meine Lieben, und wir sind jetzt tatsächlich bereit. Wer hätte gedacht, dass das so schnell geht und wir nicht mit irgendwelchen halbgaren Zwischenaktionen das noch ein bisschen strecken müssen. Hinter diesem Vorhang befindet sich jetzt das ultimative Stechspiel, in dem Buddy und Nils gegeneinander antreten werden. Nur die beiden. Beide sind punktgleich mit 3 Punkten vorne. Und zwischen den beiden wird sich hinter diesem Vorhang entscheiden, wer das 3-jährige Rocket Beans Jubiläum, wer als König der Battle of the Beans, als ultimative Wahnsinnsbohne heute Abend das Delphi verlässt und wer einfach nur mit einem Sack Traurigkeit einschlafen wird. Seid ihr soweit? Wunderbar, dann würde ich sagen, Vorhang auf! Freut euch! Okay. Hey. Ja.
Pudi. Zu rechts. Pudi. Verfallt ihr in kollektive Begeisterung und Ekstase hier. Ping of Pong. In einer Miniaturvariante, bevor es in der großen Form überhaupt... Naja gut, ich sag nichts dazu. Budi und Nils, wir spielen bis 11 Punkte. Das Problem, das wir gemeinsam haben, ist, dass ich nicht wirklich regelkundig bin. Ich kann sie. Was das angeht. Ich kenne die Regeln. Ja. Etienne kennt die Regeln. Ja. Möchtest du vielleicht deines Amtes walten und gemeinsam mit mir dann dafür sorgen, gerne, dass dieses Finale auch Budi vernünftig funktioniert? Großartig. Okay, ich würde sagen, wir stellen uns mal ganz nonchalant hier hin. Ihr spielt ein wenig ein. Hinter dieses Ding. Also, oh, das war fantastisch. Erstmal um die. Der Ball ist weg. Das ist natürlich. Das ist natürlich. Wie nennt man das jetzt? Das habe ich noch nie gesehen, so ein Ding. Schön. Das ist natürlich jetzt. Hier das, das hat doch jemand Sophia geklaut. So, das. Das ist gut schon mal. Ja, jetzt ein bisschen runter. Dürfen die sich einspielen? Oh. Komm. Ihr kriegt noch ganz genau hoch. Oh. Joa, ich würde mal sagen, noch 5 Sekunden einspielen, da geht der Ball nochmal hin, da geht der Ball nochmal her, da geht der Ball nochmal hin, da wird er nochmal weggelunzt. So. Also, Ball weg. Freunde. Ich mach das um die. 11 Punkte gibt es. Was ist das? Ist der Ball gut? So. Einer darf auswählen. Du darfst. Budi hat. Die Wahnsinn. Du bist jetzt kennst ja echt damit aus. Ich dachte, du wolltest ein bisschen Screentimer kaufen. Sehr, sehr gut. So. Geht los, also, oder was? Ja. Drei immer, ne? Ja. Fuck! 0-1. Nächste, oder? Drei. Ha? Drei. Drei. Das ist nicht 1, 2, 2, 2, 2, 2? Nee. Netz, das war Netz, Wiederholung. Doch, war Netz bei der Netzangabe ist Wiederholung. Fuck! 0-2. Nee, 3 immer, meine ich. Nochmal 3, meine ich. Das sind immer 3, oder? Ja. Schöne Angabe, 0-3, 3-0. Machst du gut? Ja. Eddie, das gefällt mir. 3-1. Mein Gott, ist das spannend. 3-2. Das war natürlich jetzt verschenkt, das darf man nicht machen. Ein Nervenspiel. Wir sind zwei Überathleten. Hier nach 4 Stunden. Beide mit viel Schnitt hier. Absolut. Hier will keiner dem anderen was schenken. Hier will keiner auf Risiko gehen. Das ist so ein bisschen Safe Play. Auch, was oh! 3-3. Yes. Oh! Oh! Damit hätte Nils jetzt nicht mehr gerechnet. Leider. Hm? Damit hätte Nils jetzt nicht mehr gerechnet. Das war wieder Netz. Oh. Oi! 3-4. Oh. 4-4. Ja, vielleicht hätten wir doch keinen Brandwein reichen sollen, Backstage. Aber gut. Oh. Oh. 4-5. Du hast. 6-4. Oh, das war zweimal. Sorry, das war 6-5. Was? Echt? Ja. What? Doch, der war zweimal. Das ist doch mein fucking Schläger. Nee, der war zweimal. What? Ernsthaft? Sag mal, du kannst das da in der ersten Reihe noch überhaupt gar nicht sehen, was hier passiert. Also, der Etienne hat hier einen absolut neutralen und einen perfekten Blick. Ich bin selber genauso überrascht wie ihr hier. Das war zweimal. 6-5. Kann man machen. Jetzt kommt Dynamik ins Spiel. Jetzt. Oh, ja. 7-5. Zu viel gewollt, zu wenig gekonnt. Netz. 5-8.
gefällt mir, wie sie so langsam versuchen. Das ist schon wirklich sehr auf Sicherheit bedacht, das Ganze, ja. Und das einmal geübt und dann durchgezogen. So mag ich den Rudi. Dieser eiserne Wille von Nils, diese unglaubliche Konzentration, das kann kein Mensch sein. Das ist, glaube ich, ein verdammter Tischtennis-Roboter. 10-6, Matchball. Oh. 10-7. Beim Tischtennis wird mit 2 Punkten Abstand, meine ich, gespielt. Ne? Ja, ich glaube, wenn nicht, dann haben wir ab jetzt die Regeln geändert. Hab ich noch einen? Ja. Ha? Nein, hast du noch. Ich glaube, 10-7. Gesehen. Ihr habt es spannend gemacht bis zur letzten Runde. Rudi hätte es um ein Haar geschafft, seinen ersten großen Sieg einzufahren in einer Rocket Beans Show. Aber wir haben es so oft mehrfach schon betont, dabei sein ist ja doch heute alles, ne Rudi? Ja, das hört sich dann gut. Ich sammle noch Karma für was anderes. Oh, ein riesengroßer Applaus für den fantastischen Rudi, der bis zum Ende gekämpft und an seinen Sieg geglaubt hat. Ja. Dennoch kann es natürlich nur einen Sieger geben, den wollen wir auch nochmal kurz zelebrieren. Nils Bohrhoff, das sei nicht geschmälert. Ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Battle of the Beats gewonnen. Dankeschön. Dankeschön. Lass dich feiern. Ja. Nimm die Bälle der Euphorie mit, bei euch war es ja auch sehr schön, hat Spaß gemacht. Eddie, was war denn dein Lieblingsspiel heute Abend? Tischtennis-Schiedsrichter. Das hast du auch besser gemacht als vieles andere. Nicht alles, aber vieles. Ich war sehr überrascht davon. Diesen Etienne sehe ich sehr selten, muss ich sagen. Den disziplinierten, korrekten. Ja, genau so sieht es nämlich aus. Es war fantastisch. Simon, bist du sehr enttäuscht oder fühlst du dich im fantastischen Mittelfeld eigentlich? Der ein oder andere halbe Punkt und so, das hätte alles nicht sein müssen. Aber ich bin zufrieden, es war ein großer Spaß. Natürlich sind wir alles wegen hier. Und für euch, und alles klar. Bla, es ist okay, auch nur Dritter zu sein. Alles gut, ja. Ist auch wunderbar und schön, aber es kann nicht sein, einfach nur zu sagen, du hast den ersten Platz gemacht. Es muss auch noch etwas geben, was du bekommst. Und was das ist, das sehen wir jetzt. Öffnet den Vorhang für einen fantastischen Superlativ der Preise. Eine rauchende Kiste. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Nee. Dass der Arno nochmal persönlich kommen würde. Mit seinem Schlaganzug, fantastisch. Na, ich war heute im Omas Daily, aber jetzt bin ich jeden Tag da. Ist das so? Bist du jetzt angefixt, ja? Es hat Jahre gebraucht. Und man riecht so ein bisschen die Geschäfte. Hallo. Yeah. Arno. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Arno, mein Lieber. Du hast den Abend jetzt ja bis
zuletzt eigentlich nur als Zuschauer genossen. Ja. Was ist denn dein Fazit? Ich meine, vor 3 Jahren begonnen damit, jetzt in einem rauschenden Fest, in einer emotional aufgeladenen Schlacht der Superlative. Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr es jetzt ist. Ich glaube, wir haben ewig überzogen, aber es war einfach großartig, wie der Vorhang zuging, wie Space Tales kommt, die neue deutsche Schelle performt und dabei hier die neuen Bühnensettings aufgebaut werden. Es war großartig. Es war einfach ein wunderbarer Abend. Ich bin total emotionell. Sehr gut. Kalmund hat das gesagt, ne? Und dass du es auch dazu sagst, damit die Leute das verstehen. Ey, aber Arno, ernsthaft jetzt, hättest du uns beide weggesteckt im Tischtennis? Das war so krass, weil das Stechen mit der Tischtennisplatte hinter der Bühne war so, oh nee. Dann macht alle weg, das heißt, es gibt ein Stechen, da müssen wir jetzt echt noch die Tischtennisplatte aufbauen. Aber das ist echt, das dass das so funktioniert, so perfekt, super geil. Und es war ein geiles Match, ja. Nicht schlecht. Ja. Ja, wir waren sehr defensiv beide, ne? Hä? Wir waren beide sehr defensiv. Ja, aber in letzter Zeit, das ist ja echt ein Mindfuck. Das ist, es geht nur um Konzentration und Tischtennis. Ja. Ich glaube, das kommt richtig gut an. Ja, nix. Ja, meine Lieben, ey, ich merke, wir sind alle so ein bisschen durch, aber es haben uns auch alle ein schönes Feierabendbier verdient. Und ihr hier im Saal natürlich auch. Vielen, 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 vielen Dank an euch erstmal hier und natürlich an euch hier fünf, die Keimzelle dessen sind, was wir hier alle machen. Geht doch mal steil. Vielen, vielen Dank. Die ganzen Bohnen im Hintergrund, all die Leute, die das heute hier möglich gemacht haben. Und alle, die hier seit Wochen an dem Ding gearbeitet haben, ey. Ein riesengroßes Herz, definitiv. Ja, beste Team der Welt. Ja. Beste Team der Welt. Kann man nur unterschreiben, ein fantastischer Abend. Auch dank euch, macht's gut, danke schön.